darf Sie ganz herzlich begrüßen von der Volkshochschule Vaterstetten und den Herrn Günter Lengling, unseren Referenten, der uns heute durch den Abend führen wird. Mein Name ist Hubert Schirl und bin zuständig auch für die Sportbootführerscheine, Segelausbildungen und solche Sachen. Und ich darf natürlich hier das Publikum begrüßen. Wir haben hier ca. 20 Teilnehmer, die hier präsent sind. Und ich war teilweise auch in diesen Lagunen schon, um die es heute geht. Und das sind ja so Sehnsuchtsorte. Also das, und es war so, dass ich den Herrn Lengling auf eine ganz besondere Weise kennengelernt hatte. Ich habe viele Bücher von ihm bestellt und irgendwann ruft er mich an. Ich dachte, oh, der Autor ruft mich an. Ja, was ich denn mit den ganzen Büchern mache? Ich sagte, ja, ich möchte natürlich da reinfahren. Und ja, und so kamen wir ins Gespräch und habe gesagt, ja, Sie müssen bei uns Vorträge halten. So war dann die Abmachung und das war natürlich, ja, habe mich sehr gefreut, dass Sie sich darauf eingelassen haben. Wir machen das jetzt hier schon das zweite Mal. Vor einem Jahr hatten wir das nur in online gemacht, nur als Stream. Und ja, jetzt ist es natürlich schöner, wenn hier wirklich Personen anwesend sind. Und ich kenne jetzt doch einige, die hier sitzen. Und alle sind Bootsfahrer, Segler und sind also hochgespannt, wie weit wir denn jetzt als Segler reinfahren können, beziehungsweise als Motorbootfahrer, da kann man dann ein bisschen weiter reinfahren. Und das wird uns der Herr Lengling dann alles erklären. Ja, dann bitte Sie. Fein, Dankeschön. Danke. Vielen Dank für Ihr Erscheinen heute Abend. Freut mich sehr. Vor einem Jahr war der Saal hier leer. Und ich sprach nur in eine Kamera. Und die sind ja heute so klein, die fallen kaum mehr auf. Darf ich mal fragen, wer den Stream des letzten Jahres kennt von Ihnen? Aha, doch. Okay, gut, schön. Und wie viele Segler haben wir hier? Okay. Und auch die Motorbootfraktion ist hier vertreten. Ja, schön, okay. Schönes, buntes Bild. Paddler haben wir keine. Reine Paddler gibt es auch? Haben wir nicht. Gut. Ja, super. Ist auch Paddel. Gut, dann starten wir mal. Ich darf mich hier setzen, das ist das Schöne und Erholsame am ganzen Vortrag. Die nördliche italienische Adria. Okay, wir machen nur den Norden. Das hier ist die gesamte italienische Adria. Das sind natürlich viele Jahre, nicht? Über 40 Jahre an Erfahrung. Der Norden schlägt sich in diesen beiden Bänden nieder. Band 1 und Band 2. Band 1 geht von der Grenze von Slowenien bis Corte Lazzo, also kurz vor der Lagune von Venedig endet dieses Buch. Die Fortsetzung ist dann Band 2, wobei Band 2 sehr stark in das Hinterland geht. Denken Sie an die Flüsse. Für die Motorbootfahrer natürlich interessant, für die Segler nur mit dem leistungsfähigen Tender vielleicht das eine oder andere Ziel zu erreichen, aber nicht außerhalb der Möglichkeiten. Das Buch führt 300 Kilometer den Fluss Po bis Cremona beispielsweise. Und das war schon ein schönes Abenteuer. Gut. Was der Adria ab Monfalcone bis runter nach Santa Maria di Leuca, das Ende der nautischen Adria, gemeinsam ist, ist der Sand. Und das ist auch das größte Problem. Nicht? Denn die Einfahrten versanden, die Flüsse, die ins Meer münden, werfen jedes Mal neue Sandbänke auf. Und die Küstenlinie, wenn man sie anfahren möchte, scheint noch weit weg, ist dann plötzlich da und schon bleibt man stehen. Das ist noch die harmlose Variante. Also das Flache, das ist nun mal so auf der italienischen Seite, das ist auf der kroatischen Seite natürlich anders. Das liegt auch ein bisschen an der Strömung. Die Strömung geht auf der kroatischen Seite nach Norden und auf der italienischen Seite nach Süden. Also werden alle Schwebeteilchen, die aufgesammelt werden, unterwegs in Italien drüben abgelagert. Das ist der Sand. Die Flüsse, die dort münden, speziell im Norden, tun dazu noch ein Übriges. Okay. Seit 20 Jahren schreibe ich. Warum habe ich angefangen damit? Weil ich mit den Unterlagen, die es damals gab, von der nördlichen italienischen Adria, mit den Lagunen, den Flüssen und den Kanälen, nicht zufrieden war. Natürlich haben sich die Flüsse nicht verändert. Die gab es schon ewig. Gut, Venedig hat ein paar umgeleitet, okay. Und die Kanäle, die gibt es auch schon sehr lange.
Aber die ganze Infrastruktur, die hat sich doch immer sehr stark angeglichen an die Möglichkeiten. Viele alte Werften, die früher Holzboote gebaut haben, die gibt es nicht mehr. Die sind in den alten Karten alle noch schön drin und wären natürlich Anlaufpunkte, wenn man ein Problem hat. Aber das sind meistens im Verfall. Die neuen Anlagen dagegen, die es gibt, die erschienen zum Teil gar nicht in den Karten. Und das hat mich halt motiviert, anzufangen, darüber zu schreiben. Dieses Mal, im Gegensatz zum letzten Vortrag, den ich einfach von Ravenna aus hier durchgehen ließ, mit allen Flüssen, allen Kanälen und allem bunt gemischt, möchte ich das Ganze ein bisschen gliedern. Und zwar schlage ich Ihnen folgende Gliederung vor. Zunächst mal ein paar allgemeine Informationen, das braucht es immer, zur Einstimmung. Dann beginne ich mit der Küste. Zur Küste gehören auf der Seite der Adria die Lagunen. Dann kommen die Kanäle. Die sind nur zum Teil natürlich jetzt für Segler interessant. Und dann kommen am Schluss die Flüsse. Es gibt ein paar Flüsse, die man auch mit der Segeljacht befahren kann. Was ist jetzt anders in diesem Jahr als im letzten Jahr? Es gibt ein paar Änderungen auch in der Infrastruktur. Aber wichtig ist es, dass Friaul Julisch Venetien ein gemeinsames Marketing mit den Marinas macht. Und wenn sie ihr Schiff dort liegen haben, in einem dieser Häfen und über diese FVG-Karte verfügen, dann können sie in einer angeschlossenen Marina zum halben Preis als Transit hier übernachten. Also der Norden, Friaul, Julisch Venetien, das hier dargestellte, vielleicht kann ich es auch zeigen, genau hier, das hier dargestellte, hat ein gemeinsames Marketing. Hier haben sich die Marinas zusammengetan und arbeiten gemeinsam. Wenn Sie das Stück der Küste abklappern wollen und Sie sind tatsächlich in der Marina, zum Beispiel Aprilia Maritima liegend, dann können Sie in den anderen angeschlossenen Marinas zum halben Preis im Transit verbringen. Die Dimension des Reviers, das wir heute uns ansehen, ist eigentlich gar nicht so groß. Quergenommen sind es 195 Kilometer. 250 Kilometer Küstenlinie etwa. Italien hat fast 8000 Kilometer Küstenlinie. Auf diesen 8000 Kilometer Küstenlinie sammeln sich 160.000 Liegeplätze. Das wesentlich kleinere Kroatien beispielsweise liegt bei 130.000 Liegeplätzen. Also Sie sehen deutlich, wo mehr los ist, nicht? Gut. Die Schilderung ist heute genau anders als im Jahr davor. Ich habe deswegen die Schilderung einfach umgedreht und lasse sie entgegen des Uhrzeigersinns laufen, weil es sehr oft eben vorkommt, dass jemand von Lignano aus, von Grado aus in den Süden runterfährt, in die Lagune von Venedig. Dann ist es natürlicher, das Angebot, das ich hier zeige, als von Ravenna aus den umgekehrten Weg zu beschreiben. Ja? Da es die zweite Präsentation ist, die ich in dem Fall mache, wenn man sich beide ansieht, hat man beide Richtungen und kann schauen, ob es Unterschiede gibt zwischen dem letzten Jahr und zwischen diesem Jahr. Ein Stream lässt sich ja lange ansehen. Und der letzte Stream hat über 800 Klicks. Es sind jetzt nicht 800 Einzelpersonen. Ich gehe davon aus, dass viele das mehrfach ansehen und geblättert haben, welcher Teil für sie nur interessant ist und so weiter und so fort. Und dafür ist es ja auch gemacht. So, fangen wir an mit dem Wetter, Wind und Wetter. Hammer, ja. Hammer viel manchmal. Manchmal ein bisschen zu viel. Mit allem die Hauptwindrichtungen. Die Hauptwindrichtungen habe ich hier. Die sind eigentlich, oder die ein- und zusetzen, das ist die Bura von Kroatien her, gefürchtet. Dieser kalte Nordostwind. Oder der immer regenbringende Scirocco, der vom Süden herkommt. Während die Bora natürlich es schon von Ihnen verlangt, dass wenn Sie eine der kleinen Anfahrten hier ansteuern, dass Sie wirklich gezielt treffen, weil Sie wenig Möglichkeiten haben, bei richtig starkem Seegang und einem richtigen Sturm dann nochmal einen zweiten Anlauf zu machen, ist der Scirocco durchaus auch tückisch, weil er wirft einen weit größeren Seegang auf. Das sind ganz andere Wellen, die Adria hochschiebt und die sich dann da oben brechen. Und es gibt nur wenig wirklich sichere Einfahrten, die tief genug sind, auch bei heftigen Grundseen ein Aufsetzen zu vermeiden. Und wenn man sich das so anschaut, so als erfahrener Segler, Segler wissen ja,
was ein Landschaftsbild mit dem Wind macht. Dann ragt etwas hier stark in die Adria hinein auf der italienischen Seite. Das ist das Delta des Flusses Po. Und das sorgt dafür, dass bei einer Bora beispielsweise drehende Winde im Süden des Deltas entstehen. Also man hat dort keinen konstanten Wind, während im nördlichen Teil wunderbar mit einer leichten Bora ganz gut zurechtkommt. Hier sieht es dort ganz anders aus und Sie können heftig schlagende Segel erwarten und müssen sich ständig neu ausrichten. Am besten ist, Sie werfen die Maschine an und nehmen die Segel weg. Nach meinem Dafürhalten. Dass es auch sehr heftig werden kann und ganz furchtbar, das haben wir selber erlebt, in Porto Barcellege, das ist 20 Jahre her, fast 20 Jahre, da ist eine Windhose durch Bibione, also Bibione Pineda, gegangen und hat also alle Pinien abgedreht. Wir wussten gar nicht, wie viele Palmen es in Bibione Pineda gibt. Die hatten wir erst gesehen, als die Pinien weg waren. Und durch den halben Hafen. Und es gab zwar keine Toten, aber es gab schwer Verletzte. Es gab Menschen, die in ihrem Boot eingeschlossen waren und Diesel in die Lunge bekamen. Und der halbe Hafen sah aus wie im Krieg. Sie können sich das überhaupt nicht vorstellen. Und 2 Jahre lang lagen die Wracks dann noch im Hafen, bevor alles abgewickelt war. Das war so ganz schlimm. Ich sehe das im Fernsehen an einem Sonntag, sitze da am Nachmittag, schaue fern, sehe unseren Hafen, sehe, was da los ist. Und habe natürlich versucht, jemanden im Hafen zu erreichen. Das war sinnlos. Die Leitungen waren zu. Aber unser Boot lag ganz im Süden des Hafens und war davon nicht betroffen. Ein paar kleine Trümmerstückchen lagen da drauf. Also wir hatten Glück. Diese Windhosen, die es auf der ganzen Adria gibt, sind wirklich sehr gefährlich. Wer direkt in eine Windhose gerät, ist in Lebensgefahr. Können Sie in jedem Handbuch lesen. Wenn Sie mal die Gewalt erlebt haben und es Ihnen so dramatisch vorgeführt wird, dann wächst der Respekt. Wir lagen mal in einem Lokal in den Kornaten und draußen, nicht weit weg, zog eine Windhose vorbei. Und wir hatten panische Angst, dass die Richtung ändert und zu uns reinkommt. Das ist Gott sei Dank nicht passiert. So. Sonst würde ich wahrscheinlich diesen Vortrag heute nicht halten. Ich freue mich also, dass ich hier bin. Okay. Ganz wichtig ist es in einem Gebiet, welches sehr flach ist und über eine relativ hohe Tide verfügt. Also es gibt ganz andere Tidengewässer natürlich. Bei der Adria sind es hier im Norden 1 Meter bei dem. Macht aber viel aus. Es macht sogar bis tief ins Landesinnere viel aus. Wenn Sie den Fluss Stella hochfahren und etwa auf der Höhe von der Marina Stella, gibt es links ein Restaurant, liegen, dann merken Sie dort noch den Tidenunterschied. Also auch die Flüsse sind von der Tide nicht befreit. Der Tidenkalender zeigt Ihnen, wann Sie mit Ihrer Segeljacht möglichst unbeschadet eine der kleinen Einfahrten nehmen können. Das ist schlicht und einfach 1 Meter mehr. Manchmal, nicht immer. Und, jetzt werden wir dann gleich ins Diskutieren kommen, wichtig ist natürlich auch, dass Sie eine aktuelle Seekarte zur Verfügung haben. Und zwar in Papier. Ach was, ich habe meinen Plotter und ich fahre nach dem Plotter und das funktioniert und geht ganz gut. Und dieses lästige Papier hier, ich weiß gar nicht, wo ich es hinlegen soll, die Karten sind meistens viel zu groß für mein Boot. Hatten wir alles, dieses Thema. Bis wir erschrocken feststellten, dass also ganz in der Nähe von Bibione das italienische Militär. Das italienische Militär einen Artillerieübungsplatz hatte und also Übungen durchführte und man eine Menge nicht explodierter Munition dort im Wasser vermutet, wo wir vielleicht auch mal gern geankert hätten. Solche Dinge erkennt man natürlich auf der Seekarte und es gibt noch viel mehr Dinge, die man auf der Seekarte erkennt und die wichtig sind. Und nach dem jüngsten Artikel, ich darf geschwind aus dem Bild, bin gleich wieder da, das ist sehr unhöflich, aber lassen Sie es mich einfach zeigen. Es ist sehr wichtig, um das nochmal zu aktualisieren. In der jüngsten Boote, mal den Anfang, hier, kam heute, steht ein Artikel über ein Gerichtsverfahren
Zeiten, wo sich jemand nur auf seine Elektronik verlassen hat und selbst die schlecht verfolgt hat, schlecht gefahren ist. Aber er hat sich nur darauf verlassen. Entschuldigung. Havarierte, hat das Boot verloren und das Gericht hat ihm grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen, weil er sich eben nur auf seinen Blotter verlassen hat. Ein Blotter ist zwar toll, denn ich habe auch einen und bin gerne danach gefahren, aber die Seekarte habe ich immer bei mir gehabt und immer verglichen, ob das sein kann, was mir der Blotter zeigt und ob das sein kann mit dem Bild, das mir gegeben ist. Man sieht ja eigentlich immer was, nicht? Außer man fährt einmal quer rüber. Okay, habe ich vielleicht mal ein bisschen mehr als eine Dreiviertelstunde keine Sicht, aber man kann es ganz gut vergleichen. Also bitte, wenn Sie von der Versicherung einen Schaden voll ersetzt bekommen wollen, dann brauchen Sie eine Seekarte in Papierform und möglichst eine aktuelle bei sich. Wenn Sie die nicht haben, spricht Sie das Gericht schuldig und die Versicherung bezahlt nicht. In diesem Fall hier hat die Versicherung 80% des Schadens nicht beglichen. Der Schaden lag bei 245.000 Euro. Das ist natürlich ein herber Schlag ins Kontor. Was zeigen denn die Seekarten so? Auf was muss man achten? Ein paar Details habe ich hier. Die sind natürlich jetzt nicht unbedingt maßstäblich hier eingezeichnet, sondern nur eben als Hinweis darauf, dass es hier was Besonderes gibt. Ganz im Norden haben wir fast an der gesamten Küste zwischen Dresden und Monfalcone Muschelzuchtanlagen. Große, weit verbreitete. Die machen auch die Zufahrt zur einen oder anderen Marina richtig schwierig. Oder es gibt Naturreservate, die gesperrt sind, leider vor dem schönen Schloss Miramare. Und damit ist auch der kleine Hafen von Miramare nicht erreichbar für uns. Aber es gibt einen ganz tollen Ausweg. Fahren Sie einfach hier nördlich von Miramare bei Gricignano in diese Bucht, gehen Sie dort in die Marina, versuchen Sie dort einen Platz zu kriegen. Von dort aus führt ein Fußweg bereits durch den Park des Schlosses Miramare zum Schloss. Und Sie können in aller Ruhe sich das Schloss anschauen, den Park genießen und haben vorher die Sicht vom Meer her gehabt und die ist wirklich wunderschön. Es gibt natürlich noch mehr Reservate, wo man eigentlich nicht ankern darf, die man kennen muss, die man wissen muss. Und auf der Seekarte ist es gezeigt. Meine Präsentation hier beruht auf OpenSeaMap. OpenSeaMap lässt viele Lücken. Ist noch lange nicht so weit wie die amtlichen Seekarten. Ja, aber die holen auf. Also für OpenSeaMap ist ein großer Ölhafen von Trieste genauso eine Marina wie zum Beispiel die Marina von Monfalcone oder von Lignano oder so. Ja, also die Bezeichnungen müssen sich dann auch ändern. Sie holen auf. Was gibt es noch? Das ist jetzt die Stelle beispielsweise, die mit nicht explodierter Munition versehen ist und wo man nicht ankern sollte. Macht wahrscheinlich keinen Spaß, wenn man da was trifft. Ja. Die Kette angepasst, okay. Oder auch ganz interessant hier, und die wenigsten wissen das, es gibt vor Kaorle einen Taucherpark. Das liegt daran, dass der Meeresgrund an dieser Stelle eben nicht aus Sand besteht, sondern dass da Felsen rausschauen. Und diese Felsen locken natürlich Tiere an. Und das ist für Taucher interessant. Und man sollte sich auch an die Taucher von Kaorle wenden, die einen dann mit dem Boot mit rausnehmen und einen geführten Tauchgang mit einem machen. Also für Taucher ist diese Ecke ganz interessant. Übrigens auch die Ecke bei Miramare, dort haben wir Steilküste. Auch dort ist für Taucher sehr interessant. Es ist nicht so, dass die adriatische Seite, die italienische adriatische Seite hier für Taucher langweilig ist. Weit gefehlt. Und dann, egal, wenn Sie die Adria in der Gänze befahren, die italienische Seite, runterfahren nach Süden, Sie finden Fisch- und Muschelzuchtanlagen wie Sand am Meer. Das Ausbeuten des Meeres begann vor, dort oben, mehr als 20 Jahren und hat also heute einen Grad erreicht, der fast die gesamte Küste belagert. Ganz stark natürlich weiter unten Chioggia, Po-Delta und dann aber auch weiter in den Süden.
Also Sie finden in den Seekarten das Ganze eingezeichnet. Heute sind die nicht nur betont, sondern auch befeuert. Das ist sehr fair. Es gab ein paar Unfälle in der Vergangenheit, als sie noch nicht befeuert waren. Okay, heute ist das besser. Ja, Sie sehen hier eingetragene oder gezeigte Muschel- und Fischzuchtanlagen in der Nähe des Po-Deltas und vor dem Po-Delta und natürlich dann südlich des Po-Deltas hier bis zur Küste von Ravenna und ich kann es Ihnen sagen, ganz runter bis Santa Maria di Leuca. Jede Menge. Eingezeichnet sind die natürlich in aktuellen Seekarten und Sie können sich von vornherein ein Bild machen, welchen Kurs Sie nehmen müssen, auf was Sie achten müssen oder was vorbeiziehen muss, um zu wissen, ob Sie auf Ihrem Kurs sind. Okay, nach diesem Vorwort wird es jetzt interessanter. Jetzt springen wir zur Küste. Also wie gesagt, Gliederungspunkte, Küste, Lagunen, Kanäle, Flüsse. Jetzt haben wir Küste. Wenig bekannt ist, dass Italien noch einen Zipfel von Istrien hat. Das ist ein ganz wichtiger Zipfel. Er beginnt hier bei Lazzaretto, das ist hier ein Stückchen weiter als Muccia, direkt an der Grenze zu Slowenien. Und mit Muccia ist schon die größte Stadt hier genannt, die dort ist. Es gibt zwei Marinas. Das eine ist die San Rocco. Das ist übrigens die einzige Marina mit einer Bootstankstelle. Und dann kommt die nächste Bootstankstelle, wenn Sie den Bogen im Norden hier befahren, erst wieder in Grado. Monfalcone hatte noch, hat aber keine mehr. So, das ist jetzt der Blick auf diesen Teil. Sie sehen auch hier eingezeichnet von mir, nicht maßstäblich, aber einfach nur als Hinweis, Muschelzuchtanlagen hier ganz am Eck an diesem Kap. Danach ein paar Felsen, also nicht zu dicht ranfahren. Dann kommt Porto San Rocco, eine ganz mondäne, sehr moderne Marina, die eigentlich ganz gut liegen würde. Sie hat nur den Nachteil, dass die Bora voll auf diese Marina steht. Also auch wenn Sie hier hinter einer Mauer liegen, Sie kriegen das mit. Genauso ist auch Muccia davon betroffen, ein Stück weiter. Dicht bei Muccia waren früher zur österreichischen Zeit die Werften, die die österreichischen Kriegsschiffe gebaut haben, als Österreich noch eine Seefahrtsnation war. Da entstanden die ganzen Schiffe. Also der Golf, die Bucht von Triest, war für Österreich ganz wichtig. Und dann der nächste wichtige Hafen war Pula, weiter unten in Istrien. Wie sieht das aus? Lazzaretto an der Grenze zu Slowenien, das ist der kleine Hafen, das ist ein Verein, der diesen Hafen betreibt. Es gibt einen Slip. Ist nur interessant für jemanden, der ein kleines Boot ins Wasser bringen möchte. Es gibt keinen Liegeplatz dort. Man kann ihn nicht anlaufen. Das ist eine reine Vereinsanlage. Dann kommt diese Muschelzucht, die ja deutlich gezeigt wird mit diesen vielen Tonnen. Dann kommt Porto San Rocco hier unten. Sehen Sie, wie das aussieht. Die Tankstelle befindet sich hier auf dieser Mole. Dann kommt Muccia, der Stadthafen. Interessant, die kleine Stadt. Man kann dann hochgehen zu einer Kirche, hat eine schöne Aussicht. Es ist eine schöne Altstadt. Sehenswert. Wer noch nicht dort war, sollte es sich antun. Und dann kommt natürlich der Sprung rüber. Darf ich nochmal zurückgehen? Entschuldigung. Bevor man nach Triest kommt, gibt es natürlich noch ein paar andere Anlagen, die überwiegend natürlich von der Industrie benutzt werden in diesem Teil. Es gibt aber ein paar Yachtausrüster, die dort liegen, hinter dem Ölhafen, die man im Einzelfall Elektronik, Motor und so weiter anlaufen kann. Aber große Bedeutung für uns als Transitreisende vielleicht hat es jetzt nur dann, wenn man einen Schaden hat und telefonisch versucht, Hilfe zu bekommen. Sie sehen hier die Küste vollgepflastert mit den Symbolen für Marinas, überall schöne Segelschiffchen. So ganz so wild ist es nicht, wie es hier aussieht, weil OpenSeaMap also wirklich jedes Hafenbecken als Marina bezeichnet. Also es ist ein bisschen wirr. Gut, in Tatsache ist es bei Triest dieses Bacino della Sacchetta, welches die großen Marinas aufnimmt.
Und hier ist es die Marina San Giusto, die als Porto Turistico sie erwartet. Und ein wunderbares Restaurant auf dem Dach des Clubhauses hier bietet, mit einer guten Küche und mit einem tollen Blick über die ganze Bucht. Wenn Sie einen Landgang machen, und Sie machen diesen Landgang bei Bora zum Beispiel, dann sollten Sie Straßen meiden, die von Nord nach Süd führen. Sie glauben nicht, was Ihnen alles ins Gesicht geweht wird. Es ist wirklich unglaublich. Der Wind, der pfeift da durch Triest. Man hat auch den Eindruck, dass Triest für etwas ganz anderes gebaut ist, nicht mit den großen Regierungsgebäuden, die dort noch stehen. Tatsächlich war ja hatte Triest ein schlimmes Schicksal nach dem Zweiten Weltkrieg. War zunächst mal eine freie Stadt. Jugoslawien hätte natürlich gerne Triest geschnappt. Die Tschechen wollten Triest nicht hergeben. Es gab viele Interessen. Italien hat dann Triest wieder bekommen, aber Triest fehlte natürlich über eine lange, lange Zeit das gesamte Hinterland. Triest war eigentlich tot. Und das Einzige, was Triest einigermaßen gerettet hat, das war dieser Ölhafen. Es gibt von Triest aus eine Pipeline, die wo endet? Wer weiß es? Richtig, in Ingolstadt. Genau. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie die Weltkarte jetzt mal anschauen, wenn also ein Tanker da durch den Suezkanal kommt und dann Triest anläuft, dann hat er weniger Seemeilen zurückzulegen, als wenn er den großen Bogen über Rotterdam dann mit der Entladung macht. Okay. Heute sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Die Stadt lebt wieder, sie pulsiert. Sie hat einen schönen Teil urbanen Lebens, außer sie geraten in den Industrieteil. Das sieht natürlich ganz anders aus. Also bleiben Sie vorne, bleiben Sie in der Nähe dieses Yachtclubs, dieser Marina San Giusto, dort der Hafen, die ganze Bucht, da ist es eigentlich am schönsten. Gehen Sie dort etwas in die Stadt rein, nicht? Von Triest aus kam der Kaffee nach Europa, das merkt man heute noch. Die Küche ist nach wie vor österreichisch gefärbt, die es dort gibt, also die lange österreichische Herrschaft ist nach wie vor gegeben und schlägt sich nieder. Man könnte mehr sehen, was da angerichtet wurde oder was da verbaut wurde, wenn man unter diesem hohen Leuchtturm, 68 Meter bei Barcola, bei Triest, die ganzen Festungsanlagen besichtigen könnte. Dort ist der Fels und wir haben hier Fels, das ist dort so, wir haben ja Steilküste dort. Durchlöchert wie ein Schweizer Käse, mit unterirdischen Gängen, mit Befestigungsteilen, die alle heute keine Rolle mehr spielen, aber eben noch da sind. Dieser Leuchtturm liegt bei Barcola. Und Barcola hat ein paar sehr aktive Segelvereine, die Barcolana jedes Jahr durchführen. Und man sagt, da wäre der ganze Golf von Triest weiß von Segeln. Stimmt. Stimmt. Ganz schlimm bei Flaute. Ja, das ist also wirklich gigantisch. Der Blick dann oben von den Felsen runter ist ganz toll. Wir sehen natürlich jetzt hier auch einen Teil des Industriehafens, der immer mal wieder genutzt wird, wenn irgendwo eine Marina ein bisschen umbaut, neue Stege reinsetzt und so, dann können die Boote da reinlegen. Aber was Sie hier sehen auf diesem Bild, dass hier Yachten liegen, das ist nicht der Normalzustand. Das ist wirklich rein industriell genutzt. Und in diesem Teil, in Triest, in Monfalcone und in Ravenna, wirkt ein Land heute mit, das eigentlich sehr weit weg ist. Die Chinesen. Die Chinesen sind beauftragt, einen Weg zu finden, wie man die Eisenbahnanbindung effizienter gestalten kann. Das ist der Auftrag, den China hier versucht umzusetzen. Dann sehen Sie hier das Luftbild von diesem Bacino della Sacchetta. Wir sehen, wie groß es ist. Ich glaube, insgesamt gehen mehr als 2000 Yachten da rein. Natürlich jetzt auf der rechten Seite das Ölterminal, okay, ohne das geht es nicht. Das ist ein gewaltiger Teil von Triest, aber er muss sein, um die Stadt am Leben zu erhalten. Das ist schon ganz wichtig. Fährt man jetzt an dieser Küste weiter, dann ist der nächste Punkt, über den man mehr oder weniger stolpert, dieses wunderschöne Schloss Miramare.
von dem ich vorher erzählt habe, wie man dorthin kommt. Es gibt auf dem Weg dorthin ein paar kleine Hafenbecken, die sehen so aus, wie Sie es jetzt hier sehen. Das sind kleine Vereinsanlagen. Sie können mit einer normalen Segeljacht, also eigentlich diese kleinen Hafenbecken nicht anlaufen. Das sind keine Yachthäfen für Transit, vollkommen ungeeignet. Es gibt also viele dieser kleinen Anlagen dort, wie in der Perlenkette. Die großen Anlagen dagegen schon. Gritschnano zum Beispiel, das Sie hier unten sehen, zeigt, dass es auch ganz andere Anlagen gibt. Die bauen zurzeit ein neues Clubhaus, wird sehr modern, sehr schön. Aber am schönsten ist der Fußweg von dieser Marina eben durch den wunderschönen Schlosspark von Duino rüber zu diesem herrlichen Schloss, nicht Duino, von dem Schlosspark von Miramare, rüber zu diesem herrlichen Schloss Miramare, das wunderschön direkt am Meer steht. Seinem Besitzer und Erbauer hat es wenig Freude bereitet. Er starb in Mexiko. Okay, die Küste geht weiter. Und fast jeder Fleck ist natürlich genutzt an dieser Steilküste, um irgendwo auch ein Boot im Wasser zu lassen oder zu Wasser zu bringen. Die neueste Marina in diesem Bereich ist Porto Piccolo. Porto Piccolo entstand aus einem Steinbruch. Am Ende seines Steinbruchlebens wurde bereits so terrassiert, dass man also die Bungalows da reinsetzen konnte, dass das Hafenbecken entstand und eine gigantische, in den Fels getriebene Parkgarage. Es ist keine preiswerte Marina. Der Aufwand, der dort getätigt wurde, muss wieder eingespielt werden. Entsprechend sind die Häuser teuer. Auch das Übernachten mit dem Boot, der Liegeplatz ist nicht preiswert, aber die Anlage selber ist also wirklich atemberaubend. Ein Stück weiter ist dann die Bucht von Sistiana, wieder mit einer Marina. Dann kommt dieses Naturschutzgebiet, das man hier sieht. Und dann kommt Duino. Und dazu kommen wir dann gleich später. So, was heißt später? Hier ist es. Ne? Hier haben wir den Hafen von Duino. Er ist sehr klein. Und es gibt einen Polizeiposten da drin. Und die Polizei behauptet immer, es wäre ein Privathafen. Das stimmt nicht. Das ist ein öffentlicher Hafen. Sie können ihn anlaufen. Sie finden nur keinen Platz. Außer Sie rufen vorher in den beiden Restaurants, die es da gibt, zum Beispiel beim Cavalluccio, an und vereinbaren mit dem Wirt, dass er Ihnen einen Platz reserviert. Da drin liegt nämlich ein Fischerboot und an dem können Sie dann anlegen. Auch mit Ihrer Yacht, auch mit 3 Meter Tiefgang. Es ist an der Mole tief genug. Weiter links, hier wird es flach. Das Schloss ist ein Turn- und Taxisschloss, steht hoch über dem Hafen. Dann die Bucht davor, Sistiana, die wir vorher gesehen haben, und der dramatisch in den Fels getriebene Hafen und die ganze Anlage, das ganze Resort Porto Piccolo. Porto Piccolo ist natürlich eine gewaltige Untertreibung. So, schauen wir uns mal die Sehenswürdigkeiten aus der Nähe an. Schloss Duino kann besichtigt werden. War natürlich im Zweiten Weltkrieg auch eine deutsche Befestigung. Klein-U-Boote fuhren von da aus diesen Buchten, hat man versucht, die zu lancieren, hat nur schlecht funktioniert, aber in Triest ist ein solches U-Boot ausgestellt. Und der vorhin dauernd erwähnte Hafen Porto Piccolo sieht von Wasser aus so aus. Davor haben sie dieses Gewirr von diesen Muschelzuchtanlagen. Nur ganz links gibt es einen Weg in die Marina. Ganz links auf diesem Bild nicht mehr zu sehen. Das Bild zeigt eben den ehemaligen Steinbruch, wie er in den Fels getrieben wurde, in diesen Karst, wie er terrassiert wurde und wie die Häuser da, wie die Spatzennester da drin kleben. Und es gibt natürlich ein edles Hotel, alles First Class. Es gibt Liegeplätze, sie sind herzlich willkommen, man meint aber ihren Geldbeutel. Ist so. Der gewaltige Aufwand, der hier getrieben worden ist, muss sich bezahlt machen.
jede Marina, jede Anlage tut sich schwer, das Geld wieder einzuspielen, das da ausgegeben worden ist. Das trifft auch in Monfalcone auf jemanden zu, der ganz berühmt ist durch seinen Drink, Red Bull. Herr Mateschitz, nicht? Der hat nämlich die ganze Marina Hannibal gekauft. Hier, diesen ganzen Bereich, die Marina, die Insel und die kleine Marina hier draußen auch noch, den kleinen Hafen. Der ganze Bereich gehört also heute Red Bull oder Mateschitz und wartet darauf, aus dem Dornröschenschlaf geweckt zu werden. Die Anlage selber liegt natürlich ideal, ist sehr schön. Das Wasser ist auch tief genug, auch im Notfall bei Bohrer und so weiter anzulaufen. Das ist eine Marina, die hier im Anschluss an eine riesige Werft liegt. Hier wurden Flugzeugträger gebaut für die italienische Marine. Fincantieri, wenn das was sagt. Aber dieses Monfalcone bietet noch mehr, nämlich das Industriegebiet Lisert. Im Industriegebiet Lisert gab es früher einen Flughafen für Wasserflugzeuge. Das gibt es an der Adria im Norden sehr oft. Das sind lange, rechteckige Bahnen, die irgendwann mal gebaut wurden, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass man mal sehr große Flugzeuge auf dem Land landen lassen konnte. Und natürlich hatte das auch noch einen militärischen Sinn und einen militärischen Wert. Heute wird es fast überall genutzt für eine Marina. Ob das in Lignano ist, der Altstadthafen, nicht? Das war ebenfalls für Wasserflugzeuge gedacht, oder ob das hier in Monfalcone Lisert ist. Wie sieht es aus, wenn man die Gegend sich aus der Luft ansieht? Man sieht den typischen Dalbenweg. Man kann es gut erkennen, ja, auf dem Bild sehen Sie die weißen Dalben hier, die hier reinführen in diese Einfahrt. Und hier rechts, das sind die örtlichen Anlagen. Hier, wo die Italiener ihre Boote liegen haben und für jeden Liegeplatz, den sie beanspruchen, eine Lizenz erwerben müssen. Also man kann das schlecht als Marina erkennen. Gibt es zwar auch noch einen Teil eines Vereins. Er liegt in diesem Becken hier. Aber das andere sind freie Liegeplätze, die vom Staat oder von der Region hier vergeben werden und lizenziert sind. Laufen Sie in ein solches Gebiet und legen Sie irgendwo an, wo so ein Täfelchen, so ein weißes Täfelchen ist und da irgendwas draufsteht von Lizenz oder sowas, und Sie machen Ihr Boot dort fest, werden Sie auf einen wütenden Inhaber stoßen, nicht? Wenn der mit seinem Boot zurückkommt und seine Garage hier benutzt vorfindet. Das würde uns auch nicht gefallen. Also man sollte es nicht tun. Man sollte in eine wirkliche Marina gehen und dort einen Liegeplatz sich geben lassen. Versuchen kann man alles. Wie der Versuch dann endet, ist dann Glückssache. So, hier ist jetzt Fincantieri gezeigt, von dem ich vorher gesprochen habe. Die große Werft. Zur Zeit der Aufnahme, der Luftaufnahme, liegt jetzt hier kein großes Schiff. Sonst liegen hier wirklich Riesenapparate dort und werden entweder überholt oder sogar neu gebaut. Die italienische Marine lässt sehr viel dort bauen. Und die Italiener haben bei fast 8000 Kilometer Küste viel Marine. Wer weiter in den Süden fährt, stößt auf sie. Im Norden sieht man sie nicht viel. Garda Costiera, Garda di Finanza. Okay, sieht alles militärisch aus, ist aber nur im Ernstfall dem Militär zugehörig. Okay, und hier ist jetzt der Teil, der wirklich dem Herrn Mateschitz gehört hier, die Marina Hannibal mit der Marina Nova, das ganze Gebiet. Ja, genau, den Cursor sieht man nicht. Den Cursor sieht man nicht. Okay. Wir machen einen Stift. Sieht man jetzt? Dann machen wir mal einen Laserpointer. Jetzt. Jetzt. Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe immer einen Cursor gesehen hier auf dem Bildschirm. Es tut mir jetzt leid. Also sind ein paar Details einfach durchs Raster gefallen. Ich entschuldige mich dafür. Also, dieser ganze Bereich hier, Marina Hannibal, Marina Novo, ist heute in Privatbesitz. Interessant war auch vorher in Privatbesitz. Chinesisch. Ne? Hat man gar nicht mitgekriegt. Das Besondere an Marina Hannibal ist, wenn Sie dorthin fahren, auch mit dem Auto können Sie dorthin fahren, Sie kommen rein mit einem Zauberwort. Wenn Sie an der Pforte sagen, Solo per Mangiare, nur zum Essen, dann reißt er den Schlagbaum hoch und Sie können reinfahren. Es gibt dort ein Lokal, wo Sie durch die Küche gehen mit Ihrem Tablett
Kantinen ähnlich, könnte man jetzt denken. Aber Sie können in die Töpfe schauen, Sie können schauen, was da gekocht wird. Und die Frauen, die da fleißig kochen, preisen da ihre Ware, sagen, was sie da gerade kochen, was das ist. Natürlich schön auf Italienisch, aber italienisches Essen ist ja ganz gut bekannt. Und Sie laden sich das auf Ihr Tablett, was Ihnen gefällt. Die Getränke werden dann an den Tisch gebracht, da werden Sie bedient damit. Und die Speisen sind wirklich exzellent. Das Lokal liegt hier. Okay, also ich kann es empfehlen. Ja, gut, das ist jetzt das, die Hannibal. Die Hannibal hat früher zu den Marinas gehört, die einen guten Preis geboten haben. Das stimmt. Ja. Wie das sich künftig entwickelt wird, kann man natürlich nicht sagen. Aber die ganzen Marinas dort oben, auch im Lizard, die vielen, die es dort gibt, haben eigentlich moderate Preise. Man kann sagen, die teuersten Marinas liegen so bei 15 Meter, so bei 180 Euro für eine Nacht. Das ist Venedig. Ja, genau, genau. Oder Porto Piccolo, nicht, zum Beispiel. Und wenn Sie in die Stadtmarina gehen von Grado, dann haben Sie für das gleiche Boot mit 15 Metern nur 60 Euro. Also diese Unterschiede, die gibt es. Und Monfalcone ist eher bekannt für günstige Liegeplätze, auch günstige Dauerliegeplätze, auch für den Winter, auch Landliegeplätze. Die bieten einen ganz guten Service an, sind gut erreichbar. In der Nähe ist ein Flughafen, kann mit dem Flieger erreicht werden, ist auch von der Autobahn her gut erreichbar, ist also eigentlich ideal. Wie sieht das jetzt aus hier von der Küste her, wenn Sie den Teil befahren wollen? Fahren Sie nicht in diesen Golf von Panzano. Er wird sehr schnell extrem flach. Es gibt dort auch nichts. Es gibt dort Bereiche, die auf der Seekarte eingezeichnet sind, die für Wasserflugzeuge bestimmt sind. Warum? Dieser Kars ist ähnlich wie Istrien oder ähnlich wie die Inseln in Kroatien, natürlich auch dauernd von Waldbränden bedroht. Und Wasserflugzeuge landen dort oder starten dort durch, nehmen Wasser auf und löschen dann. Und wenn Sie ein solches Flugzeug über sich hier kreisen sehen, mit dem Ganzen dann nicht fröhlich winken, sondern schauen, dass Sie aus diesem Kreis rauskommen, denn der Seekarte da angezeigt wird, damit die ihren Auftrag erfüllen können. Sowas kriegt man wirklich nur mit dem Blick auf die Seekarte. Ja, was ich hier eingezeichnet habe, ist nicht maßstäblich, sondern nur ein Reminder. Ja, und wir haben hier auch dann den Fluss Isonzo. Da warnt ein großes Seezeichen weit vorne im Wasser davor, dass man nicht die Mündungen anfährt. Die Mündungen der Flüsse haben alle das gleiche Problem. Das Flusswasser transportiert Sediment, stößt jetzt auf das Meer und das Meerwasser steht. Für den Fluss, der hier ankommt, steht das Meerwasser. Also der Fluss wird abgebremst. Und wenn er abgebremst wird, hat er keine Kraft mehr, kann nichts mehr transportieren, das Sediment sackt ab und bildet Sandbänke. Die meisten Flüsse, die meisten Flussmündungen, ob ins Meer oder in die Lagune, sind versandet. Da gibt es ein ewiges Problem. Aquileia hat so ein Problem, die Stella hat so ein Problem. Nicht? In der Lagune von Venedig gibt es solche Probleme. Das gleiche Problem ist ja an diesem Fluss. Und deswegen gibt es hier einen Stichkanal von der Seite, der hier auf den Fluss führt. Denn der Fluss ist ein Stück befahrbar und führt dann zu einem Kanalsystem, das unter Litteraneo Veneto bekannt ist und die ganze Küste verfolgt bis ins Po-Delta. Wir kommen noch dazu. So, wir sind ja immer noch bei der Küste. Gehen wir jetzt weiter rüber Richtung Grado, also weg von der Mündung des Isonzo. Dann warnt auch dort ein Seezeichen vor der großen Sandbank von Fort Grado. Immer wieder gehen dort Yachten verloren, die einfach denken, es kann gar nicht sein. Aber wenn sie dort mal gefahren sind, ziemlich dicht an der Sandbank und sehen, dass die Fischer hier noch nicht mal bis zum Knie im Wasser stehen und ihre Vongole daraus glauben, dann glauben sie, sie sehen nicht richtig. Der steht für sie mitten im Meer, ja, und ist nicht mal bis zum Knie im Wasser. Also wirklich sehr flach, extrem flach. Wenn man sich an die Seezeichen hier hält, dann ist das kein Problem, dann ist man im sicheren Wasser. Wenn man versucht anzulanden, Sie sehen ja hier drin,
gibt es eine Marina, das ist ein Club, ein Verein, der betreibt tatsächlich in diesem unsicheren Gebiet einen kleinen Hafen, ein kleines Hafenbecken. Das sind kleine Boote mit Außenbau, die da drin sind. Und die Jungs kennen sie natürlich aus. Die wissen, wie sie fahren müssen, um unbeschadet hier das tiefere Wasser zu erreichen. Es gibt auch hier drin eine schöne Marina. Und dann kommt natürlich Grado. Und Grado bietet weit mehr. So sieht Grado dann vom Meer aus. Nicht? Das sind diese Dalben, die reinführen dann. Wenn Sie auf der Seite sind, auf der rechten Seite des Dalben, sehen Sie keine Nummerierung. Die Nummerierung, die wird nämlich hier getragen. Sehen Sie dieses Schildchen? Sie müssen immer das Schild des Dalben sehen, dann sind Sie auf der richtigen Seite. Es gibt auch Wasserwege in der Lagune, auch in der Lagune von Venedig, in den kleinen Lagunen, nördlich, Caorle und Bibione, die nur eine Dalbenreihe haben und nicht die Fahrrinne durch zwei Dalbenreihen bestimmen. Und da muss man eben auf das Schild achten. Jeder Dalben ist nummeriert, normalerweise. In Italien wird nie alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und auf der Seite der Nummer sind Sie auf der richtigen. So führt dann die Dalbenreihe dann eben nach Grado hinein. Die Tiefe, 3,5 und mehr, bei dem Ganzen sollte es auch ermöglichen, dass man nicht unbedingt beim Scirocco, aber bei einer Bora dort noch reinkommt. Ja, es kommt natürlich auch sehr stark auf den Tiefgang an und auf die Wellenbildung. Wenn Sie tiefe Täler haben, Riesenwellen haben, also bei Scirocco beispielsweise, würde ich auch gerade nicht mit der Segeljacht anlaufen. Da bietet sich was anderes an, nämlich Porto Buzo. Porto Buzo ist eine Einfahrt, die für Seeschiffe tief gehalten wird. Die Solltiefe liegt eigentlich bei 9 Metern. Sie wird nicht immer eingehalten und nicht überall. Aber es ist deutlich mehr als 5 Meter, die Sie hier erreichen. Und das führt also weit ins Innere. Wir kommen dann noch drauf. Also das ist die sicherste Einfahrt, die Sie hier im Norden haben. Also nach Monfalcone, das ich vorhin gezeigt habe. Wenn es schon sein muss, dass Sie in ein Lagunengebiet reinfahren, Monfalcone wäre das Erste. Bei Fincantieri dort, nicht, da ist es tief genug. Und eben hier Porto Buzo. Das Schöne an Porto Buzo erzähle ich dann nachher. So sieht die Einfahrt aus. Zwei lange Molen erstrecken sich hier ins Meer. Weil da draußen gibt es noch ein Seezeichen. Und dann geht es weiter von der Küste. Das Interessante sind ja eigentlich die Orte, nicht? Die Küste selber bietet nicht viel, die ist flach, ein Strich. Ja, und wenn man dem Strich zu nahe kommt, dann ist sie auch noch tückisch. Lignano, Capo Nord, Aprilia Marittima, jede Menge großer Häfen. Natürlich auch der herrliche Fluss Stella, die Marina Stella, Marano Lagunare. Es wird viel geboten. Ist die Einfahrt denn sicher? Nicht immer. Kommt darauf an, was Sie für eine Yacht haben, kommt auf Ihren Tiefgang darauf an und kommt und hängt sehr stark ab vom Wellenbild. Wir haben hier Tiefen von 2,80 Meter in der Einfahrt. Könnte passen, nicht, wenn es nicht nach unten geht. Im Wellental. Okay, diese Folie kommt jetzt im Großen, dann sieht man auch die Zahlen richtig. 3,60 Meter wäre in Ordnung, 2,90, 2,70, da kitzelt es mich dann schon. Man muss das wissen. Die Unterlagen, auch die Seekarten, zeigen unterschiedliche Ergebnisse. Gewollt ist natürlich eine 3,50 Meter Tiefe mindestens. Auf das sollte auch der Kanal innen gehalten werden. Aber die Natur arbeitet kräftig dagegen. Wie sieht die Einfahrt aus? So sieht es aus. Mit dem eigentlich ganz toll. Jetzt können wir wieder was zeigen. Wir haben jetzt einen Cursor, wir haben den Laser. Hier ist die erste große Marina. Von der aus hat man einen kurzen Weg raus aufs Meer. Von der Aprilia Marittima, die ganz weit hinten drin liegt, fährt man fast eine Stunde, nicht, bis man überhaupt das Meer erreicht, um dann festzustellen, oh, heute ist aber nicht schön. Ja, fahren wir wieder zurück. Okay, und hier ist dieser... Da vorne. Okay, ja. Gut.
Das ist ein guter Platz, da gibt es auch eine Tankstelle. Mhm. Und früher konnte man auch zollfrei tanken hier, nämlich im alten Hafen. Und man musste zum Beweis, dass man ins Ausland gefahren ist, dann die Anmeldung faxen von Kroatien. Das haben nicht alle getan. Darum haben sie diese Tankstelle dann dicht gemacht für diesen Service. Die Tankstelle selber existiert schon noch. Und als es diese Brücke hier noch nicht gab, die heute den Hafen, das Hafenbecken, das Zentrale hier überspannt, war das eben der Wasserflughafen. Nicht dieses rechteckige Becken. Und die Gäste sollten mit dem Wasserflugzeug hier natürlich in Scharen nach Lignano gebaggert werden. So hat man sich das vorgestellt. Die Wirklichkeit lief dann ein bisschen anders. Aber heute ist das ein sicheres Hafenbecken, ist knallevoll. Es gibt ein paar Servicebetriebe dort für Bootselektronik, Bootssattler und ähnliche Dinge. Aber das bietet jede Marina. Das ist gar keine Besonderheit. Weiter mit der Küste. Wir fahren weiter, verlassen jetzt eben die Einfahrt von Lignano, kommen in das Mündungsgebiet des Tagliamento und laufen um Bibione rum bis Porto Barcellige, bis zu der Einfahrt Porto Barcellige. Porto Barcellige ist die Einfahrt von Bibione Pineta. Das Gebiet dort, diese Täler, wie die es nennen, Walle, nennt sich Barcellige. Auf dem Tagliamento selber gibt es eine Neuerung. Das sieht heute ein bisschen anders aus als auf dem Bild, das ich jetzt gleich zeige. Die Zufahrt zum Tagliamento ist halt auch ein One-Hit-Wonder, nicht? Bei schlechtem Wetter. Entweder ich treffe sie oder ich strande. Sie ist eng, Sie sehen sie im letzten Moment, weil die Pfähle halt bescheiden sind bei dem Ganzen. Und wenn sie da ein bisschen daneben liegen bei dem, dann ist es meistens schon zu spät. Also wir haben hier mehrere Bergungen beobachten dürfen. Es ist nie schön, was dort passiert. Es geht viel zu Bruch. Die Einfahrten werden zwar freigehalten, man sagt immer, die baggern, aber die baggern gar nicht. Die Schiffe liegen da drin und spülen den Sand. Die Schiffe werden festgemacht, ein großer Pfahl wird durch den Schiffsrumpf geführt und rammt sich in den Untergrund, hält das Schiff fest und das Schiff spült mit drehender Schraube den Sand weiter. Das ist die effizienteste Methode, den Sand weiterzukriegen. Die Natur sorgt dann dafür, dass also die Arbeit nicht ausgeht. So sieht die Einfahrt aus. Hat sich aber jetzt ein bisschen verändert. Wir kommen dann nachher dazu. Sie sehen hier auf dem großen Bild, müsste man eigentlich sogar die Dalben sehen, die hier reinführen. Also es ist bescheiden. Es steht ein großer Leuchtturm da, ja, ein bisschen weiter weg. Ein Leuchtturm am Tagliamento. Er steht gut 150 Meter weg von der Mündung. Und Sie sehen die Dalben hier draußen. Das ist eigentlich die Einfahrt. Jetzt stellen Sie sich schwer das Wetter vor bei dem Ganzen. Das ist eine enge und sehr kleine Geschichte. Und Sie sehen hier vorne schon, da bricht sich das Wasser, da ist schon die erste Sandbank neben, direkt neben der Einfahrt, unmittelbar daneben. Die Bilder unten zeigen jetzt die Einfahrt von Porto Barcellige. Ist die gleiche Kategorie. Auch Porto Barcellige sagt im Prospekt und im Internet, sie halten das Ganze auf 3,50 Meter Tiefe. Wir sind mit der Yacht durchgefahren bei Hochwasser mit 1,70 Meter Tiefgang, Motorjacht mit 1,70 Meter Tiefgang, also schon ein schöner Oschi. Ich wollte eigentlich nicht dort rausfahren, aber der Eigner hat gesagt, das geht schon. Na gut, wir fuhren da raus und hatten tatsächlich 1,80 Meter beim letzten Dalben. Was wir dachten, jetzt haben wir es geschafft, ja, jetzt ist es vorbei, kein Problem mehr, jetzt können wir Gas geben. Ja, von wegen. Wurde es mir ganz anders. Hier sehen Sie jetzt ein solches Schiff, sehen Sie, mit der Baggerschaufel rammt er da diesen Pfahl rein, der wird durch den Rumpf geführt, hält dann das Schiff fest und mit laufender Schraube wird dann der Sand hier weggespült. Sie werden eingewiesen, wenn Sie sich nähern, wenn er Sie natürlich durch diesen Strom durchweist, wo er gerade den Sand hier spült, dann haben Sie den in Ihrem Filter. So, es geht dann weiter von Porto Barcellige aus, flache Küste, unscheinbar mit dem Ganzen. Es kommt eine Bucht, die Sie ja nicht anlaufen sollten. Porto Falconera ist sehr flach.
Da laufen viele Einheimische rein, Fischer, die sich halt auskennen. Die wissen, wann sie da durchfahren können mit ihren Außenbordern. Die fegen da rein und raus. Und man meint, okay, müsste schon gehen. Wir hatten einen Meter Tiefgang hier und sind hängen geblieben. Und mussten dann in der Stellung für den Trailer, also wo man eigentlich den Motor nicht laufen lassen kann, wo man dem Getriebe schadet, wieder vom Sand runterrutschen. Davor ist dieser Taucherpark. Hier sehen Sie ihn eingezeichnet bei dem Ganzen. Das ist das nächste Hindernis. Am besten ist, man hält sich frei. Überhaupt ist dort alles Badestrand. Abgetrennt durch Bojenketten. Sie sehen rote Bojen im Wasser, auch hier vor Kaorle. Und dürfen diese Linie nicht überschreiten mit dem Antrieb. Dort, wo keine Bojen sind, da kommen wir noch drauf, gibt es auch eine besondere Verhaltensweise. Dann kommt Porto Santa Margherita. Porto Santa Margherita ist eine der größeren Einfahrten, aber auch nur bei geeignetem Wetter richtig sicher zu passieren. Je nachdem, welchen Tiefgang Sie haben, würde ich so ab 2,50 Meter Porto Santa Margherita bei Scirocco nicht mehr anlaufen. Das ist jetzt die zu flache Einfahrt bei Falconera. Sie sehen hier die Fetzen hier rein und raus. Sieht toll aus. Hier gibt es ein paar Stege. Da ist das Wasser so 60 cm tief. Sehr einladend, weil es tolle Lokale dort gibt. Gute Lokale, Fischlokale. Sehr schön. Wäre toll, man könnte was draus machen. Aber es ist besser, man ist dort vorsichtig. Außerhalb ankommen, in ein Beiboot rein. Kann man. Es ist eine Einfahrt. Das können Sie. Aber nicht aus der Fahrrinne rausgehen, denn dort haben Sie den Badestrand und den Badestrand dürfen Sie nicht anlaufen unter Maschine. Sie können dorthin, ja, dann müssen Sie rudern. Macht Spaß mit dem Schlauchboot. Gut. So sieht die Küste dann aus, vom Wasser her. Kaorle natürlich, mit diesem eigenwilligen Kirchturm, der einer Bleistiftspitze ähnelt. Das ist ein runder Kirchturm. Er ist schief. Klar, wenn Sie noch einen schieferen Kirchturm sehen wollen, ein Stück weiter im Hintenland, in Porto Quaro, der ist dramatisch schief. Und auf Burano in der Lagune von Venedig sehen Sie noch einen. Das ist bereits der zweite. Der erste ist Ihnen schon eingestürzt. Also dieser nachgebende Untergrund, der sorgt schon dafür, dass die Kirchen hier sich dramatisch verändern. Er ist besonders. Wie gesagt, hier in der nördlichen Adria gibt es gerade mal zwei Orte, die den Campanile von Venedig nicht kopiert haben. Das ist Caorle und Medulin. So, wir sehen hier die Einfahrt hier von Porto Santa Margherita mit den großen Wellenbrechern. Die sorgen schon dafür, dass sie auch bei einer Bora da noch reinlaufen können. Nur bei Scirocco, wenn die Wellen also groß werden und entsprechend tief die Täler sind, wird es dramatisch. Und was Sie hier gleich erleben in der Einfahrt, ist eine Fähre. Die gibt es übrigens jetzt auch im Tagliamento. Und die Fähre hat Wegerecht. Die kann so wie eine Straßenbahn nicht unbedingt ausweichen. Weiter südlich davon kommt Eraclea Mare, liegt hier die Marina, unscheinbar an Land, hat keine Fluss- und keine Kanalanbindung, ist wirklich dort in den Sand gebaggert worden. Man hat eine Einfahrt, die genauso tückisch ist und vor 2 Jahren ist dort eine Yacht vor der Einfahrt verloren gegangen. Also immer wieder passiert es halt, one hit oder nicht, in diesem Falle war nicht. Und die gestrandete Yacht dort bei schwerem Wetter, die wird Ihnen kaputtgeschlagen durch die Wellen, es ist nicht zum Anschauen. Porto di Cortellazzo ist auch so, 1,50 Meter Tiefe in der Einfahrt. Ein Meter tief in der Einfahrt bei Ebbe, nicht einladend, obwohl es interessant wäre, dort reinzugehen, weil Sie dort auf Ursprüngliches stoßen, wenn Sie dort reinfahren können. Später bei den Kanälen kommen wir dazu. Dann kommen wir zur Piave Vecchia. Piave Vecchia ist eigentlich die Mündung des Flusses Sile. Warum heißt es dort eben Piave Vecchia? Weil Venedig den Fluss umgeleitet hat, der ursprünglich tatsächlich die Piave war. Die Piave mündet heute bei Caorle ins Meer und der Fluss Sile tatsächlich dort, wo heute Porto di Piave Vecchia steht. Jede Einfahrt in das Hinterland heißt Porto.
also Porto di Lido, Porto di Chioggia, Porto di Malamocco, Porto di weißer Teufel. Es hat nichts mit den Häfen oder Marinas zu tun, die da drin zu sehen sind. Dazwischen sehen Sie die Küste dann so, teilweise mit schöner Bewaldung, auf Sandgrund überwiegend. Und Sie sehen Sonnenschirme. Und das letzte Mal habe ich gesagt, ein Sonnenschirm ist ein Seezeichen. Ja, es wird sehr ernst genommen. Steht auch nur ein Sonnenschirm dort, ist das Badestrand, und Sie dürfen unter Maschine nicht an den Strand fahren. Sondern Sie müssen mit 300 Meter Abstand, örtlich ist der Abstand sogar noch viel größer zu halten. Es gibt örtliche Bestimmungen. Und Sie wissen ja, bevor Sie in irgendein Gewässer befahren, müssen Sie vorher kundig machen. Das lernt man ja beim Herrn Schierl. Genau. Also sobald Sie einen Sonnenschirm sehen, Liegestuhl oder irgendwas, ist es Badestrand und Sie dürfen nicht unter Maschine hinfahren. Und das Segeln geht schon gar nicht, weil Sie vorher stehen bleiben. Nicht? Vielleicht schon bei 300 Metern. Ja, kann man auch. Und dann hinsegeln, ja, mit einem besegelten Schlauchboot. Ja? Okay, geht ein bisschen langsamer, geht auch. Geht auch. Also wir haben mal eine Hamburger Yacht vom Strand weggeschleppt, die neben der Einfahrt von Porto Baselige versucht hat, den Strand zu erreichen. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Sie ging rückwärts wieder ins tiefe Wasser zu ziehen, Gott sei Dank, am Wasserschiebeschlag. Eine Segeljacht am Wasserschiebeschlag. Da hat man dann Angst um sein eigenes Boot. Aber man will ja helfen, da probiert man es halt dann ganz vorsichtig. Okay, die Skyline von Jesolo verändert sich von Jahr zu Jahr. Werden neue, noch höhere Häuser gebaut. Dramatisch, ganz toll. Das hier ist das Jesolo am Strand. Hat nichts mit dem ursprünglichen Jesolo zu tun, das ist weiter im Hinterland. Und wurde im Ersten Weltkrieg gewaltig zusammengeschossen. Dort war die Hauptkampflinie des Vordringens der Österreicher und der Deutschen. Und die Kämpfe dort waren also ganz furchtbar. Und vom alten Jesolo ist nichts Historisches übrig geblieben. Oder wenig, sagen wir so. Es gibt dann, wenn man ein Stückchen weiterfährt, diesen großen Leuchtturm. Der gehört zu Cavallino, der steht nämlich auf der anderen Seite der Einfahrt. Das ist Cavallino. Man sieht das hier unten, so nähert man sich an. Die Einfahrt selber ist jetzt besser geschützt, hat eine Mole, ist auch tief. Aber sie ist schmal und klein. Fahren Sie einfach ein Stück weiter, wenn es nicht anders geht. Da sieht es dann ganz anders aus. Da sind Sie dann nämlich im Porto di Lido. Dort haben Sie eine wirklich große, tiefe Einfahrt für Seeschiffe. Die ist gut gekennzeichnet. Sieht mit Ihrem Semaphor, der weithin sichtbar ist, so aus wie hier auf dem Bild. Und bringt heute eine Überraschung bei Scirocco, bei Südwind beispielsweise. Schließen sich die Fluttore. Das Projekt MOSE, M.O.S.E. modulares System, hier um die Lagune hier abzuschotten, um das Hochwasser nicht bis Venedig dringen zu lassen. Es liegen einfach große Kästen versenkt am Grund, die mit Pressluft gefüllt werden. Wenn Hochwasser zu vermeiden ist, dann aufsteigen und eine Barriere bilden. Und Sie sehen dieses Bild der NASA, das ist deswegen eigentlich so besonders, weil es einmal MOSE geöffnet zeigt und einmal MOSE geschlossen. Ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können, hier ist MOSE geschlossen. Hier sieht man die Sperre und die künstliche Insel, die hier in der Mitte entstanden ist. Und hier rechts, das ist der Nothafen dafür, den Sie bei schlechtem Wetter anlaufen und dann über eine Schleuse in die Lagune von Venedig geführt werden. Der Teil ist noch nicht in Betrieb. Aber die anderen beiden großen Anfahrten, Malamocco und Chioggia, sind bereits in Betrieb. Da fahren sogar schon Seeschiffe durch. Interessant ist, wie Sie ja vielleicht wissen, möchte Venedig die großen Kreuzfahrtschiffe draußen haben, weil der Sog, nicht der Wellenschlag, sondern der Sog dieser Schiffe die Fundamente beschädigt. Sehen Sie diese Inseln, die kleine Sanddünen waren, wo Venedig drauf errichtet wurde, sind dadurch geschützt worden, dass man Baumstämme in die Tiefe getrieben hat. Meistens Kastanien. Aber die Baumstämme sind nicht so dicht aneinander,
dass es keinen Zwischenraum gibt. Und wenn es ein großes Schiff Sog erzeugt und da durchfährt, wird zwischen den Stämmen die dahinter aufgefüllte Erde rausgesaugt, ja, und beschädigt die Fundamente. Das ist das Problem der großen Schiffe. Weil für diese Riesen, die heute oder bis heute da durchgefahren sind, wurde Venedig natürlich nicht gebaut. Die haben schon bedeutende Schiffe gehabt und waren eine Weltmacht. Ja? Aber das sah ganz anders aus damals als heute. Es gibt jetzt einen Wettbewerb, neue Ideen zu finden, wie man denn mit diesen Kreuzfahrtschiffen umgehen könnte. Und die große, weite Einfahrt nach Venedig bietet da natürlich schon eine Lösung an. Sehen Sie? Das ist zum Beispiel ein Vorschlag. Eine große Mole in der Einfahrt sorgt dafür, dass wir in diesem Fall hier 5 Kreuzfahrtschiffe anlegen können. Ich möchte dann sehen, wie die Inneren das machen. Das wäre sicherlich interessant, dazu zu schauen. Und dann wird halt ausgebootet und Venedig dann mit kleinen Fahrzeugen angelaufen. Das täte der Stadt gut. Sehen Sie, das hier ist dieser Hafen, dieser Nothafen. Und hier, das ist die Schleuse. Ja? Zwar ist das Sperrwerk bereits in Betrieb dort, aber noch nicht die Schleuse. So, fährt man weiter. Von Porto de Lido kommt man an der Haffinsel Lido vorbei nach Süden zur nächsten Einfahrt, die heißt Porto di Malamocco. Und Porto di Malamocco ist die Einfahrt für die Frachter. Für die Seeschiffe, die im Landesinnern von Venedig die Industrie bedienen. Öltanker, Chemietanker, auch ein bisschen Stückgut. Und dort ist natürlich die Schleuse so gebaut, dass auch Seeschiffe durch sie fahren können. Sehen Sie? Das ist die ganze Anlage. Das ist die stark veränderte Einfahrt von Porto Malamocco. Das ist die Seeschleuse. Der Leuchtturm steht weiter drin, den sieht man erst sehr spät. Aber Sie sehen, hier wird bereits ein Seeschiff durchgezogen, probeweise. Das funktioniert. Also hier ist die Schleuse bereits in Betrieb. Gerne hätte man jetzt gehabt, dass auch die Kreuzfahrtschiffe hier reinlaufen. Und die würden dann natürlich vom Hinterhof her, von Venedig, ja, von Mestre, von Marghera, von den Industrieanlagen, die sind wirklich, wirklich nicht schön, ja, von dort aus Venedig anlaufen. Das ist ähnlich, wie wenn man Venedig mit dem Auto anfährt und über diesen langen Damm darüber fährt, nicht? Man kommt im Hinterhof Venedigs an. Das hat Venedig nicht verdient. Venedig kann man nur mit dem Schiff anlaufen, nicht? Nicht über den Damm. Um Gottes Willen, ganz schlimm. Man ist von diesem Plan abgekommen, dass man die Kreuzfahrtschiffe diesen Weg nehmen lässt. Aber die Fährschiffe haben bereits verlegt und haben ihre Terminals schon in Fusina und nehmen bereits diesen Weg. Die großen Fähren nach Griechenland haben ein neues Terminal bereits. Okay. Fährt man weiter, gibt es Pellestrina als nächste Haffinsel, welche die Lagune von Venedig von der Adria hier trennt, und es kommt dann die Einfahrt Porto di Chioggia. Alles heißt Porto, wo es reingeht. Okay, da gibt es noch ein paar Marinas da drin. Wichtig ist, hier gibt es 2 parallele, kleinere Schleusen, die dafür gedacht sind, den Fischern, weil Chioggia nach wie vor eine der größten Fischereiflotten hat, das gleichzeitige Ein- und Auslaufen zu ermöglichen. Also möchte die Fischer so wenig wie möglich behindern. So, diese 3 großen Einfahrten sind natürlich sichere Einfahrten bei schlechtem Wetter und bei unruhiger See. Und was dann kommt danach, führt uns dann ins Po-Delta ganz rasch. Und da gibt es eigentlich nur eine Einfahrt, die erwähnenswert ist, und das ist die bei Albarella. Und selbst die würde ich also nur bedingt anlaufen. Die sagen zwar, 3 Meter halten sie bei der ganzen Geschichte. Ich würde es im Ernstfall nicht darauf ankommen lassen. Alle anderen Einfahrten sind genauso schwierig. Es ist halt so, dass die italienische Adria mit ihrem Sand ein richtiges Problem hat. Okay, Albarella sehen Sie hier oben und Porto di Levante. Man sieht dort sehr viele Segelschiffe liegen. Ich wundere mich, wie die dorthin kommen, weil der Weg von der Marina Albarella innen dann rüber zu Porto di Levante ist manchmal nur, je nachdem, ob wir Ebbe oder Flut haben,
mit 1,50 Meter nicht gerade geeignet, um eine Segeljacht da reinzukriegen. Aber es gibt viele Segeljachten. Also bei Flut muss es möglich sein. Die anderen Einfahrten, die es hier gibt, auch die große, wo eigentlich der Fluss Po direkt in die Adria geht, hier nämlich, an dieser Stelle, ist nicht zu befahren. Tun Sie es nicht. Fischer haben dort Stöcke ins Wasser gestellt, die man als Seezeichen gar nicht erkennt und die eine Art Fahrrinne bilden. Die Einheimischen wissen, wie sie fahren müssen. Es gibt eine sicherere Einfahrt, die ist weiter im Norden. Das ist der Fischerhafen von Pilat, führt aber nur zu einem gut ausgebauten Fischereistützpunkt. Sonst ist da nichts. Könnte man aber zur Not anlaufen. Ja? Porto Barricata, hier weiter unten, sagt, sie haben eine Tiefe von 3,50 Meter in der Mündung. Habe ich noch nie erlebt. Ja? Und die Sacca di Goro hier unten ist mit 2,50 Meter schon überfordert, diese große Bucht. Also Porto Barricata für Sportangler, für Motorboote, durchaus anlaufbar. Man fährt ein Stück dort rein und kann auch ein Stück von dem Po-Delta erleben. Wenn man mehr erleben möchte, bietet sich die Sacca di Goro an. Wir kommen dann aber noch dazu. Wie sieht es dann im Bild aus? Sehen Sie, das ist die Einfahrt von Arabella, die Einfahrt des Po, die Levante. Also ein Seitenarm des Flusses Po. Die Landmarke ist dieser Wasserturm hier, der etwa 300 Meter nördlich von der Einfahrt steht. Die Einfahrt ist hier, das ist die Mole. Links davon geht es rein. Es sieht zwar gut aus auf dem Bild, es ist eine gewaltige Mole, führt weit rein. Die Marina ist gut geführt, bietet eine Tankstelle, bietet jeden Service. Sie kommen aber nicht in dieses Feriendorf, außer sie haben sich dort eingemietet. Zu Fuß reingehen und besichtigen. Wir kamen nicht rein. Also bei uns haben sie das nur für Resident und Residents only. Ja, okay. Wenn die das heute jetzt geöffnet haben. Die Anlage selber schön, ja. Es ist halt nur so, diese Anlage liegt in Süßwasser, in einem Süßwasserbereich. Ne? Und das ist wie in Monfalcone. In Monfalcone, wenn Sie dort im Lisert liegen, in diesem Hafenbecken, das ich gezeigt habe, Industriegebiet von Monfalcone, dort münden unterirdische Flüsse in das Hafenbecken. Sie sehen das, das Wasser quillt richtig auf. Das ist also Süßwasser. Und stehendes Süßwasser ist das Laichgebiet der Sansari, der Stechmücken. Und auf der italienischen Seite, auch auf der kroatischen, ja, gibt es eben gerne Sansari. Man muss sich dort eben vorsehen. Es reicht ja eine solche Stechmücke nachts in der Kajüte, nicht? Die reicht. Da geht man nachts auf Jagd. Okay, das hier ist jetzt der Hauptarm des Flusses Po und die Mündung. Ja, im günstigsten Fall 1,50 Meter. Nicht geeignet für einen richtigen für die richtige Einfahrt. Wenn Sie den Fluss Po befahren möchten, dann gehen Sie bei Albarella rein, also Po di Levante, und fahren dann über den Canale Bianco, über den Po di Levante, dann bis zur Biconca di Volta Grimana und kommen über diese Schleuse dann in den Fluss. Ich zeige das aber noch, wir kommen noch dorthin. So, interessant ist die Sacca di Goro, eine große Bucht im Süden des Po-Deltas. Der Ort Goro selber ist ein Fischerort, ein sehr lebendiger, und deswegen werden die Einfahrten hier auch besonders behandelt. Die sind ganz toll mit Dalben gekennzeichnet und man läuft dort an auf ein weißes Licht zu. Es gibt eine Spezialkarte, ich kann mal geschwind aus dem Bild gehen, ich weiß, es ist unhöflich, aber ich würde es gerne zeigen. Gibt es extra eine kleine Karte, nach der man gehen kann, wo das Seezeichen mit dem weißen Licht der Anlaufpunkt ist. Und dann wird man in diese Bucht hineingeführt und hat eine Tiefe von 2,50 Meter im Normalfall. Das ist manchmal auch für eine Segeljacht ausreichend. Es gibt eine Marina, es gibt eine Tankstelle und es gibt eine berühmte Tochter von Goro. Sie ist aber leider gestorben, ne?
ist Milva. Die stammte aus Goro. So sieht das aus. Hier geht also dann ein Dalbenweg hier rein. Hier drin ist die Marina. Da ist der Ort mit den üblichen Restaurants, wo man eben frischen Fisch zu essen bekommt, mit der Tankstelle. Es gibt auch einen Weg hier rüber. Und in mancher Literatur steht, dass der Ort Goro, oder ich sage die Goro, keine Verbindung hat zum Po di Goro. Stimmt nicht. Es gibt in Gorino eine Schleuse, hier, die führt dann in den Seitenarm des Flusses Po. Und der Po di Goro bildet auch die Grenze, nicht? Da ist Venetien zu Ende und es beginnt eine andere Region. So, und diese Karte, wie sieht das aus? Hier sehen Sie das weiße Licht und Sie sehen hier diese Dalbenwege, die gekennzeichnet sind und die hier reinführen und Sie sicher in diese Bucht geleiten, die dann so aussieht. Der Leuchtturm steht also wie immer etwas weiter weg von der Einfahrt. Der Ort selber mit den Lokalen, hier am Abend da der Yachthafen und, wie gesagt, diese Schleuse, die dann rüber zum Fluss führt. Gehen wir jetzt weiter an der Küste entlang, dann kommen wir von Porto Garibaldi. Eine große Einfahrt, eine sichere Einfahrt. Über zwei Yachthäfen mit kleineren Einfahrten nach Ravenna. Ravenna ist natürlich ein riesiger Hafen. Hier ist überwiegend Stückgut. Trieste ist überwiegend Flüssiges. Ravenna hat überwiegend Stückgut. Hat eine gigantische Einfahrt und einen riesigen Kanal, der zur Stadt selber führt. Dieser Kanal ist aber für Sportboote gesperrt. Also Sie bleiben hier vorne in der Marina liegen. Hier, weiter kommen Sie mit Ihrer Yacht nicht. Die beiden Yachthäfen, die hier oben liegen, sind klein, die Einfahrten sind klein. Da trifft das zu, was an der ganzen Adria zutrifft. Bei schönem Wetter kann man reinfahren. Bei schlechtem Wetter sollte man die größere Einfahrt wählen, sie ist einfach sicherer. Porto Garibaldi, ein typischer Fischerhafen, der weiterführt dann und ein interessantes Ziel dann noch bietet. Die Marina degli Estensi bietet dann auch eine Tankstelle. Casal Borsetti, Sie sehen hier die Einfahrt bei schlechterem Wetter, nicht? Und die Marina Romea sind die beiden kleinen, die zwischen Porto Garibaldi und Ravenna liegen. Ravenna selbst im Luftbild sieht so aus. Sehen Sie hier unten. Dieses Gebiet ist riesig als Yachthafen. Das Gebiet auf der anderen Seite, hier legen die Kreuzfahrtschiffe an. Und der Kanal, der hier reinführt, ist ausschließlich für Seeschiffe gedacht. Landmarken sind diese Türme der Raffinerie. Sie sehen unten das Bild hier vom Yachthafen früh am Morgen. Ja, und zwei Sehenswürdigkeiten. Es gibt noch weit mehr natürlich. Klar bietet Ravenna, wie jede Stadt an der Adria, einen Reichtum an Vergangenheit. Damit haben wir jetzt erstmal die Küste bewältigt, die reine Küstenlinie. Und über die Besonderheiten der Linie gesprochen. Also es ist wirklich so, dass man doch bei Ravenna ist eigentlich nicht so interessant, als Garibaldi oben dann einfach interessanter, wenn man da reinfährt, habe ich es jetzt richtig verstanden? Ja. Ja, wenn man dort reinfährt, gibt es noch interessantere Ziele. Ja. Porto Garibaldi, richtig. So. Der nächste Punkt, wenn wir jetzt erstmal die Küstenlinie verlassen, dann gehört natürlich an dieser Stelle zur Küste gehören immer die Lagunen. Lagunen sehen aus wie Seen. Wir sehen nachher ein Stück Seekarte. Die Seekarte zeigt diesen See ganz anders als die Lagunenkarte. Da sieht man dann die Wahrheit. Also die Lagunen, die hier sich im Norden gebildet haben, sind natürlich schöne und sichere Bereiche. Sie sind verbunden durch Flüsse oder durch Kanäle, alle miteinander, ein dicht gewobenes Netz, 850 Kilometer Kanal, Fluss- und Lagunengebiet. Das ist weit mehr als Holland. Der größte Teil ist befahrbar. Nur mit den größeren Booten hapert es manchmal.
Weil die Lagunen, also die Kanäle, die früher gebaggert worden sind, schon zur römischen Zeit natürlich nur für kleine Lastkähne gedacht waren. Und als die Eisenbahn aufkam, war das Totenlied der Kanäle deutlich zu hören. Wurde also den Kanälen ganz, ganz schnell der Rang abgelaufen. Aber beispielsweise weit im Hinterland, der Mailänder Dom, wäre ohne die Kanalwege gar nicht möglich gewesen. Und viele, viele Bauten, die in Venedig stehen, wären ohne Kanalverbindung gar nicht machbar gewesen. Das ganze Baumaterial kam aus dem Hinterland. Ein Riesenunterschied jetzt vom Kartenwerk her ist, im Gegensatz zur Seekarte zeigt die Lagunenkarte ein gänzlich anderes Bild. Sie sehen die Lagune, wenn Sie es zum ersten Mal sehen, wie einen großen See. Gut, Lagune von Venedig, fast zu vergleichen mit dem Bodensee. Aber lange nicht so nutzbar. Große Teile der Lagune liegen bei Ebbe im Freien. Und Sie sehen dort die Salzwiesen, die Barene. Und das ist die eigentliche Kläranlage von Venedig. Die ganzen Salzwiesen filtern also im Wasser durch Ebbe und Flut in Bewegung gehalten. Alles aus dem Wasser, was Muscheln beispielsweise brauchen. Wir werden es dann gleich sehen. Spaghetti Vongole zum Beispiel. So, okay, ja. Die Voraussetzung jetzt zum Befahren der Lagunen ist nicht die Seekarte. Die Seekarte endet an der Küste. Die Seekarte stellt zwar jetzt die Lagune dar. Sehen Sie, das hier ist die Lagune von Venedig. Das hier ist Venedig. Und alles hier ist grünes Land um Venedig rum. Ich kann also zu Fuß nach Venedig gehen nach der Karte. Nein, nein. Bei Ebbe sieht es vielleicht so aus. Vielleicht so annähernd mit dem Ganzen. Aber tatsächlich zeigt nur die Lagunenkarte die Wirklichkeit, nach der man sich orientiert. Denn sie stoßen auf ein Gewirr von Dalben und müssen sich da zurechtfinden. Und wenn Sie sich vorher diese Übersicht nicht verschafft haben und Sie nicht vertraut gemacht haben mit den Wegen, die Sie befahren können und wo Sie hin wollen, dann wird es richtig schwierig, zumindest beim ersten Mal. Ja? Und die Dalben sind nicht zum Slalomfahren, sondern sie zeigen Ihnen den sicheren Weg. So, der Unterschied aber zwischen der Seekarte und der Lagunenkarte ist, die Seekarte ist aktuell. Sie zeigt das Projekt Mose. Sie zeigt hier die künstliche Insel und hier diesen Fluchthafen, den es geben wird. Das zeigt die Lagunenkarte zum Beispiel nicht. Die ist von 1986 und es hat sich ja bisher nichts geändert. Na gut, die Lagune ist nach wie vor da. Die Dalben stehen immer noch da. Die sind übrigens nummeriert. Also jeder Dalben, der dort eingerammt ist, trägt eine Nummer. Und er wird auch ersetzt, wenn er kaputt geht. Und die faulen die Dinger und gehen natürlich kaputt. Und es gibt Dalbenstraßen, wie Sie es hier sehen, mit doppelter Dalbenführung. Und es gibt Dalbenstraßen, die Sie hier sehen, mit einfacher Dalbenführung. Richtig sind sie immer dann, wenn Sie die Nummerierung erkennen. Dann läuft es. Wo dürfen Sie fahren in der Lagune von Venedig? Eigentlich fast überall, nur nicht nach Venedig rein. Also nicht in den Canal Grande, also nicht Canale Grande, wäre zwar grammatikalisch richtig, aber es ist ein Eigenwort, ein Eigenname. Nicht in den Canal Grande und nicht in die kleinen Kanäle. Das gleiche gilt für Burano und für Murano. Also Sie dürfen nicht in die historischen Zentren. Sie müssen versuchen, bitte? Auch nicht, auch nicht. Die Einzigen, die da drin fahren dürfen, sind Rudervereine. Die rudern da durch. Da gibt es festgelegte Zeiten und die dürfen nur zu ganz bestimmten Zeiten dann den Canal Grande queren und so weiter. Also auch das ist schwierig. Es gibt überall dann auch natürlich für die Motorbootfreunde Geschwindigkeitsbeschränkungen. Das ist aber nicht alles, sondern wir haben uns an die Geschwindigkeit gehalten, wurden trotzdem gestoppt, weil wir, naja gut, bei 10 Stundenkilometern, es ist Binnen, nicht? Das sind Stundenkilometer, bei 10 Stundenkilometern macht man schon eine ganz ordentliche Welle, gebe ich ja zu. Man muss halt auch mal nach hinten schauen, nicht? Was man da macht, was man da verursacht.
Und während also die Garda Costiere hier uns da zurechtgewiesen hat, dass wir zwar nicht schnell fahren, aber trotzdem eine große Welle machen und das eben nicht sein soll mit dem Ganzen, fuhren alle anderen um unsere Ohren rum wie die Blöden. Also eine Ausnahmegenehmigung für die Geschwindigkeit haben die Vaporetti. Vapore ist der Dampf. Also früher sind diese Wasserbusse mit Dampf angetrieben worden und das blieb. Die Vaporetti, die dürfen ihre volle Geschwindigkeit fahren. Aber die Wassertaxen glauben auch, sie wären Vaporetti. Und sind mindestens genauso schnell, nicht? Das dürfen sie eigentlich nicht. Die müssten sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Und diese wunderschönen Wassertaxen werfen halt in ihrer Halbverdrängungsfahrt, die sie da bieten, auch eine ganz ordentliche Welle. Etwa so, wie wir sie erzeugt haben, wo wir gestoppt worden sind. Also mit deutscher Flagge werden sie gestoppt. Mit Italienern sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Ist ja egal. Man wird nicht gleich bestraft in Italien. Man wird erstmal höflich darauf hingewiesen, dass man einen Fehler gemacht hat, dass es anders gehen muss, dass es hier Bestimmungen gibt. Und die sind sehr nett. Also so ist es uns immer passiert. Und wenn man ihnen dann noch beibringt, ja, wir sind jetzt sowieso gerade unterwegs und wollen zum Essen gehen. Ja, ganz toll. Essen ist in Italien immer eine ganz tolle Geschichte. Passiert in der Einfahrt Porto Buso, wo wir kontrolliert wurden von der Garda di Finanza. Und immer dann, wenn sie sehen, dass ältere, erfahrene Offiziere da drauf sind und junge, dann werden die ausgebildet. Und dann müssen die natürlich alles kontrollieren, was es gibt. Wenn sie eine Funkantenne haben, dann brauchen sie auch eine Funklizenz und das alles, ja. Alles. Da wird wirklich an Papieren, wenn Sie alles vorzeigen, da wird kontrolliert, ob Ihre Schwimmweste den Vorschriften entspricht, nach RINA, den Reflektor hat, ob Sie da eine Schwimmleine dran haben mit 50 Meter und das ganze Zeug. Dann geht es richtig rund. Außer Sie sagen, Sie möchten eigentlich zum Essen fahren. Dann ist das Ding sofort vorbei. Weil das wollen die nämlich auch. Darum liegen die nämlich auch dort. Das ist manchmal schon lustig. Es wird, wie gesagt, halt nichts so heiß gegessen in Italien, wie es gekocht wird. Und als Tourist wird man normalerweise sehr höflich und sehr angenehm behandelt. Und wie man in den Wald reinruft, nicht, so schallt es halt dann manchmal auch zurück. Okay, wir sind jetzt bei den Lagunen angekommen und fangen wieder im Norden oben an. Natürlich gibt es zwischen Triest und Monfalcone keine Lagunen. Da haben wir Steilküste, da haben wir den Karst. Da haben wir wirklich eine malerische Steilküste, sieht toll aus. Erinnert einen manchmal an ganz anderes Meer. Aber in Monfalcone ist dieser Spaß zu Ende. Da wird es flach. Und hier vor Grado breitet sich die erste Lagune aus. Was ist das Besondere an den Lagunen? Früher sind die Italiener gar nicht rausgefahren aus dem Meer zum Fischen. So wie wir das kennen von der Nordsee und der Ostsee. Dass sie da diesen harten Job haben und da raus müssen bei schlechtem Wetter und hohem Seegang. Und ihre Netze da hatten und alles. Die haben Teile der Lagune gesperrt, haben gewartet, bis die Fische groß genug waren, haben sie rausgeholt. So läuft es heute noch mit dem Ganzen. Die Lagune von Grado hat eine Besonderheit. Und das ist diese Insel hier, das ist eine Klosterinsel. Die kann mit dem Motorboot befahren werden. Ja, was haben wir für eine Tiefe? 1,50 Meter für die meisten Motorboote, die im maximalen Fall einen Meter haben. Auch die Motorjacht. Oder überschreitet es selten. Beim Meter scheiden sich die Geister. 10 Meter Yacht, 12 Meter Yacht liegt beim Meter höchstens 1,10 Meter. Man kann dorthin fahren. Man hat allerdings als großes Fahrzeug ein Hindernis. Und das ist diese Drehbrücke hier, die den Damm, der vom Land her kommt und Grado mit dem Festland hier verbindet, unterbricht. Die wird von einem Herrn, der sich Malusa nennt, einmal am Tag geöffnet, wenn sie angemeldet sind. Und dann fahren sie durch und dann sind sie im anderen Teil. Und was dann mit ihnen passiert, entweder sie kommen nächsten Tag wieder zurück oder sie schauen, dass sie irgendwo einen Ausweg finden. Den gibt es schon. Den gibt es schon. Okay, also Barbana, diese Klosterinsel, kann man sich ansehen. Okay, es gibt eine Menge Marinas, wenn man hier reinfährt. Und es gibt weite Wege, die nach hinten führen. Unter anderem zur Marina Aquileia. Eine ruhige Marina liegt ein bisschen abseits. Man liegt sehr geschützt da drin und hat das Problem, über die Natissa, das ist nämlich der Fluss, der hier in die Lagune führt, auch wieder rauszukommen. Weil dieser Fluss, unanständig wie alle Flüsse sind,
seine Sandbank genau dort bildet, wo das Wasser des Flusses, das sich ja bewegt, auf das stehende Wasser der Lagune trifft und dort sinken die Sedimente zu Boden. Also sie haben immer das Problem, hier diese Sandbank an dieser Stelle wegzukriegen. Wenn man hier rein möchte, muss man schon schauen, hat einen Blick auf den Tidenkalender, bei Hochwasser rein hat man einen Meter mehr, dann geht das ganz gut. Barbana, hier auf dem kleinen Bild, das ist hoffentlich gut zu sehen, sieht man jetzt die Klosterinsel Barbana. Die hat einen kleinen Hafen, ein kleines Hafenbecken, wo man anlegen kann. Es gibt ein kleines Restaurant dort. Man kann sich die Kirche ansehen, die natürlich nach einer Legende entstanden ist. Ja, dort wurde eine Heiligenfigur angeschwemmt und das hat dann gereicht, dass man eine Kirche gebaut hat. Solche Geschichten gibt es sehr häufig am Meer, auch auf der kroatischen Seite. Irgendwie ist vielleicht auch mal irgendwas dran an der ganzen Geschichte. Egal wie, der Glaube versetzt hier Berge. Wäre interessant mal gewesen zu sehen, wie das ganze Baumaterial hier durch die Lagune auf diese kleine Insel kam. Natürlich ist Grado selber sehenswert mit der Altstadt. Viele, viele Lokale, viele Geschäfte. Es gibt eine moderne Einkaufsstraße. Es gibt das alte Zentrum, das historische. Es gibt Ausgrabungen. Das ist sehr interessant. Es gibt eine besondere Fischsuppe dort, in dem ganzen Gebiet. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache bei dem Ganzen. Und es gibt eine Bootstankstelle außerhalb von dieser Drehbrücke, hier in Porto San Marco. Gute Lokale findet man in Porto San Marco, in der Marina, oder auch Porto San Vito. In Porto San Vito erlebt man dann dramatische Sonnenuntergänge über die Lagune, wenn man da sitzt. Das ist wirklich sehr schön. Die Küche ausgezeichnet, zumindest wir haben sie genossen. Uns hat es dort immer gefallen. Wenn man nach Grado fährt, kann man, wie gesagt, sehr günstig liegen. Und zwar fährt man hier direkt in die Stadtmitte und fährt dann bitte in diesen linken Teil. Der rechte Teil ist für die Fischer, in den linken Teil. Dort sind die Transitplätze. Von der Lega Navale werden diese Plätze betreut und auch vergeben. Und für 15 Meter 60 Euro, das ist also angemessen, nicht? Weil ein 15 Meter Schiff selten zwei Personen hat, da sind meistens mehr drauf. Und dann teilt sich das locker auf, dann ist das gar kein Problem. Natürlich ist gerade das Zentrum Tag und Nacht lebendig. Ist halt ein bisschen laut. Ja. Trink mal ein bisschen mehr Rotwein, dann klappt das schon. Die Anästhesie ist manchmal wichtig, okay? So, wie schaut das aus im Bild? Sie sehen hier diese Heiligenfigur, die den Weg zeigt. Also gibt es nochmal in der Nähe von Venedig sowas Ähnliches. Malerisch. Porto San Vito. Links ist das Hotel, hier oben ist das Schwimmbad drauf und hier sind die Anleger. Bei Ebbe fehlt da ein Meter, nicht? Und je nachdem, wie Sie jetzt anlegen, wenn Sie schön mit der Badeplattform anlegen bei dem Ganzen, stehen Sie dann da. Und ohne Gangway, ja, wird das dann ein sportlicher Akt. Man kann aber das Boot auch umdrehen. Liegt dann mit dem Bugkorb dort und kommt dann besser an Land. Oder es gibt einen Schwimmsteg. Ja, bitten Sie doch den Marinero, dass Sie an den Schwimmsteg dürfen. Dann haben Sie gar kein Problem. So. Früher gab es sehr viele Werften, die diese Holzschiffe gebaut haben, die für den Transport von Waren verwendet wurden. Die Carolina ist eine ganz besondere Art eines großen Transportschiffes aus Holz. Lange Zeit verfaulte hier dieses Wrack in der Lagune von Grado. Und zurechtfinden tut man sich in den Lagunen nach diesen Wegweisern. Na, fast wie auf der Straße, nicht? Ich kann mich gar nicht verirren. Man kann sich verirren. Glauben Sie es mir. Man kann. So, Stadthafen Grado, Lega Navale. Okay. Man sieht es besser auf dem Luftbild hier. Sehen Sie diese drei Segeljachten? Die liegen an den Transitplätzen der Lega Navale. Der kommt am späten Nachmittag und kassiert. Man hat Wasser, man hat Strom. Man kann sogar duschen, da muss man im ganzen Hafenbecken rumgehen, wenn man möchte. Ja, also, und man ist mittendrin.
Dann gibt es natürlich Porto San Vito, gleich wenn man reinfährt, hier auf der rechten Seite gelegen. Das ist das mit dem Schwimmsteg, den Trick sollten Sie sich merken. Da tut man sich viel leichter. Lassen Sie sich nicht an diesen Betonstegen dahin, an die Betonmauern dahin führen. Fragen Sie nach dem Schwimmsteg. Und die Marina San Marco bietet besondere Liegeplätze für Katamarane. Die sind allerdings dann nicht auf der Seite des Dammes, sondern da muss man dann mit dem Beiboot rüber. Die sind auf der Insel hier in der Lagune. Hier, das sind die. Okay. Fährt man jetzt die Lagune weiter, die Lagune von Grado, führen die Dalbenwege, wenn man die Lagune quert, hinüber in die Lagune von Marano. Man könnte auch sagen Lagune von Lignano, nicht? Das wäre vielleicht für uns treffender. Nein, der Teil heißt Lagune von Marano. Ist es zu befahren, kommt man darüber. Es gibt leider einen Teil hier des Stichkanals, der sehr flach wird, der naja, mit 1,50 Meter Normalstand bei Flut vielleicht noch mit 2 Meter Tiefgang zu bewältigen ist, gerade so. Für Motorjachten spielt das keine Rolle. Man muss halt schauen, dass man nicht gerade bei Ebbe durchfährt. Ja? Aber man kann hier durch. Man kommt durch, man fährt innen in ruhigem Wasser, man fährt innerhalb der Dalbenstraßen, die hier abgebildet sind. Hier sehen Sie es ja. Hier ist Open Sea Map ja Gott sei Dank sehr ins Detail gegangen und zeigt das. Das ist sehr schön. Wie sieht das aus, wenn man dort fährt? Das sind lauter kleine Inseln, die im Privatbesitz sind, die sogar kleine Häfen hier haben, kleine Hafenbecken, ihre Schilfhütten, die nicht mehr neu gebaut werden dürfen. Nur das, was es gibt, muss erhalten werden. Und natürlich gibt es eine Geschwindigkeitsbeschränkung und verbunden mit der Geschwindigkeitsbeschränkung die Bitte, keine Wellen zu machen. Ja, das ist schon mehr als eine Bitte, aber es ist schon sehr anständig, wenn man versucht, die Anlagen dort zu schützen, die es gibt. Und jetzt kommen wir zur Bewirtschaftung der Lagunen. Sehen Sie, so sieht das heute aus. Man sieht es wenig, wenn man da durchfährt. Sieht man vielleicht ein paar Boote vom Fischer und vielleicht auch mal so ein Schleusentor wie hier und weiß gar nicht, was sich dahinter verbindet. Im Winter werden diese Schleusen geöffnet und die jungen Fische gehen rein in diesen Teil und irgendwann wird zugemacht und dann werden die Fische irgendwann mal sortiert in diese verschiedenen Aufzuchtbecken, die es hier drin gibt, soweit man das mit Keschern kann, mit dem. Dort lässt man sie wachsen, dann holt man sie raus und verkauft sie. Das ist der Fischfang im Lagunenbereich. Der läuft also in den Lagunen und nicht auf dem Meer. Sie sehen aber genug Fischkutter draußen auf dem Meer. Ja, nur Italien schafft also heute die Menge an Fisch für das traditionelle Essen nicht mehr ohne gewaltige Importe. 80% des Fisches, den Sie in Italien essen, ist importiert. Der selbstgefangene Fisch aus der Adria wurde weniger, hatte sich erholt durch den Krieg von Jugoslawien. Da war dann mal Ruhe, da haben sie Bestände gewaltig erholt. Und jetzt ist, glaube ich, alles wieder im normalen Bereich. Allerdings haben die Fischfangflotten sich gewaltig verändert. Es gab eine Prämie, diese Fischereiboote aufzugeben, die Fischerei sein zu lassen. Wenn man jetzt weiterfährt, habe ich gesagt, von der Lagune von Grado, dann kommt man in die Lagune von Marano und wird gleich empfangen mit zwei Lokalen, wo es herrlichen Fisch gibt. Das eine heißt Ai Fiori de Tappo, das liegt hier. Und das nächste, malerischere eigentlich, ist der Ai Chiodi hier auf Anfora. Die Insel Anfora liegt, wenn man in die Einfahrt Porto Buzo hineinfährt, auf der rechten Seite und trug früher ein kleines Fischerdorf mit einer Schule und einer Garnison. Warum? Das war der österreichische Teil. Die Grenze verlief genau durch diese Einfahrt. Auf der anderen Seite war Italien. So, Ai Chiodi. Ai Chiodi schließt am Abend, am späten Nachmittag, also Abendessen hier ist nicht. Aber über Nacht dort bleiben ist sehr schön. Sonnenuntergang über Lagune. Vom Wirt sich noch eine Flasche geben lassen, die er mit aufs Boot nimmt. Eine tolle Geschichte. Wir sind gerne immer dort gelegen und haben das sehr genossen. So sieht das dort aus. Das ist also die Insel Anfora, Ai Chiodi, hier unter den Bäumen.
sind diese Tische. Die Anlegemöglichkeiten wurden stark erweitert, weil eben der Zulauf sehr stark ist. Am Wochenende natürlich die Einheimischen, die darüber brettern und dort eben auch Fisch genießen wollen, ganz toll. Und das Gleiche ist zu finden, ein Stück weiter eben, Al Fiori de Tapo. Wenn es keinen Liegeplatz mehr gibt an der Insel Anfora, dann ankert man außerhalb des Fahrwassers, das ist dort noch tief genug, über 3 Meter, außerhalb der Dalben. Nur der Grund hält nicht sehr gut. Also bei starkem Wind sollte man es nicht tun. Und setzt dann mit dem Beiboot über, das geht auch. Und der Fisch, letztes Jahr habe ich ihn auch schon gezeigt, er ist immer noch frisch. Das ist jetzt ein Rombo, ein Steinbutt mit Polenta. Schmeckt herrlich. Ist ganz toll. Den richtigen Wein mit dazu, zu dem Ganzen. Und dann natürlich nicht mehr Boot fahren, sondern dort übernachten. Das Ganze genießen, die Insel auf sich wirken lassen. Auf dem Inselchen spazieren gehen. Ja. Und am Abend, wenn dann alle weg sind und so, dann kann man dort auch im Hafenbecken durchaus baden. Gar kein Problem. Hier haben wir wieder das typische Bild, wie diese Dalben aussehen, wobei das eine Besonderheit ist. Diese Konfiguration hier mit den verschiedenen Dalben und einer längeren Dalben in der Mitte nennt sich Dama. Und an einer solchen Dama trennt sich das Fahrwasser. Also eine Kreuzung wird angezeigt durch eine Dama. Wie man hier sieht. Hier ist auch noch beschildert, fairerweise, finde ich ganz toll. Ja. Und wenn man jetzt da reinfährt, nach Marano beispielsweise, dann sieht es dort so aus. Marano Lagunare ist ein wunderschöner kleiner Ort am Rande der Lagune auf der Festlandseite. Dalbenweg führt durch die ganze Lagune dorthin. Es gibt eine Marina dort, wo man anlegen kann. Und Marano Lagunare hat noch einen Turm aus der Römerzeit. Und ein großer Mondfisch wurde dort gefangen, der ist dort ausgestellt. Mondfisch wurde an der Küste gefangen, direkt in der Einfahrt. Mondfisch wird oft verwechselt mit einem Hai. Es sieht auch ganz ähnlich aus, nicht? Nee. Es ist die Flosse. Die Flosse des Mondfisches ragt aus dem Wasser und sagt, ah, Hai, wenn Sie das sehen. Aber er schwimmt viel zu langsam, ein Hai ist ja schnell. Ja? Aber wird oft verwechselt, also die Flosse wird oft verwechselt mit der... Ich hatte eine Haisichtung, ja? Kann auch ein Mondfisch gewesen sein. Okay, und da gibt es halt ein Dorffest. Sie sehen, das ist ein bisschen historisch und ein Fischerfest. Und das ist wie bei uns auch. Große Zelte, die dort aufgebaut werden. Und da gibt es Calamari Fritti und frittierten Fisch und alles diese ganzen Geschichten bis zum Abwinken. Und natürlich immer diesen Tokai, diesen Weißwein, der sehr tückisch werden kann. Einfahrt Lignano, die man dann erreicht, war zerstört, ist wieder aufgebaut worden, da dieser Steg zum roten Leuchtturm, zum roten Feuer. Marina Punta Faro, wer liegt in der Punta Faro? Heimatgefühle? Ja. Ja? Okay. Dann gibt es noch weiter drin eben, mit einer Stunde Fahrt durch die Lagune, den Komplex Aprilia Marittima. Bietet viele, viele Liegeplätze, auch Landliegeplätze. Landliegeplatz mit besonderem Service, ja, Landliegeplatz, wo sie auch Strom und Wasser haben und Stege, sodass sie hier auf dem Boot tatsächlich auch wohnen können, wenn es an Land steht. Wenn sie jetzt aber glauben, dass sie besonders sicher sind, weil sie hier im Hinterland sind, dann ist das ein Irrtum. Starke Gewitter und auch diese kleinen Tornados, die gehen auch bis in die Aprilia Marittima. Die Marina Stella liegt im Fluss Stella, hier, weiter drin. Bei dem liegt malerisch, daneben ist Piancada, das ist ein Flugfeld, da kann man Rundflüge buchen. Wer dorthin zum Essen geht, ist gut beraten. Das Lokal in Piancada, direkt am Flugfeld, hat eine fantastische Küche. Wenn Sie jetzt aber, ja, Piancada ist das Flugfeld daneben, also ein Flugplatz. Und das Lokal ist dort an dem Flugplatz. Wie das jetzt heißt, welchen Namen das hat, kann ich jetzt im Moment ein bisschen nachschauen. Ja. Aber es ist ein Geheimtipp. Wenn Sie natürlich mit dem Boot unterwegs sind, dann werden Sie vermutlich gegenüber dieser Marina Stella im Restaurante Al Fiume Stella
sich einen Liegeplatz suchen und dort zum Essen gehen. Ist auch nicht schlecht, war früher mal ursprünglicher, ist etwas hochpreisig. Also wenn Sie können, fahren Sie rüber nach Biancada. Wäre mein Tipp. So, hier sehen wir jetzt ein bisschen mehr von dem Lagunengebiet, das als nächstes kommt, nämlich die Lagune von Bibione und Caorle. Die hängen alle zusammen. Man kommt also aus der Lagune von Lignano, also aus der Lagune von Marano über einen Kanalweg, da kommen wir nachher noch dazu, rüber, auch in die Lagune von Bibione, Lagune von Caorle und von da aus bis in die Lagune von Venedig und bis ins Po-Delta. Alles kein Problem. Binnenwege führen Sie überall hin und Sie haben das Schöne an diesem Revier, dass Sie mit dem geeigneten Boot eigentlich immer fahren können, unabhängig vom Wetter. Wenn es draußen auf dem Meer kachelt, sucht man sich halt ein Ziel, das innen liegt. Ich gebe zu, mit der Motorjacht und mit dem Motorboot leichter erreichbar als mit dem Segelschiff. Aber auch ein Segelschiff bietet Möglichkeiten, auch dort kommt man eigentlich voran. Wenn man jetzt hier reinfährt, Porto Baselige, dann gibt es hier das Lokal Casoni, das hat einen Anleger. Manche legen dort an und lassen sich das Essen dort auch servieren. Das machen die. Natürlich eine besondere Schau mit dem Ganzen. Die Marina heißt Porto Baselige. Baselige ist eigentlich die Landschaft dort. War lange Zeit mein Heimathafen, habe mich sehr wohl gefühlt dort. Warum? Man hat einen ganz kurzen Weg aufs Meer und man sieht raus, man sieht in die Einfahrt. Und wenn die weiß ist, voller Gischt, dann ist alles klar, dann ist es besser, man bleibt drin. Und Tankstelle und alles und Werft, alles geboten. Und das Schöne ist, wenn man halt nicht rausfahren kann, dann gibt es genügend Möglichkeiten hier drin. Zum Beispiel hier dieses Lokal, Mazarak Mare. Sehr ursprünglich, hat sich entwickelt von einem kleinen Fischer, vom kleinen Fischrestaurant zu einem großen Biergarten. Es ist ein großer Garten. Die werden dem Ansturm kaum mehr Herr. Es gibt dort fast marina-ähnliche Anlegemöglichkeiten. Schön mit Liegeplätzen. Einen Slip. Es gibt ein Flugfeld. Also wenn man dort dann seine Calamari Fritti isst, die ganz hervorragend sind, die ganz toll schmecken. Oder irgendein Gericht aus Bacalao, aus Stockfisch. Gibt es eine tolle Creme als Vorspeise. Dann kann man zuschauen, wie die abenteuerlichsten Fluggeräte dort landen und starten. Vom Schirm, den einer nur hochbringt mit dem Propeller, den er auf dem Rücken geschnallt hat, bis zum Sportflugzeug. Landet und startet alles. Da ist also wirklich was geboten. So, man kann weiterfahren durch die Lagune, kommt dann hier. Ja? Mit dem Segelschiff nach Porto Baselige, ja. Bei Flut würde ich einlaufen bei dem Ganzen, das geht. Immer wieder hat es die Segeljacht geschafft und lag dann drin bei uns. Ja. Ich fand das ganz toll. Den Mut habe ich immer bewundert. Es geht schon. Man muss nur wissen, dass man wirklich Hochwasser hat, den Meter mehr, und man muss wissen, halt, welchen Tiefgang man hat. Ja. Und man darf nicht aus der Fahrrinne geraten. Das ist halt ganz wichtig. Das geht schon. Und dann mit dem Beiboot zum Mazarak ist überhaupt kein Problem. Ja? Da reicht auch ein 2 PS Außenborder dafür, für diese kurze Strecke. Ja? So, er reicht dann nicht, wenn man noch weiterfahren möchte. Wenn man also hier rüber möchte nach Caorle, also Falconera, da gibt es auch halt Fischlokale. Ich habe schon gesagt, das Anlegen ist ein bisschen schwierig bei dem Ganzen. Und fährt man jetzt diesen Kanale Nicosolo hier weiter hoch, kommt man hier auf diesem Weg nach Porto Quaro. Aber nur mit der Motorjacht. Ne? Auch zum Mazarak kommt man nicht mit dem Segler, auch wenn es tief genug wäre. Hier ist es nicht so tief, dieser Teil hier. Stört hier eine Autobrücke mit 9 Metern Höhe einfach die Durchfahrt. Also ist besser, man lässt eben sein Schiff in der Marina und fährt dann mit dem Beiboot drüber. Schön ist es dort. Also das Essen bei Mazarak da im Garten, den Prosecco aus dem Fass, den alten Käse hinterher, ja, den Stagionato und natürlich dann am Schluss gibt es dann einen Mirtilli.
Und da ist dann Vorsicht angesagt, so ab 2 Mertilli braucht man dann im Hafen jeden Dalben, bis man seinen Platz hat. Okay. Die Lagune von Bibione, Pineda, die Einfahrt Porto Baselli, jetzt aus der Luft hier los, also gestartet mit so einem Flugdrachen mit Schubpropeller. Und die Gegend abgeklappert und Luftbilder gemacht, war sehr abenteuerlich, ging ganz toll. Wenn man dann nach oben schaut, dann ist es in Wirklichkeit ein Splint, der einen am Leben hält, nicht? Es ist oben ein Splint, der das ganze Fahrgestell und den Motor und alles hier mit dem Drachen verbindet. Weil es muss ja beweglich sein, da muss er steuern können. Ja. Und dass der kleine Propeller, den man im Kreuz hat, einen solchen Schub entwickelt beim Start, das hält man nicht für möglich. Also nettes Abenteuer. Man sieht sehr schön eben, wie die Lagune hier im Meer mündet. Man sieht auch hier, dass es flach ist, den Sand. Man sieht sehr schön die freigehaltene Fahrrinne bei allem. Und wenn das Wetter nicht so gut ist, dann ankern die alle hier drin und gehen ins Wasser und schwimmen. Bei Ebbe haben wir 5 bis 8 Knoten Ebbstrom. Sie kommen nicht mehr dagegen an. Ja? Also man kann das tun, man kann dort ankern. Früher hat die Küstenwache einen immer vertrieben dort. Heute ist es scheinbar zulässig. Sie liegen dort, so wie in der Lagune von Venedig an manchen Stellen auch, weil eigentlich einfach Verbot ist. Und es wird dort gebadet, einfach eine Schwimmleine hinten raus, dann ist es kein Problem. Man kommt wieder sicher zurück ins Boot. Gegen die Strömung, gegen den Ebbstrom schwimmen Sie nicht an. Chancenlos. Weder in Falconera noch hier in Bibione. Nicht machbar. So sieht es aus bei Masarac. Das ist diese Brücke mit 9 Meter Höhe. Danach dann die Anlegestellen, die direkt zu Masarac gehören. Angekündigt wird er durch dieses Holzboot hier mit dem großen Schild. Die berühmten Calamari Fritti. Also mir haben sie dort immer am allerbesten geschmeckt. Vielleicht lag es auch am Prosecco. Ich weiß es nicht. Okay. Und dazu natürlich dann Polenta und wie gesagt, dann bei Mirtilli endet das dann meist und dann sollte man schauen, dass man nach einem Mirtilli das Lokal verlässt. Das wird nicht einfach sein, weil sie gern Freundschaften schließen dort. Weil viele dorthin fahren. Okay. Porto Baselige, ein Stück von dem Hafen. Wie gesagt, wir lagen hier an diesem Steg. Als der Tornado durch den Hafen ging, der ging hier oben durch bei der Werft. Und der ganze Schwimmsteg, der da oben ist, alle Boote wurden abgeräumt. Ein großer Trimaran wurde kopfüber auf den Steg geworfen. Die Menschen wurden rausgeschnitten aus ihren Booten. Es war grauenhaft. Grauenhaft. Die Lagune selber ist natürlich reizvoll. Also Reiher sehen Sie dort an allen Enden, nicht? Und manche sind so blöd, die fliegen dann immer 5 Meter. Dann kommen sie dem wieder nahe, da fliegt er wieder 5 Meter, fliegt er wieder 5 Meter. Große, graue Reiher, Silberreiher. Ja, toll, was man dort alles sehen kann. Die Hütten sind ganz pittoresk, die man dort sieht, diese schilfgedeckten Hütten, die nur noch erhalten werden dürfen. Neubauten sind nicht mehr erlaubt. Ja, die haben ein großes Problem in Caorle, da Falconera in diesem Bereich, hat sich die Bebauung mit festen Häusern und Hütten gemischt. Das wollten die eigentlich gar nicht. Nun denn, kommen wir zur größten Lagune, nachdem wir die Kleinen jetzt alle abgeklappert haben, nämlich in die Lagune von Venedig. Und hier gibt es ein sehr ausführliches Kartenwerk, das ich leider nicht dabei habe. Das letzte Stück habe ich verkauft. Sie ist gerade hier aus. Sie muss neu gedruckt werden. Herr Schiller hat eine, ja genau. Dieses Buch im Maßstab 1 zu 25.000 ist die beste Unterlage für die Lagune von Venedig. Kostet auch 25 Euro oder sowas. Und das ist auch wert. Aber es gibt schon einfachere Karten, mit denen Sie genauso gut zurechtkommen. Ja, die ich hier habe, die für 12 Euro da zu haben sind. Es ist gut, eine Karte vorher anzusehen und zu sagen wo, oder zu schauen, wo ich hin möchte. Ja, und das nachher mit der Wirklichkeit zu vergleichen. Wie gesagt, die Dalben, die dort stehen, sind nicht für Slalom gedacht. Und eine verwirrende Anzahl, eine wirklich verwirrende Anzahl. Und ein Verkehr zwischen dem Lido
und dem Markusplatz, sonst nicht in der Lagune. Ja? Sonst kann es sein, dass Sie den ganzen Tag vielleicht ein Boot begegnen, irgendwo anders in der Lagune. Aber dort ist es am schlimmsten. Und natürlich auch entsprechender Seegang. Nicht? Da geht es rauf und runter. Sie wissen gerade, woher die Wellen kommen. Da ist also trotzdem, man fährt vor den Markusplatz. Man schaut sich das Panorama an, egal mit welchem Boot. Man muss das gesehen haben. Denken Sie an das Titelbild hier des Vortrags. Das ist wirklich toll. Ja? Okay. Die Besonderheiten der Lagune von Venedig liegen da drin, dass die ein Gesetz erlassen haben, das ist schon wieder ein paar Jahre her. Und immer wenn so ein Gesetz ein paar Jahre her ist, dann wird es gerne vergessen. Das Gesetz gegen den Wellenschlag. Und es gab damals sogenannte blaue Zonen, die ausgewiesen waren. Sehen Sie, ich habe hier da ein Rechteck reingesetzt. Das in etwa ist eine blaue Zone. Was hat es damit auf sich? Blaue Zonen sollen den Verkehr beruhigen und eigentlich Schiffe draußen und Boote draußen halten, die sich dafür nicht eignen. Also 2,50 Meter ist die maximale Breite. Und natürlich gibt es Geschwindigkeitsbeschränkungen. Mit dem Ganzen ausgenommen davon sind historische Fahrzeuge, die dort zu Hause sind. Also historische Segler, die dort eben auf Burano und Torcello liegen, die Einheimischen gehören, die dürfen da noch fahren. Aber wenn Sie mit Ihrer Yacht hier reinbrausen, 3 Meter breit, Hubschrauberdeck hinten drauf, ja, mit dem Ganzen, da nicht. Ja. Es gibt die blaue Zone. Es gibt große Tafeln an der Einfahrt der Lagune, die das darstellen und wo Sie es sehen. Es gibt gute Karten, die das auch noch zeigen. Ja, gell, Herr Scher, Sie haben eine. Okay, ich habe keine mehr. Ich muss wieder warten, bis neu gedruckt sind. Gut, es ist allerdings ein sehr schöner und malerischer Weg, wenn man hier rauffährt, an San Erasmo entlang. San Erasmo ist die Gemüseinsel, die Venedig versorgt. Wenn Sie auf San Erasmo spazieren gehen, Sie gehen an Feldern vorbei, es blüht und grünt und es ist eine Pracht dort. Es gibt auch Lokale, die sehr ursprünglich sind. Es gibt eine alte Festung, diesen Torre Massimiliano. Das ist eine runde Festung, kreisrund, aus österreichischer Zeit, kann besichtigt werden. Meistens gibt es Kunstausstellungen da drin, sind Teil der Biennale zum Beispiel, dann immer. Und es gibt eben, wie gesagt, hier auch Lokale, die die örtlichen Gegebenheiten nutzen. Fahren Sie hier rein, kommen Sie an zwei Marinas vorbei, einer Tankstelle, Marina Fiorita liegt hier drin, das ist die Maria Leon Grande. Und da gibt es eine alte Zollstation, die Vecchia Dogana. Das ist heute ein tolles Lokal, können Sie anlegen und können essen. Nehmen Sie halt einen dicken Geldbeutel mit, ja, der nimmt dann dort ab und Sie nehmen vielleicht zu. So, noch besser ist es, Sie fahren rüber nach Burano. Und dort nach Torcello. Torcello gibt es ein berühmtes Lokal, die berühmte Villa Cipriani. Früher sind wir dort den kleinen Kanal mit dem Motorboot reingefahren, haben direkt festgewacht an der Villa Cipriani und haben neben den Besitzern von Fiat einen Tisch weiter unser Essen genossen. Okay, kann dort passieren. Da hat auch die Queen ihre Destination gehabt. Queen gewohnt, als sie zu Besuch in Venedig war. Es ist malerisch, es ist sehr schön, ein wunderschöner Garten dort. Auch der Weg dorthin, der Wasserweg, führt durch unter einer ganz filigranen Brücke hindurch. Der Ponte di Diavolo. Nur der Teufel kann so filigrane Brücken bauen, die so dünn sich über einen Kanal hier wölben. Es gibt gute Lokale auf Torcello. Es gibt auf Burano auch Lokale, die sind mehr natürlich dem Tourismus zugeneigt, während auf Torcello das Ganze schon ein bisschen anders ist hier. Natürlich leben die auch vom Tourismus, ganz klar. Torcello ist hochpreisiger als natürlich Burano. Burano ist die Insel mit den bunten Häusern, mit den Spitzenklöppeln dort. Und das Eigentum ist durch die Farbe gekennzeichnet. Die Farbe wird von der Stadt festgelegt. Wenn Sie dort ein neues Haus bauen, wird Ihnen gesagt, Sie müssen es lila streichen und genau Ihre Grenzen einhalten. Nicht? Also die Farbe bestimmt das Haus. Wie sieht das Ganze aus? Dort, also erstmal der Stück Weg nach hinten. Marina Fiorita, okay, ist eine Marina, hat keine Tankstelle.
Dann gibt es in Treporti natürlich auch Lokale. Marina Lion Grande hat eine Tankstelle und das Ristorante Alloggio. Alloggio heißt, man kann dort auch ein Zimmer haben. Es liegt toll, fantastisch. Also wenn Sie dort mal mit dem Auto hinfahren und dort nur bleiben und von dort aus die Lagune genießen, herrlich. Tolle Küche, tolles Lokal. Wir springen weiter. Jetzt kommt Burano, Mazzorbo und Torcello dran. Jetzt schauen wir uns das näher an. Also Burano, hier diese Insel. Es ist nicht erlaubt, in die kleinen Kanäle reinzufahren, also nicht in die historischen Zentren. Hier außen ist eine Bootstankstelle. Es gibt für sie keinen Liegeplatz. Es gibt hier hinten für die Einheimischen Liegeplätze. Ja? Alle mit Lizenz, alle vergeben. Sie finden auf Burano keinen Liegeplatz. Gehen Sie einfach nach Mazzorbo. Fahren Sie hier rum, fahren Sie hier hinten rein, gehen Sie in diesen Kanal. Hier gibt es 4 Lokale, alle Lokale am Anlegestellen. Die erwarten natürlich, dass Sie dort einen Cappuccino trinken. Sie erwarten eigentlich schon mehr. Aber dort kann man liegen bleiben. Und man kann dort auch über eine Fußgängerbrücke. Nächstes Bild. Haben wir da die Fußgängerbrücke? Hier haben wir sie, nicht? Da ist Mazzorbo mit Burano verbunden. Und wer mit dem Hausboot dorthin fährt, der findet nach dieser Fußgängerbrücke auf der rechten Seite Liegeplätze für Hausboote zum Beispiel. Und auf diesen Hausbootkarten sind die Liegeplätze in der Lagune von Venedig, die Sie frequentieren dürfen, wo nur Hausboote anlegen dürfen, alle eingezeichnet. Und auch alle Lokale und Telefonnummern und alles, was man wissen muss. So, Burano, wir sehen das hier links. Sie sehen einen dramatisch schiefen Kirchturm. Es ist die Nummer 2. Auch der wird einstürzen. Der erste hat sich schon gelegt. Okay, wenn man davor steht, ist es noch viel schlimmer als auf dem Bild. Glauben Sie es mir. Das sieht echt schlimm aus. Sie sehen die bunten Häuser, die Farben mit dem. Ist natürlich malerisch. Die Farben spiegeln sich im Kanal. Das ist ganz toll. Ja. Entsprechend gut frequentiert ist auch diese Insel. Da ist also eine Menge los. Aber auch Torcello ist tagsüber gut besucht. Wenn man um Torcello rumfährt, hinten hin zu dieser Kathedrale, da gibt es Liegeplätze. Und Torcello ist am Abend nahezu menschenleer. Und sehr schön. Ja? Aber man darf nur mit Bootsbooten rein, die nicht breiter als 2,5 Meter sind. Es ist die blaue Zone, ja. Das ist richtig. Da aber auch die Hausboote da reinfahren, die breiter als 2,50 Meter sind, würde ich sagen, nachgemessen hat bestimmt noch keiner. Man weiß es ja nicht. Man will ja nur zum Essen. Solo per mangiare, das Zauberwort. Funktioniert, garantiert. Ja, und dann entschuldigen Sie sich und sagen, Sie sind Tourist und Sie wissen das nicht. Sie werden nicht gleich bestraft, Sie werden auch nicht der Lagune verwiesen, es passiert Ihnen nichts. Sie werden höflich darauf hingewiesen, dass irgendwas nicht so ist, wie es sein soll. Wenn Sie sagen, Sie wollen eigentlich nur essen, dann drücken die beide Augen zu. Ja, genau, mein Boot hat zugenommen. Die Küche hier. Ich brauche dieses große Boot. Okay, Spaß muss sein. Bei dem Ganzen. Haben Sie ein breiteres Boot? Haben Sie? Ja? Wie breit? 4 Meter. Dann haben Sie aber bestimmt einen leistungsfähigen Tender. Ja? Bei einem Boot mit 4 Meter Breite hat man einen leistungsfähigen Tender und mit dem dürfen Sie natürlich da durch und überall dorthin. Gehen Sie in die Marinas. Die Fiorita hat einen Außensteg, da liegen große Yachten. Die Fiorita ist am weitesten drin. Oder Lion Grande, da ist es ein bisschen verschachtelter, da ist es ein bisschen enger. Bei dem Fiorita würde ich Ihnen empfehlen. Das ist die zweite Marina auf der rechten Seite, wenn Sie einlaufen. Also Sie fahren rein in die Lagune. Gehen wir nochmal zurück? Ja? Darf ich nochmal zurückgehen? Und nochmal eins. So, und... Naja, bleibt mal hier. Also man kommt hier in die Lagune rein, fährt rechts weg. Also nach diesem Projekt Mose mit diesen Schleusenanlagen fährt man dann
rechts weg und kommt in diesen Kanal an San Erasmo vorbei bei dem Ganzen. Und hier, das ist die Marina Fiorita. Da sind sie schon ziemlich weit drin. Und von da aus mit dem Beiboot ist es kein Problem, Burano, Torcello, Mazzorbo abzuklappern. Oder auch diese wunderschöne Insel mit dem Kloster da drauf, nicht? Und der direkten Anlegemöglichkeit. Gibt es auch. Ich blätter wieder nach vorne. Bitte sehr. Entschuldigen Sie bitte. So, jetzt sind wir wieder dort, wo wir waren. Wir können das aber jetzt abhaken und einen Schritt weitergehen. Dann gehen wir in den zentralen Bereich von Venedig. Und hier kann ich es, glaube ich, ganz gut zeigen, um die Frage nochmal zu beantworten. Sie fahren also hier rein, Porto di Lido, und biegen dann rechts ab. Ja? Hier rein, rechts ab. Da kommen Sie dann zu diesen wunderschönen Inseln. Also diese Inseln sind sehenswert. Burano, Torcello, auf Burano gibt es ein Lokal, der hat sich bezahlen lassen von Künstlern in Bildern. Da sehen Sie die Wand gar nicht mehr, hängen lauter Bilder zum Beispiel. Aber er ist nicht wegen der Küche berühmt, mehr wegen der Bilder. Sehr gut essen Sie tatsächlich auf Torcello. Aber ein sehr gutes Essen in Italien hat auch einen sehr guten Preis. Okay. Gut, biegen Sie links ab, biegen Sie hier links ab, kommen Sie zu den Marinas in der Stadt Venedig. Es gibt zwei Marinas, wo Sie zu Fuß bis zum Markusplatz oder durch ganz Venedig gehen können. Das ist die Marina St. Elena, die ist neu hier, ist allerdings auch die teuerste, 15 Meter, 180 Euro. Wir wollten am nächsten Tag eigentlich noch ein bisschen durch Venedig bummeln. Ja, haben sie gesagt. Dafür bieten sie den Halbtagespreis. Also um 11 Uhr mussten wir die Marina verlassen haben. Wenn wir länger drin liegen möchten, dann geht es nur über den Halbtagespreis. Der ist dann auch wirklich die Hälfte. Okay? Und dahinter ist aber der Segelverein von Venedig mit der eigenen Marina. Der ist günstiger. Ja, das ist der alte, genau. Ja. Der ist günstiger. Ja klar, die neue Marina ist schöner. Der Segelverein ist halt, immer wieder haben sie dann neue Sanitäranlagen gebaut und die waren dann in 2 Jahren wieder so gammelig wie davor. Da muss man halt die Augen ein bisschen zudrücken. Mhm. Genau. Aber die waren immer sehr gastfreundlich und haben uns mal bei einem schweren Unwetter beim Anlegen geholfen, sprangen da also bei Hagel raus aus ihrem Kabäuschen da und haben uns geholfen, das Boot festzumachen. Das war schon bemerkenswert. Das passiert übrigens auch in der Marina St. Elena, also in der neuen Marina. Da kommt er mit dem Beiboot hier angefahren und drückt sie dann schon zwischen die Dalben, wie es sich gehört. Ja, der hilft ihnen beim Anlegen. Ja, gerne. 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 Ja, und es gibt auch Boote, die nach hinten, also beim Anlegen, gar nicht so einsehbar sind, so gut. Nicht? Und da ist es dann schon schön, wenn da hinten einer mithilft. Und die nehmen dann auch den Müll mit und das alles. Also es hat schon gut funktioniert, haben schöne Sanitäreinrichtungen. Ja, ist eine klassisch schöne neue Marina. Okay. Die alte ist sehr, sehr eng. Die alte ist eng und sie ist flach. Man kann nur im vorderen Teil liegen. Ja? Sie sagen einem schon, wo man anlegen kann. Sie ist ziemlich flach. Die haben schon Segeljachten da reingezogen, die ihren festen Platz dort hatten. Aber die haben die durch den Schlick gezogen. Ja. Mit Seilen, ja, durch den Schlick durch. Ja? Eben bei nicht gerade Hochwasser. Schauen wir uns mal Venedig ein bisschen näher an. Ich meine, das hier ist die Insel Lido. Ja, die bietet dann wieder eigene Infrastruktur. Aber wir sind jetzt erstmal bei Venedig. So, verwirrende Dalbenwege. Kann man also gar nicht kreislich genug darstellen, wie das Ganze geht. Einseitige Dalbenwege finden Sie ja auch hier. Wo es ganz wichtig ist, dass Sie sehen, wo die Nummer ist. Ja, und zweiseitige, da ist es ja ganz einfach. So, und das hier, Sie sehen das schon, das ist die Hauptlinie. Hier ist die Hölle los. Also hier fährt die Fähre, die Autos rüberbringt zum Lido. Hier fahren die Wassertaxen, hier fahren also diese Vaporetti, wie die Flöten, so viele Vaporetti haben Sie noch nie gesehen dort. Und jede Menge andere Boote. Und natürlich zwischendurch auch ein großer Kreuzfahrer noch. Ja, oder den Flottenbesuch, dann kommt irgendeine Fregatte noch rein und sowas. Da ist immer die Hölle los.
Die ganz großen Yachten, die dürfen nämlich hier anlegen, hier. Hier, die liegen hier, die ganz großen. Aber es muss schon eine ganz große Yacht sein, weil der Wellenschlag ist wirklich schlimm. Also unter 20 Meter würde ich da nicht hingehen. Okay. Natürlich gibt es auch hier eine ganz berühmte Marina, die ist zwar auch klein, winzig eigentlich, liegt malerisch, genau gegenüber vom Markusplatz, aber halt nicht auf der Hauptinsel Venedig. Nicht? Diese beiden Marinas liegen auf der Hauptinsel. Hier können Sie zu Fuß reingehen. Sie sind in 20 Minuten am Markusplatz. Und wenn Sie vom Pflastertreten müde sind, dann lösen Sie in einem Tabaki vorher eine Fahrkarte für das Vaporetto. Auf dem Schiff können Sie keine Fahrkarte lösen. Sie müssen es in einem Tabaki, dieses schwarze Schild mit dem T. Ja, dort gibt es die Fahrkarte. Und Sie müssen die entwerten, bevor Sie auf das Vaporetto gehen. Wie bei unserer Straßenbahn auch. Zack, ja, wird sie entwertet und dann geht es rein. Gut, und dann können Sie zurückfahren und ganz in der Nähe der Marina ist dann die Haltestelle. Also schon sehr schön. Die Eintagsfliegen sind auch Touristen wie wir, die dort sind, sind am Abend eigentlich alle weg. Nicht? Die ganzen Ausflugsschiffe sind dann weg und damit auch die Masse. Also dass sie am Abend auf dem Markusplatz hier den Genuss des Ensembles haben, des Besonderen, der Gebäude, die Musik, die dort spielt. Abwechslungsweise sind mindestens 3 Kapellen, die dort Musik machen. Also sie können tanzen auf dem Markusplatz. Niemand hindert sie. Nach der Flasche Prosecco sind sie vielleicht in Stimmung. Sie sehen schon, Prosecco hilft. Okay, aus der Luft sieht das Ganze dann so aus. Ja, das möchte ich jetzt auch nicht vergessen. Hier sehen Sie die Marina St. Elena, die neue. Dahinter, das ist der Segelverein hier, der hier drin ist. Daneben, das ist dann schon ein Teil des Arsenals, nicht? Arsenale, da geht es rein, hier. Und gegenüber auf der Insel La Certosa gibt es eine sehr große Marina mit Lokal und mit Hotel. La Certosa. La Certosa bietet eine eigene Verbindung mit dem eigenen Boot rüber nach Venedig. Oder die Vaporetti legen direkt am Hafen an, hier vorne. Ja, sie haben eine gute Anbindung. Auf La Certosa liegen sie günstiger vom Preis her als in Venedig selbst. Also sie quälen sich da in den alten Segelhafen rein, nicht? Mit dem Ganzen. So, da haben wir ja jede Menge. Da haben wir San Michele, nicht? Da ruhen berühmte Menschen. Das ist nämlich der Friedhof von Venedig. Also Venedig hatte für alles eine Insel. Für die Verrückten, für die Toten, für die Kranken. Nicht? Überall gab es eine Insel. Sacca Sessola beispielsweise war so eine Insel, wo also ein riesen Krankenhaus draufsteht. Heute ein Luxushotel. San Clemente, ein Luxushotel. Benetton, ja, eine gewaltige Anlage. Ja, Sie sehen hier La Giudecca. Das ist die Insel, die Venedig gegenüber liegt, auch eine Marina hat, auch Tankstellen hat. Und San Giorgio Maggiore liegt hier mit der Marina, mit der kleinen, die direkt gegenüber vom Markusplatz liegt. Malerisch, aber meistens natürlich gut belegt. Der Markusplatz. Okay, okay. Kennt jeder. La Salute. Der frühere Empfang und der frühere Zoll für alle Schiffe, die hier reinliefen und Waren abgegeben haben. La Salute. Vor La Salute sind Liegeplätze für Superjachten. Ganz große. Die dürfen sich da hinlegen. Die liegen direkt am Eingang zum Canal Grande. Hier ist die Insel San Giorgio Maggiore und hier sehen Sie die Marina, die kleine. Ja, und gegenüber, wie gesagt, Venezia Certosa Marina. Liegt schön auf der Insel. Kann man auch schön spazieren gehen. Ist mir nicht ganz so im Rummel. Ist in Ordnung. Gegenüber liegt dann die Glasinsel Murano, die Insel der Glasbläser. Kann ich da hinfahren mit meiner Yacht? Es gibt Anlegestellen von diesen Glasproduzenten. Die lassen sich natürlich anlegen, klar. Die wittern dann das große Geschäft, dass sie dafür 3.000 Euro hier ihre Trinkgläser kaufen, für Wein, für alles Mögliche, nicht? Mit dem Ganzen. Dafür ist das eigentlich gedacht.
Das können Sie schon machen. Aber Sie dürfen eigentlich nicht in den Canal Grande, der auch genauso in Murano läuft, einlaufen. Und auch nicht in die kleinen Kanäle. Wobei Murano schon sehr schön ist an manchen Ecken. Da gibt es zum Beispiel ein Glasmuseum. Da staunt man, was man aus Glas alles machen kann und wie man mit Glas überhaupt umgehen kann. Das wird natürlich auch vorgeführt, ganz klar. Wenn da so ein Touristenfrachter da ankommt, dann hängen Sie sich einfach dran, gehen Sie mit rein und schauen sich so eine Vorführung an, wie Glas da geformt wird, wie die damit umgehen. Es ist immer noch sehenswert, dieses glühende Material, das dort also spielerisch sich zu einer Vase oder ähnlichem formt. Es ist schon toll. Murano hat auch eine Marina, ganz im Innern. Aber die nimmt keine Schiffe im Transit an. Aber es gäbe einen Service, wenn irgendwas wäre, könnte man auch dorthin ginge. Punta Sabioni, von da aus am Festland fahren die ganzen Verbindungsschiffe rüber nach Venedig zum Markusplatz und nehmen da an dem Verkehr teil, der vor dem Markusplatz herrscht. Die kommen da noch mit dazu. Das ist Punta Sabioni, da gibt es auch gute Sabioni, da gibt es auch gute Lokale. Und hier links sehen Sie auf Murano so Anlegestellen. Nicht? Von diesen, das sind alles Glashütten hier und da können Sie tatsächlich rangehen. Wenn Sie Glas kaufen wollen, wird Sie niemand hindern. Nun hat die Lagune von Venedig auch noch einen südlichen Teil. Und da wiederholt sich das, was im Norden auch gegeben ist, nämlich die blaue Zone. In dieser blauen Zone liegen natürlich malerische Fischerhäuser, also die, oder Häuser von betuchten Menschen, die dort eben Grund erworben haben auf so einer kleinen Insel und da bizarre Bauten erstellt haben darauf. Da gibt es also ein Gebäude mit einem hohen Turm, aber man darf eigentlich da nicht reinfahren. Ne? Man sollte draußen bleiben. Ist auch nicht tief genug bei dem Ganzen. Also ich habe das immer gemieden mit allem. Aber ich bin gerne den Lido runtergefahren, die Insel Lido innen. Ist wunderschön. Und das geht auch mit der Segeljacht, weil der Kanal hat 3,50 Meter. Genau. Also, Sie können mit der Segeljacht an der Insel Lido runterfahren, die wird hier oben gerade noch gezeigt, und dann hier an der Insel Pellestrina und kommen dann nach Chioggia. Das Schöne und Malerische sehen Sie dann hier auf dem Bild. Die Villen auf der Insel Lido. Die kleine Marina Venmar auf der Insel Lido. Venmar ist eine winzige Marina. Im Grunde ist es nur eine Reparaturwerft für die Wassertaxen. Die werden dort repariert, werden dort gebaut, auch zum Teil noch. Bieten aber Liegeplätze und ist auch tief genug. Funktioniert ganz hervorragend. Aber es gibt überhaupt keine Infrastruktur. Keine Toilette, keine Dusche, nichts. Strom, ja? Ja? Ja, sollte man, ja, okay. Stimmt. Also das gibt es dort nicht, aber man hat einen sicheren Liegeplatz dort und kann mit dem Bus gegenüber von der Marina, wenn man also rausgeht, ist die Hauptstraße, auf der anderen Seite ist so ein Einkaufsklotz, da so ein Betonteil. Und da ist ein Tabaki drin und die verkaufen die Fahrkarten und genau davor ist die Bushaltestelle und mit dem Bus fahre ich dann in das Zentrum des Lido. Kann dann auf der Einkaufsstraße gehen, kann mir die berühmten Hotels ansehen, kann das alles zu Fuß machen und mit dem Bus wieder zurückfahren. Geht ganz gut. Lido. Lido im Süden, Einfahrt Malamocco. Im Süden des Lidos gibt es dann nochmal eine Marina. Die hat auch eine Tankstelle. Und die ist ein bisschen größer als die Venmar. Venmar liegt nur dichter am Zentrum der Insel Lido. Okay. Dann gibt es die Insel Pellestrina. Also zwei große Haffinseln teilen die Lagune von Venedig zum Meer hin ab. Das eine ist die Insel Lido, schlank und rank, und Pellestrina genauso. Ja. Und auf Pellestrina gibt es überraschenderweise eine große Werft mit einer Hallig, die also wirklich aus Seeschiffe auflegt. Es gibt dort natürlich bunte Fischerhäuser, die sich im Wasser spiegeln. Es ist ganz malerisch, darunter zu fahren. Furchtbar sieht es aus, wenn man auf die Lagunenseite schaut und die Geräteinseln da, diese Plattformen der Fischer sieht, wo die ihr ganzes Gerümpel abladen. Ist also, man kann auch malerisch dazu sagen. Okay? Und es gibt Restaurants. Es gibt zwei ganz wesentliche
Restaurants. Das eine ist hier abgebildet, das ist das Celeste. Aber weiter oben, noch vor dieser Werft, gibt es das Restaurant Nane. Da kann man im ersten Stock sitzen, hat einen herrlichen Blick über die Lagune und über die Einfahrt Malamocco dort und isst eine Pasticcio di Pesce, eine Lasagne mit Fisch. Schmeckt hervorragend. Kann ich sehr empfehlen. Und nicht vergessen, was trinkt man dazu? Sie haben was gelernt. Okay. So, Spaghetti Vongole. Wo werden die Muscheln groß und fett? Wo sie eine Menge Nahrung haben, nicht? Mhm. Vor Marghera. Vor Marghera, vor diesem Industriegebiet, wurden früher die größten Vongole und die meisten Vongole gefangen. Aber die Fischer waren stark motorisiert, hatten immer mehr PS als die Garda di Finanza, die sie gejagt haben nachts. Da gab es immer Rennen. Ist vorbei. Es ist also verboten, dort zu fischen, ganz klar. Die Rückstände von der Chemie und Schwermetalle und so weiter machen die Muscheln eigentlich zum gefährlichen Gut. Aber nach wie vor werden in der Lagune Vongole gefischt. Und auch draußen auf dem Meer in den flachen Bereichen. Mit diesen Körben, die Sie hier sehen, die die Fischerboote hier vorne haben, die sie jetzt ins Wasser geben und dann auf dem Grund entlang ziehen, werden die Vongole rausgeholt und alles andere wird kaputt gemacht, was dort lebt. Aber die paar Fischer, die dort das machen, die führen nicht dazu, dass die Fauna total abstirbt. Aber trotzdem ist es schon eine dramatische Art, an die Vongole zu kommen. Schöner ist es, wenn man die Italiener selber sieht, die bis zum Knie im Wasser stehen mit dem Eimerchen und sich ihre Vongole selber hier rausholen. Nicht? Das ist wenigstens noch richtig gute Handarbeit. Okay, die Verarbeitung findet dann in der Lagune statt. Hier wird ausgeladen, Sie sehen das hier, die Kisten mit den Vongole gehen hier rein und werden hier verpackt. Okay, fährt man weiter in den Süden, kommt man, wie wir vorher gesehen haben, nach Chioggia. Chioggia selber bietet mit dem Sporting Club eine Marina direkt vor der Altstadt. Ah, da kann ich jetzt schön los und kann die Altstadt anschauen. Leider muss ich da 500 oder 600 Meter auf der stark befahrenen Straße, entlang einer stark befahrenen Straße gehen, bevor ich dann links rüber über eine Fußgängerbrücke gehen kann und dann wirklich nach Altstadt von Chioggia lande. Was ist Chioggia? Ähnlich wie Venedig, gleiche Architektur, Brücken, gebogene, also mit diesen Bögen über die Kanäle, mit allem. Chioggia ist Venedig mit Autos. Ja, also Chioggia hat Autoverkehr. Am Abend wird aber eine Fußgängerzone hier gesperrt und man kann es anschauen. Wenn wir morgens sehr früh dran sind, dann hat Chioggia einen sehenswerten Fischmarkt. Das sollte man gesehen haben. Wenn man jetzt ein Fahrrad dabei hat, beispielsweise, ein Fahrrad an Bord hat, ja, oder wenn man auf öffentliche Verkehrsmittel setzt, dann liegt man auch sehr schön in Sotto Marina, das ist das Seebad von Chioggia. Chioggia liegt in der Lagune, ja, im Süden der Lagune, ist nicht so reich an Altertümern wie Venedig, weil Chioggia mehrfach ausgeraubt wurde, geplündert wurde. Ja, es war immer der Wettbewerb zwischen Chioggia und Venedig. Venedig ließ Chioggia einfach nicht aufkommen. Hat Chioggia den Genuesern geopfert, damit sie selber nicht drankamen. Sotto Marina ist jetzt auf der Landzunge, die wieder die Lagune absperrt von der Adria. Und dort gibt es zwei Marinas im Innern, wo sie auch sehr gut liegen. Aber dann brauchen Sie natürlich, wenn Sie rüber wollen nach Chioggia, sehen Sie hier hinten auf dem Bild, das ist Chioggia hinten. Man fährt also dann außen rum, braucht man ein Fahrrad, mindestens. Also zu Fuß ist es ein weiter Weg. Ja, oder man fährt mit dem Beiboot rüber. Oder man fährt mit dem Bus. Ja, Paddler, ja gut, okay. Sehr sportlich. Es ist ein Stück Weg. Ja, aber Sie können auch außerhalb der Dalben paddeln. Ja? Der Tiefgang ist ja nicht berühmt. Okay, das bietet sich also an. Dort liegt man gut. Es gibt auch ein paar Restaurants. Die sind allerdings die typischen Touristenrestaurants, wie sie eben an den Stränden zu finden sind. Mehr Qualität und mehr Ursprüngliches findet man wirklich in der Altstadt selbst. Da gibt es schöne Lokale. Und Chioggia lohnt sich zum Anschauen. Also es gibt zwei Schwerpunkte in der Lagune von Venedig. Eigentlich drei. Die nördlichen Inseln, Torcello Burano, Venedig selber. Dann diese
Fahrt innen am Lido entlang, innen und an Palestrina und Chioggia. Povelia, ja, aber die Insel ist eigentlich nicht zu besichtigen, die ist immer noch Baustelle, also die sollte eigentlich versteigert werden im Ganzen und es sollte ein großes Kulturzentrum dort entstehen oder Jugendzentrum oder. Sie haben einfach zu viele Inseln, sie werden sie nicht los. Und es gibt dort keinen Prosecco, es gibt kein Lokal dort. Den muss man selber mitnehmen. Ja. Aber da kann man zur Not auch mal ankern. Richtig. Also vor dieser Insel, die auf dem halben Weg etwa ist, dort runter, vor dieser Insel ist die Möglichkeit zum Ankern. Zumindest machen das die Einheimischen, obwohl ich ja vorhin erzählt habe, in der ganzen Lagune von Venedig gibt es eigentlich ein Ankerverbot. Warum? Weil durch den fallenden Anker die ursprüngliche Wasserleitung zerstört wurde und eine ganz neue Wasserleitung gebaut werden musste. Da haben wir gesagt, okay, in der ganzen Lagune Ankerverbot, Schluss, aus, basta. Naja, okay, es wird nie so heiß gegessen wie gekocht, nicht? Das ist Italien. Es gibt ein paar Flecken, wo man ankern kann und unbehelligt bleibt. Aber nicht viele. So, jetzt tut es mir leid für die segelnde Gemeinde. Jetzt wird es enger. Nicht unmöglich. Nicht unmöglich, aber halt ein bisschen enger. Das liegt halt schlicht und einfach an den Brücken, am Tiefgang. Ja. Also wer viel Gas gibt hier, der kann sich das Problem auch entlegen. Nein, wir wollen ja seriös bleiben bei allem. Sie sehen jetzt hier auf diesem Bild eine blaue Linie, die sich von ganz hier oben, erinnern Sie vielleicht noch daran, dass man in diesen Flussteil Isonzo nur quer reinkommt, ja? Nicht direkt, sondern quer. Da gibt es dann diese Kanalverbindung, die läuft über Grado, über Lignano, über Bibione, über Caorle, hier. Und das nennt sich Litteraneo Veneto. Der Litteral, das war früher der Zoll, den man bezahlen musste. Also alle Schiffe, die über die Adria kamen und ins Hinterland wollten, sind in eine dieser Porti reingefahren, in diese Einfahrten. Und dort gab es immer eine Zollstation. Und dort musste der Litoral entrichtet werden, also der Zoll für die Ware, die man gehabt hat. Und dann durfte man weiter. Und darum heißt dieser Weg Litteraneo Veneto. Der Litteraneo Veneto wird in unterschiedlichen Unterlagen mit unterschiedlicher Länge gezeigt. Am häufigsten sehen Sie ihn hier von Venedig bis hierher. Ja? Aber es geht weiter. Der Teil gehört mit dazu. Und in Venedig ist noch lange nicht Ende. Hier, über die Lagune von Venedig, über Chioggia, gehe ich über den Kanalweg bis ins Po-Delta. Bis in den Fluss Po und der Nebenfluss hier, der Seitenarm Po di Goro, komme ich ganz im Süden des Po-Deltas ans Meer, wenn ich möchte. Also der Weg ist sehr weit. Er war gedacht hier, um Materialien zu bewegen. Als gebaut wurde, wurde natürlich sehr viel wirklich darauf gefahren, auch mit kleinen Schleppern und mit Frachtkähnen da dran. Aber die Frachtkähne, die waren vielleicht 12 Meter. Also das ist viel zu klein. Und als die Eisenbahn aufkam, hatten die Kanäle keine Berechtigung mehr für die Wirtschaft. Aber für den Tourismus ist es natürlich eine Mordsgeschichte, auf den Kanälen unterwegs zu sein. Es gibt natürlich Brücken, niedere Brücken, Drehbrücken, die geöffnet werden. Werden die gerne geöffnet? Man erlebt Unterschiedliches. Sie werden geöffnet. Sie müssen geöffnet werden. Die Leute kriegen vom Staat das Geld dafür, dass sie diesen Dienst machen. Aber sie springen nicht. Es gibt feste Zeiten, die sind angeschlagen, die ändern sich von Jahr zu Jahr. Aber es gibt überall, wirklich an jeder dieser Brücke, die öffnet, gibt es eben ein Schild, wo steht, welche Telefonnummer man anrufen muss und zu welchen Zeiten sie geöffnet wird. Wenn Sie abends fahren wollen und die Dunkelheit schon einsetzt, wird keine Brücke mehr geöffnet aus Sicherheitsgründen, nicht? Das muss man wissen. Also nachts gibt es keine Brückenöffnung. Okay, jetzt schauen wir uns doch diesen langen Weg hier mal an. Ja? Ich zeige Ihnen jetzt diesen langen Weg im Detail. Ist ein Stück Weg, sieht man hier drauf.
und es sind auch ein paar Folien. Und ich hoffe, ich langweile Sie nicht, ja, und halte Ihr Interesse nach wie vor wach. Gut, die ganzen Kanal können Sie am besten befahren mit einem Boot mit einem Meter Tiefgang, mit einem Außenborder, den Sie auch hochnehmen können, wenn Sie gegen Hindernis stoßen, aber es geht auch mit einem Innenborder. Wenn Sie unter 2 Meter Aufbau bleiben, braucht keine Brücke geöffnet werden, dann rutschen Sie einfach drunter durch. Jetzt, wie kann man feststellen, ob man da noch drunter durchpasst oder nicht, ohne dass man sein Boot beschädigt? Da gibt es die Peilstange, nicht? Die Peilstange macht man vorne am Bug fest, ganz weit vorne. Und die ist genauso hoch wie der Aufbau. Oder vielleicht sogar ein paar Zentimeter aus Sicherheitsgründen mehr. Und wenn ich mit der Peilstange unter der Brücke durchkomme, ja, dann klappt's. Das könnte man machen. Okay, Sie sehen hier, fährt man also in den Isonzo rein. Isonzo spielte eine besondere Rolle im Ersten Weltkrieg, die Isonzo-Schlachten. Bei dem Ganzen, das war die erste große Front. Die nächste war dann die Piave-Front, weiter im Süden. Ja? Am Isonzo gibt es nicht viel Sehenswertes. Wenn es da was gab, dann hat der Erste Weltkrieg dafür gesorgt, dass also nicht mehr viel da war. Und genauso am Fluss Piave, nicht? Also das alte Jesolo hat nur neue Gebäude. Es gibt keine alten Kirchen, keine Kunstschätze im alten Jesolo. Okay. Also ich fahre diesen Fluss rein. Ich fahre ein Stück nur diesen Fluss hoch und gehe dann links in den Canale Isonzato. Der folgt dem Isonzo ein Stück und geht dann rüber und kommt in Grado, dann in der Lagune von Grado raus, bei der Klosterinsel Barbana. Ich habe die wesentlichen Punkte hier, so werden jetzt die nächsten Folien aussehen, immer ganz groß dargestellt. Also Stichkanal führt von Norden aus, dem Golf von Panzano in den Fluss Isonzo. Nach ca. 800 Metern abbiegen in den Kanal Isonzato und so weiter. Nicht? Sie können das ja sehen bei allem. So geht es jetzt also weiter. Es kommen ein paar Liegeplätze, Vereine, aber auch eine regelrechte Marina. So weit drin. Und Sie sehen auch Masten. Ja? Es ist also für den einen oder anderen Segler auch tief genug. Der Fluss Isonzo dort unten ist tief genug. Also dieses Stück, das man da fahren kann, die 800 Meter. Und auch der Kanal bis dorthin. Aber dann endet der Spaß. Wir verabschieden uns jetzt von unseren Seglern und denken an die Brücken. Ja, es gibt also zwei Brücken, die jetzt dicht aufeinander folgen und die ganz besondere Öffnungszeiten haben. Und sie müssen vorher angemeldet sein, sonst machen die nicht auf. Ja, das zeigt also schon, dass dieser Teil schwieriger zu befahren ist. Ich habe ihn befahren mit einem kleinen Boot, mit einem Schlauchboot. Ja, die Brücken konnten alle zubleiben, müssen da drunter durch, war überhaupt kein Problem. Ich kenne also das Ganze. Lohnt es sich? Nein, es lohnt sich eigentlich nicht. Also vergessen Sie diesen nördlichen Teil hier. Nach der letzten Brücke allerdings ist ein Anleger und da ist ein Gasthaus. Und bis dorthin kommen Sie auch von Grado. Nicht? Problemlos. Ja? Richtig, richtig. Okay, wir sind wieder beim Thema. Okay, man erreicht also die Lagune von Grado. Meine Nebenhöhlen machen wieder ein Problem. Entschuldigung. Man erreicht also die Lagune von Grado und manchmal findet man auch merkwürdige Wegzeichen. Sehen Sie es? Können Sie es sehen? Das Bild größer machen sollen. Also hier wird auf eine Untiefe verwiesen und man darf immerhin 12 Stundenkilometer schnell fahren. Mit 12 Stundenkilometern würde ich eine Welle werfen, da wäre alles zu spät, ja. Da wäre Land unter. Nee, das geht also nicht. Da kommt man also über diesen Isonzato, über diesen Kanal hier raus und ist dann hier bei der Klosterinsel Barbana. Die sehen Sie jetzt hier im Luftbild. Die hat ein kleines Hafenbecken, dort kann man auch essen und garantiert auch etwas trinken. Ich verrate Ihnen jetzt nicht, was. So, die Drehbrücke von Grado öffnet einmal am Tag, morgens um 8. Malusa heißt der Herr, den man anrufen muss. Finden Sie, wenn Sie die Informationen alle haben wollen, wen man anrufen kann, anrufen muss, dann verweise ich hier nochmal auf meine Literatur, wo also alles gesammelt ist und Ihnen hilft, sich da durchzufinden. Für den ganzen Teil des Nordens, der Band 1. Ja? Da ist alles drin. Schön getrennt nach Küste, Lagune, Kanal und Flüsse.
So wie die Präsentation hier auch läuft. In Grado haben wir also dieses Brückenhindernis. Die Brücke ist aber mehr als 2,50 Meter hoch. Sie wurde erneuert. Man kommt, wenn man keine, naja, sehr große Yacht hat, vielleicht runter durch. Gut wäre es, man hätte eben eine Möglichkeit, das zu messen. Mit diesem Peilstab beispielsweise, den ich beschrieben habe. Oder man ruft eben morgens bei Malusa an, lässt um 8 die Brücke öffnen, der ganze Verkehr steht und man tuckert da durch. Das ist das einzige Boot vielleicht, das durch möchte. Aber er muss öffnen. Ja, er wird vom italienischen Staat dafür bezahlt. Sie haben ein Anrecht darauf, wenn Sie sich anmelden, das geöffnet wird. Einen Tag vorher anrufen, dann macht er auf. So, die Nacht bleiben Sie auf der Klosterinsel. Es ist nicht mehr viel los dort. Es ist ein Herrenkloster, Männerkloster. So, Grado selber hatten wir vorhin schon, Altstadt, schöne Lokale, auch gute Einkaufsmöglichkeiten. Man liegt schön, wenn man direkt im Altstadthafen liegt. Und wenn man jetzt weiterfährt, dann muss man eben, wenn man auf dem Kanal weiter möchte, die Lagune von Grado und dann auch von Marano queren. Da gibt es also einen Weg. Was vielleicht noch interessant ist, ja? Bei Grado, wenn man also auf ein Segelschiff reinfährt und ein Stück links hochfährt, ja? Da gibt es auch eine Möglichkeit, da sind immer wieder so Kuhlen, also das tiefere Wasser, und da kann man auch einen Anker schmeißen. Da kann, außerhalb des Fahrwassers. Außerhalb des Fahrwassers. Ja, da gibt es auch kein Problem. Da liegt man sehr schön, man liegt da in der kleinen Inselwelt, man liegt in der kleinen Inselwelt dort. Mhm. Man kann natürlich auch jetzt nicht mit der Segeljacht, Sie kommen da nicht durch an der Stelle, 1,50 Meter haben wir hier, ja, da wird es schwierig, indem Sie müssten dann einlaufen hier bei Porto Buzo und dann rechts, da ist eben dieses Lokal, auch dort mit der Segeljacht nicht anlegen, es ist auch maximal 2 Meter bei dem Ganzen. Bleiben Sie außerhalb des Fahrwassers, werfen Sie dort Anker. Bei einer Bora sollten Sie es nicht tun, der Anker grast dort im Schlick. Also wir lagen die Nacht dort und sind um etwa 40 Meter versetzt worden. Wir sind böse erschrocken, ich bin morgens um 4 also raus. Der Prosecco, nicht? Bin also morgens um 4 raus und gucke, Mensch, das sieht ja alles ganz anders aus, was sind wir denn hier? Ja, dabei hatten wir wirklich einen schweren, großen Anker und haben viel Kette gegeben. Also sicher ist der Ankerplatz gegenüber von der kleinen Insel Anfora nicht. Trotzdem, wenn man tagsüber ankert, in das Lokal geht bei dem Ganzen, das funktioniert schon. Wenn es keinen starken Wind hat, funktioniert das auch. Wenn Bora angesagt ist oder stärker Wind, sollte man dort nicht bleiben. Laufen Sie ein Stück weiter, kommt eine Marina, gleich ein Stück weiter innen im Fluss. Dort können Sie hinfahren, der Fluss ist tief genug, da fahren Seeschiffe rein. Okay, so, die beiden Lokale, Aifiori de Tapo, kostenloser Anleger, Insel Anfora, Aikyori, kostenloser Anleger, klar, da geht es einem gut und es ist sehr schön, der Sonnenuntergang über der Lagune, sehenswert, ganz toll, es ist wirklich sehr schön. Wenn der Wirt gut gelaunt ist hier, Aikyori, dann singt er abends noch. Dann bleibt er da, schließt zwar sein Lokal, stellt noch 2 Flaschen Wein auf den Tisch, ja, aber sonst läuft nichts mehr und dann wird gesungen. Dann möchte er natürlich auch, dass Sie singen. Okay? Queren der Lagune von Marano, also das ist die Lagune von Lignano. Auch die hat jetzt ein Stück hier, dieses Stück hier. Dieses. Jetzt habe ich es. Das recht flach ist. Also auch der Teil ist eigentlich für eine Segeljacht nicht geeignet. Aber Sie können reinfahren und können bis Marano Lagunare, also wenn Sie bei Lignano reinfahren. Das funktioniert. Ob Sie Porto Maran anlaufen können, hängt von der Tide ab. Ob genug Wasser da ist, nicht? Der Hafen hat nicht zu tiefes Hafenbecken. Muss man halt telefonieren und vorher anfragen. So, man fährt also dann hier durch die Lagune durch, lässt die Aprilia Marittima dort im Eck liegen, wo sie liegt, lässt Lignano liegen, fährt hier weiter, Dalbenwege, links und rechts Pfähle, dann kommt hier wieder ein Stück, wo das fließende Wasser auf die Lagune stößt und wo es gern versandet, hier durch dann. Und hier kommt man dann auf den Tagliamento. Und da gibt es dann 2 Schleusen. Man fährt durch die eine Schleuse durch, das ist die Schleuse in Bevasana links, also Bevasana Sinistra.
Dort muss eine Fußgängerbrücke geöffnet werden. Fußgänger- und Fahrradbrücke, die wird aufgemacht. Die Zeiten, wann aufgemacht wird und wie das Ganze geht, sind schön angeschlagen, stehen schön da. Man kommt dann durch diese Schleusenanlage durch, die aus österreichischer Zeit stammt, sehenswertes Baudenkmal ist, fährt dann im Fluss Tagliamento ein Stück Fluss ab und fährt dann durch die Schleuse von Bevasana rechts. Das ist dann die hier. Und hier ist leider die segelnde Fraktion nicht ohne Schaden. Ja. Aber mal eine Frage in die Runde. Die Schleusen zeigen also Leuchtfeuer. Sie zeigen eine Ampel. Und die Ampel zeigt jetzt zwei rote Lichter übereinander. Das frage ich. Ich gebe jetzt die Antwort. Ich frage das nicht. Ich möchte niemanden bloßstellen beim Ganzen. Also zwei rote Ampeln. Ja, um Gottes Willen, da kann ich überhaupt nicht durchfahren. Gleich zweimal rot. Ja. Nein, das heißt nur, die Schleuse ist nicht in Betrieb. Es sind beide Tore offen und Sie können durchfahren. Gar kein Problem. Anders ist es, wenn die Schleuse ein Rot und ein Grün zeigt. Dann heißt es, die Schleusung wird vorbereitet. Und erst wenn beide grün leuchten, dürfen Sie einfahren. Nicht? Gut. Irgendwann hat man es mal gelernt, dann kommt die Praxis und man erschrickt. Ist so, geht jedem so. Ja, man fährt ja dauernd durch Schleusen. Ja, und jetzt gibt es in Italien plötzlich eine Ampel an der Schleuse. Unverschämtheit. Okay, also dann geht. Bei den Lagunen und bei den Kanälen braucht man dann den Binnenschein, oder? Nein. Wenn Sie den Sportbootführerschein See haben, ja, mit dem Motorboot, dann dürfen Sie auch in den Lagunen fahren. Und auch im Kanal. Und selbst im Fluss Po. Und also im Po-Delta und in der Lagune von Venedig ist sogar der Führerschein See vorgeschrieben. Da möchten die den sehen. Und da sagen sie mühsam Sportbootführerschein. Das ist für den Italiener gar nicht so einfach, dieses Wort. Aber sie sagen es. Sie sagen es. Sie kontrollieren und sagen Sportbootführerschein. Sie sagen es. Ja, das sehen die Italiener jetzt ganz anders. Das ist alles natürlich der Küstenbereich bei dem Ganzen. Und da wird, also ich bin einmal nach dem Funk kontrolliert worden, das war in der Einfahrt Porto Uso überhaupt kein Problem. Ich habe dann gesagt, dass ich zum Essen möchte, dann haben die gesagt, es ist kein Problem. Ja. Jetzt rein rechtlich wieder die Spitzfindigkeiten jetzt zu wälzen. Klar, wenn ich jetzt nur binnen fahre, wenn ich ausschließlich binnen fahre, ja, dann ist das eine andere Nummer. Dann komme ich aus dem Hinterland davor, bin zufällig da und brauche dann natürlich einen Funk, der für Binnen gedacht ist, nicht? Nach unseren Vorschriften. Weil ich muss unter deutscher Flagge natürlich unseren Vorschriften genügen. Da haben Sie vollkommen recht. Das ist richtig. Das ist auch die alte Streiterei. Darf ich als Deutscher in Italien ein Motorboot mit 40 PS, das also frei ist für Italiener, darf ich das mieten? Wenn es Ihnen vermietet wird, ja. Dann sind Sie auch versichert. Der das Boot vermietet, der hat eine Versicherung dafür. Ja? Aber aus deutscher Sicht unmöglich. Was dürfen Sie maximal fahren? 15 PS, nicht? Ja? Okay. Immerhin 15 PS. Eine Riesenentscheidung. Ganz toll. So, wenn wir also jetzt hier weiterfahren, dann kommen wir hier in Bibione raus. Hier ist also die Porto Basilege, die Marina. Es geht dann hier weiter. Manche Segeljachten schaffen tatsächlich den Weg hier hinter. Den Weg hier hinter, also an der Bibione Porto Basilege vorbei, fahren hier durch und ankern hier in der Lagune. Wie die dorthin kommen, ich weiß es nicht. Ja? Mir sind morgens schon die Fische in Panik gegen das Boot gesprungen, weil es so flach war. Ja? Also bei Hochwasser, ja, wenn eben ein Meter mehr Wasser ist und ich habe da 1,50 Meter tief, habe ich 2,50 Meter, das reicht für die eine oder andere Segeljacht schon. Ja, wenn ich risikobereit bin, es ist ja kein Seegang, es ist ja nichts. Ich bleibe halt stehen, weil ich in den Schlick fahre. So, was mache ich dann? Genau, und was passiert dann? Kann ich Ihnen sagen, das ist der Filter zu. Ja, genau. Genau. Ja, schon, man kann schon.
Wenn Sie wissen, wo Ihr Filter ist, wenn Sie den Filter selber reinigen können bei dem Ganzen, dann machen Sie es. Ja? Ziehen Sie rückwärts raus bei dem Ganzen. Und wenn Sie dann merken, dass der Motor warm wird, das sehen, merken Sie ruckartig, das geht ganz schnell. Ja, dann stoppen, liegen, aufmachen, Filter raus, Filter sauber machen, wieder rein. Ist eigentlich eine einfache Geschichte. Ja? Ich mache es beim Auto nie. Ich wusste es auch nicht. Ich bin Fluss. Wenn Sie rückwärts rausgefahren sind, dann saugt natürlich der Antrieb das rein, was Sie dort aufwühlen. Das ist bei Schlamm vielleicht noch flüssig genug. Bei Sand und Schlamm, wenn es so eine Mischung ist hier, dann wird das schon bedenklicher bei dem Ganzen. Also mir wurde das dann gezeigt. Ich bin im Schlamm gesessen, bin rückwärts raus. Natürlich, klar, dann wird die Maschine heiß. Dann habe ich den nächsten Service bin ich da angelaufen. Der hat mir dann gezeigt, wo mein Filter ist und wie ich den wechsle. Ich habe mich dann sehr geschämt. Das ist ganz easy. Es ist wirklich ganz einfach. Ja. Es ist ganz einfach. Das Brot. Nein. Der Filter wird gereinigt, der wird ausgewaschen, fertig aus, wird wieder reingesetzt. Da fließt Wasser durch. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, man kann es sehen. Ja, und es ist gut, wenn man das sieht, weil die im Hafen auch nicht immer den Service so toll machen. Also wenn man sich seinen Filter anschaut, das sollte man tun. Ja, das Boot war halt ganz neu. Und, Ja. Okay. Da kommen die Sachen mit dem Seeventil. Okay. Gut, also Masarak, kostenloser Anleger. Hier sehen Sie, wie das geht. Nicht? Hier liegen die zwischen den Pfählen. Da vorne ist auch ein Steg für größere Boote gedacht. Die kleinsten liegen aber immer am Steg, weil es besser zum Aussteigen ist. Egal, man kommt irgendwo ran, kann aussteigen. Und hinter diesem Damm beginnt der Gastgarten. Der ist wunderschön. Es gibt tolle Gerichte. Diese Creme da, diese Stockfischcreme. Als Vorspeise, köstlich, eine Köstlichkeit, Stockfisch habe ich mir davor. Muss ja was Wurstbares sein. Nein, das schmeckt ganz fantastisch. Okay, wir gehen weiter. Von dort aus fahren wir dann in die Lagune von Caorle. Kriege ich es jetzt noch? Also in die Lagune von Caorle. Im Grunde sind das alles Flüsse oder eben früher angelegte Kanäle, die sich so ausgeweitet haben. Ja, die lagunenartig groß wurden, mehr überschwemmt haben. Und früher haben die Fischer hier eben auf die Art und Weise, die ich erzählt habe, in der Lagune selber die Fische gefangen, aufgezogen, sie dann aus dem Wasser geholt. Und dann haben sie ihren Kahn mit den Fischen 24 Kilometer ins Hinterland getreidelt, bis zum Markt in Porto Quaro und dort ihre Fische verkauft. Das ist ein Stück Weg. Also 24 Kilometer am Boot treideln. Eine tolle Nummer. Ja, das war dann schon die bequeme Methode, aber die waren ja so arm, Sie können sich das gar nicht vorstellen. Also ohne den Tourismus, ohne das, was wir mit unserem Geld, wir Touristen dort verursacht haben, was dort investiert worden ist, war das eine erbärmliche Gegend. Diese Schilfhütten, da haben die drin gewohnt. Heute sind das Wochenendhäuser oder Geräteschuppen. Ja? Aber Sie können sich nicht vorstellen, unter welchen Bedingungen dort gelebt wurde. Sie erleben das noch zum Teil im Po-Delta. Ja, da gibt es noch, da sieht man noch, wie das früher war. Oder ganz am Anfang, dieses Litoral Neo Veneto, der Teil wo, mit den beiden Brücken, ja, dort gibt es noch so ein paar Hütten, da wo die Hühner rumgackern und dann noch Leute wohnen. Erst dadurch, dass an der Küste wahnsinnig investiert wurde, Hotels gebaut wurden und der Tourismus stattfand, hat sich die Gegend also so gemausert. Und es ist schön, dass es diese Wasserwege dort gibt. Sie sind einzigartig, liegen vor unserer Haustür und warten darauf, dass wir sie befahren. Gut, also, wir kommen nach Caorle, da muss eine Brücke geöffnet werden, die wird geöffnet. Wir haben hier ein sehr schönes Stück, Bocca Volta nennt sich das. Hier unten sehen Sie das Bild. Es ist ein Stichkanal, der aus der Lagune von Caorle zu einem Kanal führt, der als Litoranea Veneta dann weiterführt. Natürlich heißt der ganze Kanal nicht Litoranea Veneta. Jedes Stück hat dann extra Namen. Das ganze Gebilde wird so bezeichnet, ja. Aber ich kann jetzt nicht mit den einzelnen Namen auch noch hier aufwarten. Es ist einfach zu viel. So, man kommt hier nach Caorle, hat hier ein Orologio. Hier wird eine Brücke aufgemacht. Ja, der antwortet nicht am Telefon. Sie rufen an, niemand nimmt ab. Der antwortet nicht. Aber er kommt, weil Ihr Anruf wird registriert.
Der weiß, aha, es ist einer an der Brücke und wenn die Zeit stimmt, kommt, dann macht sie auf. Aber es ist frustrierend, nicht? Er nimmt den Hörer nicht ab. Sie denken, die erreichen den gar nicht, sie rufen 3-4 Mal an. Übernachten. Das Ausflugsboot kommt durch und dem muss er öffnen bei dem Ganzen. Es gibt also eine Chance, durchzukommen. Ja? Ich komme immer durch. Ich komme durch. Man braucht manchmal ein bisschen Geduld, muss auch wissen, wie das geht, dann ist es ein bisschen eigenartig, aber man kommt durch. Besonderheit. Was noch interessant ist, bei dieser Marina Orologio. Richtig. Und das hat man nämlich öfters, dass man denkt, oh, jetzt möchte man einen Schutzhafen aus und wir bereiten dabei es zu. Die machen aber auf. Die machen aber auf, also auf alle Fälle sicherheitshalber anrufen. Ja, sicherheitshalber anrufen. Das ist genauso bei der anderen Marina, die es dort gibt, hier Porto Santa Margherita. Auch die haben diese Fluttore, diese Schutztore, die sie zumachen. Und das gibt es noch weiter im Süden auch. Und es gibt auch Schleusen, die nur dann zumachen, wenn Hochwasser ist. Dass das Hochwasser, das vom Meer reindrückt, nicht in die Kanäle läuft und das ganze Land überschwemmt. Ja? Die meisten dieser Schleusen sind offen. Die Schleusen, die zu sind, die habe ich vorhin gerade gezeigt, die also extra geöffnet werden manchmal. Die unteren Schleusen waren eigentlich nie geschlossen. Ich habe es nie erlebt. So, die Besonderheit Boca Volta wollte ich noch schnell erklären. Also hier ist ein Stichkanal, der führt aus der Lagune von Caorle eben dann in den Kanal, der nach Caorle reinführt. Dieser Kanal heißt dann später Canale Orologio, das ist der Uhrmacherkanal. Orologio ist der Uhrmacher. Okay. Aber diese Schilfhütten dort, diese Ansammlung ist sehenswert. Das ist eigentlich der sehenswerteste, pittoreskeste Teil, den ich auf der Fahrt hier habe. Ist wirklich toll. Die Fischer sind heute, sind das Wochenendhäuser. Die wohnen dort am Wochenende, ist das ganz belebt. Können Sie sehen. Ja. Unter der Woche ist da weniger los, aber es ist malerisch. Sie fahren da durch, Sie können auch anlegen. Um die Ecke rum im Kanal ist gleich links ein Anleger. Da gibt es ein Hofgut, das heißt Falconera. Da kriegt man auch was. Okay? So, jetzt kommt da diese Brücke von Caorle. Hier ist sie. Es ist genau angeschlagen, wie das Ganze funktioniert, welche Zeit und so weiter und so fort. Jedes Jahr steht eine andere Telefonnummer dort. Ja, es steht zwar auch in meinem Buch, die Telefonnummer, ob die noch geht, ich weiß nicht, aber es ist angeschlagen. Ja, es ist auch immer ein anderer, der scheinbar den Dienst macht hier. Die Brücke wird von Hand geöffnet, der geht also im Kreis, der steckt da so einen Steckschlüssel rein, so einen großen, und dann geht er im Kreis. Und dann öffnet sich die Brücke langsam. Vorher wird natürlich gesperrt, gehen Schranken runter, Ampel geht für die Autos auf Rot, fairerweise, und dann macht er die Brücke auf. So, und das hier ist die Darsena Orologio. Sie liegt zentrumsnah. Von dort aus können Sie nach Caorle gehen und können die kleinen, in Caorle, da diese kleinen Gassen, schauen wir doch im nächsten Bild, sich anschauen. Können sich die Kirche anschauen, können an dieser Mole oben entlang gehen, die Künstler auf der Landseite gestaltet haben. Jedes Jahr gibt es dort einen Wettbewerb und die machen aus diesen Steinen, die dort aufgeschüttet sind, Kunstwerke. Ja, und ganz am Ende, diese kleine Insel, Santa Maria di Angelo, das ist ein Leuchtturm gleichzeitig. Und eine schöne kleine Kirche. Und hier der besondere Kirchturm von Caorle. Er ist nicht ganz so schief wie andere. Okay, und diese Gässchen. Also Caorle ist wirklich schön anzuschauen. Sie sind aber meistens nicht alleine. Da ist schon was los. Okay. Da war alles leer. Da war nichts. Da haben sich über jeden Gast gefreut. Ja, da sind sie ins Lokal reingetragen worden. Ich habe eine Standleitung gelegt hier für Musik. Es ist eine schlimme Zeit, die wir da durchlebt haben. Und man muss ja an die Zeit denken, die wir davor hatten, nicht? Diese grenzenlose Freiheit. Ja, und wie wir uns bewegen konnten. Und im Grunde mussten wir auf nichts Rücksicht nehmen. Plötzlich ist alles anders. Und denken wir dran, auf dem Boot sind wir eigentlich am geschütztesten. Nicht? Da sind wir unter uns, ja, an der frischen Luft. Nicht? Da wäre es wirklich, da müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn man sich dort ansteckt. Welche App empfehlen Sie denn, wenn man jetzt so eine Fahrtroute ausrechnen möchte? Da gibt es ja so Apps, wo man die Wege
die Kanalwege. Ja, oder überhaupt jetzt. Wenn Sie die Kanalwege wissen möchten, nehmen Sie am besten die Hausbootkarte. Da sind die ganzen Distanzen aufgeführt. Bei dem. Da kann man dann planen, nicht? Weil man sagt, also Hausbootfahrer sind nicht die erfahrensten Bootsleute. Das sind auch Leute, die jetzt dann sagen, jetzt nehme ich mal ein Hausboot. Das ist ja führerscheinfrei. Ja, und damit fahre ich. Ja? Dann springen die im Hafen natürlich so hoch, wenn sie merken, dass da einer reinfährt, der gar keine Ahnung hat. Gibt es, die Hausboote werden vermietet. Und die Leute haben auch Recht, damit zu fahren. Die fahren auch langsam. Sie sind aber tückisch. Hausboote können tückisch sein. Es gab vor 5 Jahren einen tödlichen Unfall auf dem Fluss bei Jesolo, beim alten Jesolo. Ein Schweizer Ehepaar fuhr, die erste Brücke wurde geöffnet, da sind sie durchgefahren, Fluss runter, ja, flussabwärts. Die zweite Brücke war noch nicht offen. Er konnte das Hausboot nicht stoppen. Seine Frau am Bug hat versucht, das Boot zu stoppen bei dem Ganzen und wurde eingequetscht zwischen Boot und Brücke. War ein tödlicher Unfall. Also, so ganz unbedacht hier auf ein solches Vehikel zu steigen, sollte man nicht. Man muss wissen, was im Fluss passiert. Und dass 40 PS für so ein großes Boot halt eine Motorisierung ist, die nicht jedes Manöver erlaubt. Also bremsen flussabwärts. Schwierig. Ja? Das ist schwierig. Mhm. Gut, also die Hausbootkarten, die haben diese Distanzen, da können Sie es rausnehmen bei dem. Und ansonsten können Sie ja die Distanzen von Ort zu Ort nehmen. Nehmen Sie halt dann noch einen Zuschlag dazu von 30% oder sowas, dann liegen Sie gar nicht so falsch. Nicht? So weit sind die Umwege gar nicht, auch wenn es da so aussieht. Okay, der Kanalweg von Caorle, der führt jetzt wieder weiter und führt nach Brian. Und dort gibt es ein Lokal mit Anleger, wo ich also, wenn ich dort essen gehe, kostenlos liegen bleiben kann. Es wäre aber überhaupt kein Problem, dort liegen zu bleiben, auch ohne Essen. Das ist denen auch egal. Die sind so nett, dort in Brian, die Menschen. Gar kein Thema. Nicht? Das Lokal sehen Sie hier unten. Das heißt Dalma Kantin. Es gibt es eigentlich schon lange. Das hieß früher anders. Es hat noch den gleichen Besitzer. Heute ist der Anspruch ein bisschen höher geworden. Was ist in Brian besonders? In Brian gibt es ein Doppelwehr und eine Schleuse. Es gibt auch ein Schleusenwärterhäuschen. Da wohnt keiner mehr drin. Das Wehr wird irgendwann mal betrieben für irgendwelche Arbeitsboote, aber nicht für den Tourismus. Sie kommen hier nicht durch. Ja? Es gibt eine aufgelassene Brücke, Drehbrücke hier. Warum ist die aufgelassen? Weil mittlerweile eine Betonbrücke sich mit 9 Meter Höhe rüber über den Kanal schwingt. Und es geht dann weiter nach Torre di Fine, liegt weiter dann im Landesinneren auf diesem Weg. Wir nähern uns jetzt Venedig an, nicht? Richtung Venedig geht es. Und dort gibt es ebenfalls eine Drehbrücke und das sind die freundlichsten Brückenwärter, die ich kenne. Die freuen sich, wenn sie für sie die Brücke aufmachen dürfen. Wirklich. Wirklich. Der andere ist ganz grantig, der da von Hand hier da im Kreis gehen muss. Immer, und die freuen sich. So, und da finden Sie dann auch ein Stück weiter dann, passieren Sie den Hochwasserschutz, die Schleuse Revedoli. Nicht? Die ist also, wenn kein Hochwasser ist, ist die Schleuse offen und Sie kommen da durch und Sie erreichen den Fluss Piave. Und jetzt haben wir es. Jetzt fahren wir den Fluss Piave eben ein Stück runter. Auf der Piave ist dieses Unglück passiert, das ich gerade geschildert habe. Bei Jesolo gibt es ein paar Brücken. Eine Fußgängerbrücke geht im Ganzen nach oben. Das ist also toll, eine tolle Konstruktion. Ja. Die anderen Brücken sind normale Klappbrücken. Mit dem. Die Gemeinde macht das, die öffnet, da müssen sie auch anrufen, da steht das Schild. Die kommen dann, wenn sie 1,5 Stunden gewartet haben, dann kommt da endlich mal einer und macht auf. Es ist halt so. Man braucht auf dieser Fahrt, wenn man auf dem Wasser durch die Kanäle fährt, braucht man Zeit. Darum sollte man immer was zum Essen und zum Trinken an Bord haben. Das ist immer wunderbar. Nicht? Ein solcher Aufenthalt eignet sich hervorragend für eine kleine Mahlzeit. So, dann kommt die Schleuse von Cortellazzo. Auch dort steht, wie sie geöffnet wird. Und es geht dann weiter auf dem Weg von Nord nach Süd auf dem Kanal Cavetto. Der führt schnurgerade führt er rüber. Und sie erreichen dann das alte Jesolo und erreichen dann den Fluss Sile danach. So, und dann geht es den Silefluss ab. Kurz vor Cavallino geht es dann rechts durch eine Schleuse, steht wieder ein großes Schild, wie die Schleuse öffnet und wann sie öffnet. Wenn sie einmal hupen, dann winkt er ihnen aus dem Schleusenwärterhaus und freut sich, dass er sie durchfahren lassen kann. Ganz toll.
Und dann kann es schwierig werden. Schleuse Cavallino, die macht also auf, wie gesagt hier, das sind wieder die beiden roten. Sind sie rot? Ja, okay. Also wenn offen wäre, könnten sie durchfahren. Wenn zu ist, müssen sie halt warten, müssen halt ein Schallsignal geben. Ein langes Schallsignal, sagt er ja hier rechts, nicht? Dann ist alles in Ordnung. Dann kommt der Anleger Cavallino danach. Dort kommen sie in das alte Zentrum von Cavallino, da gibt es auch gute Lokale. Und der Canale Pordelio, der führt dann bis in die Lagune von Venedig, wenn diese Brücke nicht wäre. Denn diese Brücke wird ungern geöffnet. Warum? Da fließt eine Menge Verkehr darüber. Die einzige Verbindung, die es gibt. Und da gibt es ganz besondere Brückenöffnungszeiten. Und wenn irgendein Unfall ist oder sowas und da muss das Sanitätsfahrzeug da fahren, also mit Blaulicht oder die Feuerwehr oder sonst jemand, dann lassen sie die Brücke zu, dann stehen sie da. Da geht es da auch nicht weiter. Es gibt einen Umweg, den man fahren kann. Die Lagunenkarte zeigt ihn. Das ist halt ein Stück weiter, aber man kann dieses Nadelöhr umfahren. Zeigen übrigens auch die Karten für Hausbootfahrer, ja? Wo man da fahren kann. So, jetzt sind wir also in der Lagune von Venedig und die können wir natürlich jetzt hier queren. Und ab hier etwa können wir auch wieder mit den Seglern rechnen. Plötzlich sind sie wieder da, nicht? Und fahren mit uns hier runter. 3,5 Meter Wassertiefe bis Chioggia. Ein malerisches Stück, wunderschön. Es lohnt sich, das zu fahren. Ich fahre nach Venedig mit meiner Segeljacht und fahre dann innen nach Chioggia. Eine tolle Nummer. Wenn ich jetzt weiterfahren möchte, dann muss ich von Chioggia aus durch die große Schleuse von Brondolo. Also ich fahre um Chioggia um die ganze Altstadt rum, führt der Weg, Kanalweg um die Altstadt rum und gehe dann durch die Schleuse von Brondolo runter auf den Fluss. Und es gibt eine alte Schleuse und daneben haben sie eine neue Schleuse gebaut. Das zieht sich jetzt fort. Auch die anderen Schleusen, die jetzt folgen, haben eine alte Schleuse und daneben einen Neubau. Ja, die alte Schleuse funktioniert noch, aber sie hat eben dem Ansturm, der jetzt dort herrscht, nicht mehr standgehalten. War dafür nicht mehr zu gebrauchen, musste repariert werden. Heute haben sie zwei Schleusenkammern nebeneinander, alt und neu, und können eine Schleuse reparieren, neue Tore reinhängen, sonst was machen. Und der Verkehr geht trotzdem weiter. Wir haben hier den Fluss Brenta hier oben. Also das ist der Fluss, wo man über diese große Schleuse dann reinkommt hier, Brenta. Die Brenta, also dieser Teil ist nicht zu erreichen vom Wasser her, weil eine Eisenbahnbrücke so mit 1,80 Meter über den Fluss führt. Ja, da hat also das eine oder andere, die eine oder andere Motorjacht auch ein Problem. Und hier am Fluss Etsch Adige, die Etsch, habe ich zwei gegenüberliegende Schleusen, die die Kanäle bedienen. Ich komme von einem Kanal, ja, fahre auf den Fluss Adige und fahre gegenüber durch die andere Schleuse, wie mit dem nächsten Kanal. Diesen Fluss kann ich ein Stück hochfahren, da gibt es auch eine Marina. Auch mit der Segeljacht. Lohnt es sich? Es ist nichts. Ja? Ist eine Marina irgendwo im Nirgendwo. Ist halt grün. Ja? Also dorthin extra zu fahren als Ziel, es lohnt sich nicht. Jetzt bin ich hier unten angelangt und für mich ist hier der Littera Neo Veneto zu Ende. Er führte direkt in den Po di Venezia über die Bikonka, die Volta Grimana. Bikonka sind zwei Schleusenbecken aneinander, eine Doppelschleuse, ein Riesending. Auf dem nächsten Bild sehen Sie jetzt Alt- und Neubau von diesen Schleusen am Fluss Adige. Ja, die alte Schleuse hier, die neue Schleuse hier. Und wenn Sie das befahren wollen, dann gibt es da spezielle Karten dafür, die Sie haben sollten. Diese Karte zeigt uns jetzt, dass wir uns einem anderen Fluss zuwenden, nämlich einem anderen Kanal zuwenden, nämlich dem Naviglio del Brenta. Hat mit dem Fluss Brenta nichts zu tun. Ja? Es wird auch oft gesagt, es wäre die Riviera della Brenta, also andauernd Brenta, aber es ist nicht der Fluss, sondern es ist ein Kanalweg. Dieser Kanal führt nach Padua, ist wunderschön zu befahren, auch mit dem Hausboot. Sie brauchen Geduld. Es werden viele, viele Brücken geöffnet und es sind ein paar Schleusen. Es ist alles aufregend.
Die Brückenkonstruktionen sind sehenswert. Also eine Fußgängerbrücke wird im Ganzen als Zahnstange, die unten dran ist, über die Hauptstraße gekurbelt. Ja, muss man gesehen haben, aber wirklich ganz toll. Und es gibt das Schleusenhaus von Strah. Durch das müssen Sie durch. Keine Angst. Es ist 7 Meter breit, das Wasser ist 2 Meter tief und die lichte Höhe sind 4 Meter. Also Hausboot kommt durch. Ja? Es sieht nur so eng aus, aber man kommt durch. Hier sehen Sie jetzt den Fluss. Und was? Hier sehen Sie den Kanal. Hier sehen Sie den Kanal, also diesen Naviglio del Brenta, mit vielen, vielen Schleusen und vielen Brücken. Wenn Sie den anrufen, dass er die Brücke öffnet, dann öffnet er alle Brücken für Sie. Er fährt nur nicht immer neben Ihnen her. Ja, also er verschwindet, weil irgendwo anders einer schon früher angerufen hat und macht dann dort auf, kommt wieder zurück, macht die nächste auf, Sie fahren die nächste Kurve rum, die nächste Brücke, irgendwann kommt er. Sie müssen noch einmal anrufen. Ja, er begleitet Sie. Das Bemerkenswerte ist, dass hier nach Fusina diese Schleuse, die hier oben in der Zeichnung abgebildet ist, ist die älteste Schleuse Europas. Früher war das sogar ein Schiffshebewerk, ein ganz frühes. Über Rollen wurden früher die Boote reicher Venezianer von Pferden da hochgehoben, hochgezogen, kamen dann in diesen Brenta-Kanal und dann hat man seine Sommervilla erreicht, die an diesem Kanal gebaut war. Spricht der auch Englisch, der Schleuse da? Also alle, die jetzt mit dem Tourismus zu tun haben, verstehen auch ein paar Brocken Deutsch. Der weiß schon, wenn Sie ihn anrufen, warum Sie dann, der will nur wissen, wo Sie stehen. Das müssen Sie halt wissen, das müssen Sie ihm sagen. Er fragt dann auch danach. Die kommen dann schon. Also es funktioniert. Und die Schleusenwärter helfen Ihnen auch noch. Es sind kleine Schleusen, gemütliche Schleusen. Geht gemütlich zu. So ein Schleusenvorgang, so ein kleiner, und der Schleusenwärter wird Ihr Freund in der Zeit, weil er mit Ihnen spricht. Ja? Also es geht auch in Deutsch. Überall dort, wo Tourismus ist, kommen Sie im Norden mit Deutsch auch zurecht. Englisch, ab Ravenna weiter runter. Dort können Sie Deutsch vergessen. Dort sind Sie dann auf Englisch wirklich angewiesen. Weiter im Süden, Englisch. Hier oben, Deutsch. Gut. Und es gibt auch noch einen Kanalweg zu den Colli Euganei, zu den euganeischen Hügeln. Das möchte ich jetzt nicht weiter strapazieren. Da gibt es eine Schleuse, die also 9 Meter hoch geht hier bei Battaglia. Muss ich 24 Stunden vorher anmelden. Ja, so sieht die aus. Ist ein Monster für diese Gegend. Und es gibt den Weg jetzt um die euganeischen Hügel herum mit dem kleinen Boot oder Paddler. Eine ganz tolle Geschichte. Ich komme nach Padua und ich fahre wieder nach Padua auf einem großen Umweg. Die euganeischen Hügel. So, und jetzt gibt es noch die große Herausforderung. Ich möchte nach Mantua. Nicht? Mantua liegt ein ganzes Stück, über 200 Kilometer im Hinterland. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Für die Mutigen, Fluss Po, aufwärts. Ist ein Abenteuer. Für die, die sicher gehen wollen, dass sie auch ankommen und der Wasserstand hier reicht, eben gibt es diesen Canale Bianco. Und wir sind immer noch bei den Kanälen. Der Canale Bianco führt von Porto Viro, Einfahrt Albarella, weiter, ja? Von Porto Viro aus direkt rauf, fast bis Mantua. Die letzte Schleuse, die runterführen würde auf den See bei Mantua, an dem die Altstadt von Mantua liegt, die ist zwar in der Planung, aber bisher nicht realisiert. Also muss ich vorher, nämlich hier, eine Schleuse runter und dann über den Mincio nach Mantua weiter. Und der Mincio, gut, wir sind beim Kanal, nicht? Aber der Mincio ist ein Fluss. Das ist das letzte Stück nach Mantua, ist wunderschön. Der schönste Fluss. Sie fahren durch Seerosenseen. Bei uns wäre das verboten, dürften Sie dort nicht fahren. Sie sehen Wasservögel, die Sie nirgendwo sehen. Sie sehen Fische, also Forellen, Riesendinger, die da drin sind. Kaltes Wasser, nicht? Sprich für kaltes Wasser.
Und sie kommen wirklich in Mantua an und fahren in den alten Festungshafen Porto Catena. Und dort gibt es zwei Clubs mit Anlegemöglichkeiten und allem, was sie brauchen. Und von dort aus kann man fußläufig hier nach Mantua rein. Also der Weg nach Mantua, wenn Sie das richtige Boot dafür haben, dann sollten Sie sich das vornehmen. Es gibt eine spezielle Karte dafür, Hausbootkarte, nicht? Den Hausbootfahrern wird also dieser Weg hier eröffnet über den Canale Bianco nach Mantua. Und so sieht es dann aus auf diesem Canale Bianco. Das ist ein mächtiger Kanal, der ist gebaut worden für große Frachtkähne, weil das Industriegebiet von Mantua, das erreiche ich, aber nicht die Altstadt von Mantua, die liegt tiefer, nur 9 Meter Unterschied. Und da sieht es am Schluss sieht es so aus. Sie fahren über den Canale Bianco, fahren dann hier runter, gehen durch die Conca San Leone, die hat eine ziemlich große, einen Hub, 9 Meter, und fahren dann diesen Kanal hier weiter. Hier sind Sie schon auf dem Fluss, auf dem Mincio, fahren hier durch die kleine Schleuse, durch die hier. Die hat Schrägen, Sie können nicht festmachen während der Schleusung. Sie müssen also mit Motorkraft das Boot in der Mitte halten vor der Schleuse. Ist ein bisschen eine Herausforderung, funktioniert aber. Und dann geht es eben weiter über einen Kanal, über den Fluss Mincio bis in den Lago Inferiore und hier direkt in Mantua in den Porto Catena. Der Hafen wurde... Bitte? Das ist der Fluss Mincio. Ja, ist die schönste Flusslandschaft, die ich kenne dort. Ja, ist also eine ganz tolle Fahrt, Canale Bianco. So, jetzt gibt es natürlich noch einen weiteren Kanalweg, den Idrovia Ferrarese, das ist der Wasserweg nach Ferrara. Kann man auch machen, kann man auch mit dem Hausboot machen. Man fährt hier durch, fährt hier nach Ferrara, so geht das. Da gäbe es eine zweite Möglichkeit, wenn man hier den Weg hier nimmt. In Codigoro ist eine Drehbrücke, die es ursprünglich gab, durch eine große Stahlplatte ersetzt aus dem Haus. Nicht? Und die Hausbootfahrer drehen enttäuscht um. Es geht nicht weiter. Es ist eine Sauerei. Und zwar deswegen, weil ein Stück weiter auf diesem Teil des Kanals sind diese Hubbrücken, die modernsten, die es gibt, mit Mitteln der EU gebaut worden. Die nützen nur niemand was. Ja, Codigoro hat diese alte Drehbrücke, die sie hatten, durch eine große Stahlplatte einfach zugemacht. Aus ist, ja, was habe ich, 1,80 Meter? Da komme ich nicht durch, ne, bei dem Ganzen. Danach gäbe es dann die tollsten Konstruktionen, wo die Brücke nach oben geht an diesen Pylonen. Sie sehen das hier, ja, wo ich durchkäme. Ich vermute nur, dass Codigoro die EU erpresst und sagt, wir brauchen auch Geld, nicht? Wir wollen auch so eine Brücke haben. Es ist unmöglich, wirklich. Danach kommt eine Eisenbahnbrücke in Codigoro und die öffnet. Eine Eisenbahnbrücke als Drehbrücke. Das ist also schon eine Besonderheit. Ja? Ich habe mich da draufgestellt, habe da fotografiert. Dann geht die Tür auf von dem Bahnwärterhaus, das da ist. Und eine Frau kommt raus und sagt, hier, das ist eine intakte Bahnlinie. Da kommt der Zug. Sie dürfen da nicht rumlaufen, um Gottes Willen. Ja, ich habe gedacht, ich habe nichts dabei gedacht. Ja. Ist immer so, man denkt nichts dabei und dann passiert es. Gut, die Brücken, die dann nach Ferrara führen, sind dann hoch. Also Hausboote kommen durch. Der Stadthafen von Ferrara hat nur noch ein kleines Loch, in das Sie anlegen können. Nämlich da liegt ein altes Schiff da drin als Restaurant. Neben dem können Sie festmachen. Das sonstige, sehr große Becken ist total versandet. Am Ende des Beckens, aus dieser Fahrtrichtung, gibt es noch eine Werft, einen Werftbetrieb. Dort ist es auch tief genug. Aber das große Becken, und das hat sich niemand gekümmert, das ist heillos versandet, schade. Ferrara ist sehenswert, eine sehr schöne Stadt. Wir sehen es bei den Flüssen. Ich strapaziere Sie von der Zeit her. Wir sind schon nach 9. Overflow? Zu viel? Also das Flusssystem selber, wenn man sieht hier, ist die Übersicht bei dem Ganzen. Man sollte es nicht außer Acht lassen, es bietet viele Möglichkeiten. Ja, vielleicht kann ich mich auch ein bisschen beeilen bei dem Ganzen, aber ich bedanke mich für Ihre Geduld. Ich finde das ganz toll. Ich sehe keine Anzeichen von Ermüdung.
Keine Schnarchgeräusche. Nehmen Sie den Kopf wieder hoch. Okay. Also der erste Fluss, den Sie auch mit dem Segler befahren können, ist der Fluss Corno. Der Einfahrt Porto Buzo ist eine Einfahrt für die Großschifffahrt hier, mindestens 5 Meter, die Sie haben. Eigentlich ist die Solltiefe bei 9 Metern liegend. Das trifft also nicht immer zu, aber bei 5 Metern ist ausreichend tief. Es gibt mehrere Marinas, die hier liegen. Das sehen Sie hier. Und diese Marinas sind eigentlich am einfachsten zu erreichen von Norden her. Das wären die ersten Marinas. Liegen am Fluss Corno. Sie haben ein Stück Flussfahrt vor sich. Sie sehen, hier ist die Einfahrt, hier Porto Buzo. Hier geht es rein. Hier ist die, dann der, ach so, Moment, jetzt, Entschuldigung. Also hier ist die Einfahrt Porto Buzo. Hier geht es rein, hier ist der Dalbenweg, der führt nach San Giorgio di Nogaro. Marina San Giorgio, bestimmt schon gehört, ein stehender Begriff, liegt dort im Fluss. Ja, ist für Segler erreichbar, es ist tief genug bis San Giorgio di Nogaro fahren Seeschiffe. Gar kein Problem. Ja, also was für Segler? Okay, ein Fluss für Segler. Gut, hier liegen dann die Marinas, Sie sehen das. Das sind schöne Marinas, die hier liegen, weiter oben auch mit Tankstelle. Es gibt auch die Marinas dann mit guten Lokalen, also San Giorgio weiter oben und so. Und San Giorgio di Nogaro ist ein schöner kleiner Ort. Aber der untere Teil hier, da ist außer der Marina nichts. Die sind nur einfach zu erreichen von Norden her. Okay? So, es gibt dann noch einen anderen Fluss. Gehen wir nochmal schnell zurück. Fluss Corno und es gibt noch die Aussa. Einen Moment, ich darf nochmal zurückgehen. Entschuldigung, ich habe den hier unterschlagen. Also Corno geht hier hoch, hat deutlich mehr Marinas und deutlich mehr Infrastruktur für Yachten. Es gibt aber auch hier den Fluss Aussa, der ebenfalls mit dem Segler befahren werden kann. Und hier gibt es eine Marina und eine Möglichkeit anzulegen vor einer Brücke. Bei der Brücke ist dann für Segler Schluss. Man kann aber weiterfahren bis zum nächsten Ort. Okay, wir waren weitergesprungen, wir sind schon weiter. So, jetzt kommt der Fluss Stella. Sie sehen, der geht also hier von der Lagune aus. Wenn ich hier weiterfahre, komme ich zur Aprilia Marittima. Hier fahre ich aber hier hoch, hier rein, muss ich hier vorsichtig sein, denn hier versandet der Fluss gerne, ist die Mündung in die Lagune. Habe ich schon ein paar Mal erzählt. Da ist dann, da sind die Rettungsdienste immer ganz wild drauf, dass sie hier einen abschleppen können. Man sollte also schauen und seinen Tiefgang kennen. Hat man mehr als 1 Meter Tiefgang, ist es ratsam, dass man eben Hochwasser hier abwartet. Okay, dann fährt man hier hoch. Hier oben ist die Marina Stella und hier ist dieser Flugplatz, Biancada, sehen Sie? Und da ist auch das Lokal. Ja, es ist also wirklich sensationell. Wobei das Lokal selber hier, Al Fiume Stella, auch sehr nett ist, auch gut ist. Die Liegeplätze mit Wasser und Strom hier geboten sind. Der Fluss selber hat eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 12 Stundenkilometer und er ist in Teilen malerisch. Die Marina Stella sieht so aus. Ja, ist schön. Und man kann weiter hochfahren bis Brecenico und da hindert dann diese Fußgängerbrücke einen am Weiterfahren eigentlich. Man kann noch weiter mit einem kleineren Boot. Ja. Aber kommt da noch viel Sehenswertes? Im Grunde ist hier in Brecenico das Ende ganz gut gesetzt. Der nächste Fluss ist der Tagliamento. Hört sich gewaltig an. Tagliamento muss was ganz Wildes sein. Man sieht ihn auch, wenn man über die Grenze fährt und runterfährt, meistens ohne Wasser. Wie sieht der Tagliamento aus? Das ist die Mündung. Marina Uno liegt hier. Und hier mündet der Tagliamento ins Meer. Bei dem Ganzen geht hier hoch, Marina Uno, es liegt hier, dann geht der Fluss hier rum. Da ist das Ristorante Da Villi mit dem Anleger, sehr empfehlenswert. Marina Porto Verde, sehr nett. Marina Porto Verde bietet einen Frühstücksdienst. Sie kriegen morgens das Frühstück, das sie bestellt haben, ans Boot geliefert. Ganz toll und Fahrräder kriegen sie dort auch. Und dann gibt es die Marina Azzurra. Die Marina Azzurra ist ganz neu und ist eigentlich kein Yachthafen. Was ist das? Ein schwimmendes Hotel im Grunde. Das Neue, was hier
im Flusstal der Mento liegt, sind sogenannte Floating Homes, schwimmende Bungalows. Hier eine Marina Uno, ja, liegen sie. Dann gibt es an der Marina Uno jetzt eine Brücke, eine Fähre für Radfahrer und Fußgänger. Also ich kann von Lignano aus jetzt nach Bibione rüberfahren, durch diese Fähre. Ja? Und das ist die Marina Azzurra, die hat dann auch diese Floating Homes. Die liegen hier, sind ein bisschen größer, sehen anders aus. Ja, ist eine reine Marina nur mit Floating Homes. Ob sich das lohnt, ob sich das bezahlt macht, ich weiß es nicht. Aber viele Menschen wünschen sich das, dass sie mal auf dem Wasser schlafen. Okay? Wir haben eine Geschwindigkeitsbeschränkung hier von 10 Stundenkilometern. Klar, diese Floating Homes vertragen natürlich nicht zu starken Wellenschlag. Das versteht man. Wird übrigens von der Polizei von Bibione gemessen. Ja? Schön Radarmessungen. Und sie sind richtig schön dran und dürfen bezahlen. Und hier gibt es keine Verwarnung. Hier gibt es gleich Bargeld. Lacht. So. Dann haben wir hier noch diese beiden Schleusen. Nicht? Und der Fluss geht da mitten durch das Gesamte. Es gibt auch einen sehr schönen Radweg, den Tagliamento entlang. Dieser Dammweg, der früher zum Dreideln verwendet wurde, ist natürlich ein idealer Radfahrweg heute. Bitte? Okay, mein Vortrag ist zu lang, ich sehe schon. Der Fernseher streikt. Eine Taste. Wo haben wir? Okay. Da muss ich das den anderen schnell sagen, weil die haben. Ja, okay. Dann gibt es noch den Fluss Lemene. Der führt aus der Lagune von Caorle hier nach Porto Quaro. Und Porto Quaro ist sehenswert. Schauen Sie sich das Rathaus hier an mit den ghibellinischen Zinnen und die Palmen. Und der Kirchturm ist ganz schief. Die Brücken machen tatsächlich auf und Sie können hier anlegen, entweder vor der Brücke oder nach der Brücke. Hier ist ein kleiner Hafen. Dann warten wir auf die Regie, die eingreifen muss. Ah, wir sind schon wieder da. Okay. Wir haben drei Leute in der Regie da hinten drin. Ja. Genau. So, jetzt haben wir hier noch den Fluss Livenza. Geht hier rein. Bei Caorle führt hier rum, führt hier durch. Hier ist eine Drehbrücke, die also geöffnet wird, eine Klappbrücke. Und hier gibt es ein Weingut. Für das Weingut ist es wirklich wert, da reinzufahren. Fahren Sie rein. Das Weingut heißt Ca' Corniani, hat einen Anleger. Und ist ein sehr großes Gut, hat ab und zu richtige Feste. Man kann dort über Nacht liegen bleiben, gar kein Problem. Es führt noch ein anderer Weg hier ohne diese Klappbrücke dorthin. Ja, da darf man aber nicht zu hoch sein. Hier die Brücke ist nur 3 Meter, geht mit 3 Metern über den Kanal, wie man seitlich dann noch reinkommt. Eine Karte zeigt Ihnen, wie das geht. Fährt man weiter, kommt natürlich auf der Livenza, San Stino di Livenza und die ganzen kleinen Orte. Bei dem natürlich auch die Brücken, aber die sind alle sehr hoch. Und man kommt bis Motta di Livenza. Das ist weit im Hinterland. Das ist weit im Hinterland. Also man kann wirklich weit fahren, wenn man sich traut und wenn man ein entsprechendes Boot hat. So, dann haben wir den Fluss Piave. Lohnt sich der Piave nur als Umweg, wenn hier Schleusen geschlossen werden oder das hier nicht geht. Wenn der Kanalweg hier nicht geht, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als hier hochzufahren, hier durch die Schleuse in dieses Flussbett, die alte Piave, und hier durch die Schleuse in die Lagune von Venedig. Ja, als Umweg. Aber ihn extra zu befahren, nur weil man nach San Donato die Piave fahren kann, das lohnt sich nicht. Der Fluss ist schnurgerade und bietet eigentlich nicht viel. Am Unterlauf gibt es 2 Marinas und ein Lokal. Es gibt eine Schwimmbrücke, die geöffnet wird. Tatsächlich, die machen wirklich auf und das ist Aufwand, wenn man das mal gesehen hat. Also eine Pontonbrücke. Und sonst ist der Flusslauf, wie er hier zu sehen ist, nicht besonders toll. Geht man aber über diese kleine Schleuse hier auf den, bei Musile di Piave hier auf diesen kleinen Fluss, kommt man wunderbar in die Lagune und das hier wäre San Donà di Piave, der Anleger.
Wer den Bellini kennt und schätzt als Getränk, Pfirsich und Prosecco, nicht? Bei dem Ganzen in San Donato di Piave wird das Original abgefüllt. Das ist das Einzige, was ich von San Donato di Piave weiß. Okay? Hier ist der Weg gezeigt, wie man dann auch in die Lagune kommt. Sehen Sie, bei Burano und Torcello kommen Sie dann raus, wenn Sie den Weg hier nehmen. Fiume Sile. Fiume Sile. Der Sile ist ein sehr schöner Fluss, sehr gemütlich zu befahren, mit kleinen Orten, mit vielen Lokalen, wo man anlegen kann. Lädt ein, ja, ist eine wunderschöne Fahrt. Ich würde sagen, 3 Tage sollte man sich Zeit nehmen. 1 Tag zum Hochfahren, 1 Tag zum Bleiben, 1 Tag zum Runterfahren. Das ist diese Klappbrücke, nicht? Das ist die Fußgängerbrücke, von der ich erzählt habe, die als Ganzes da nach oben weggeht. Die anderen, die Drehbrücken. Hier ist der Unfall passiert an dieser Brücke, von dem ich da erzählt habe. Okay, es gibt natürlich, weil das alte Treidelwege sind, auch diesen Fahrradweg am Sile entlang. Wir springen weiter. Brenta. Lohnt sich die Brenta? Ja, es gibt also hier einen Campingplatz, der auch eine kleine Marina betreibt. Die Einfahrt ist 4 Meter tief, aber man kommt nicht weiter, weil hier spätestens die Eisenbahnbrücke das Ganze sperrt. Ja. Und man ist so weit hier eigentlich weg von Chioggia, da kommt erst ein riesiger Campingplatz und der ganze Strand mit allem. Ja. Bis man in Chioggia ist, dann läuft man also sich tot. Das Gleiche ist natürlich hier, Adige. Auch hier ist eine Marina, mindestens mit Tankstelle. Ein Stück weiter oben sind dann die beiden Schleusen links und rechts. Weiter kann man den Fluss Adige befahren, wenn man will. Er ist nicht beschildert, er ist nicht betont. Man fährt auf eigene Gefahr und man kommt nicht weit. Weiter oben sieht man auch nichts mehr, weil dieser Fluss die Landschaft so überschwemmt hat, dass die gewaltige Dämme gebaut haben. Über die sehen Sie nicht weg. Sie sehen nichts. Ja, also lohnt sich's? No. So, dann gibt es Porto Caleri, wird auf manchen Karten gezeigt. Das ist nur für Fischer und für kleine Boote, dass man hier reinfahren kann. Und dann kommt die größere Einfahrt hier, Albarella. Dort kann man dann mit der Segeljacht reinfahren. Und als größter Fluss kommt natürlich der Fluss Po. Den kann ich hier wunderschön befahren. Hier geht es rauf, hier fahre ich also rein, Albarella fahre ich rein, Moment, hier, fahre hier runter, fahre durch die Schleuse durch, komme auf den Fluss und fahre jetzt den Fluss hoch. Haben wir gemacht. Meine Frau und ich, letztes Jahr hat es ein Schweizer gemacht mit einem 10-Meter-Boot, ein amerikanischer Ponton, den er umgebaut hat, mit 225 PS, der wollte eigentlich zuerst über die Schleuse von Serafini bei Cremona nach Norden, also Richtung Schweiz fahren. Er hat es aber gleich aufgegeben und fuhr dann runter und fand das alles ganz toll. Bei starken Regenfällen oder bei Gewitter im Gebirge ist dann so viel Hochwasser, dass man nicht drauf fahren sollte. Die IPO ist, Sie sehen das hier, die Behörde, die den Flusslauf reguliert, also ihn betont und dafür sorgt, dass Untiefen beseitigt sind. Und dort kann man auch auf der Homepage sehen, ob das Wasser ausreichend ist, ob er Hochwasser führt oder nicht. Und dann gibt es diese Karte. Ich laufe aus dem Bild. Sieht klein und unscheinbar aus. Zeigt den Flusslauf mit aller Infrastruktur, also mit jedem kleinen Steg zum Anlegen, Tankstellen und so weiter. Das hier auf dem nächsten Bild ist die Schleuse von Volta Cremana. Durch die muss man durch. Hat man sie dann geschafft, kann man hier in diese Marina, Centro Turistico Nautica Po di Venezia, sperriger Name. Es ist eigentlich ein großer Hafen, der hier liegt, der früher auch mal eine Tankstelle hatte. So sieht er am Abend aus. Sie sehen diese großen Dalben, die die Stege halten. Die deuten darauf hin, dass das Hochwasser auch im Hafen hier den zum Schaffen macht. Nicht? Und wenn man jetzt den Fluss Po, Entschuldigung, wenn man den hochfährt, dann kommt man über diese Schleuse, ganz moderne Schleuse, nach Ferrara. Ferrara, früher floss der Fluss Po direkt durch Ferrara durch. Ja, dann hat sich bei einer Überschwemmung ein neues Flussbett gesucht, 10 Kilometer weg von Ferrara. Darum führt heute da ein Kanal hin. Das hier ist Ferrara. Das hier ist jetzt ein Stück weiter dann diese kleine Schleuse, die schräge, wo ich dann nach Mantua komme. Immer wenn ich den Fluss Po hochfahre, habe ich halt Ziele links und rechts, die ich befahren kann. Das hier ist Mantua, der Lago Inferiore, Club Nautico hier und so sieht es da aus. Der alte Festungshafen. Porto Catena deswegen,
wenn man im Mittelalter den Hafen mit einer Kette verschlossen hat. Okay? So, wer erinnert sich noch daran? Ganz früher gab es einen Film, Don Camillo und Peppone, genau die. Der Film wurde hier am Fluss Po gedreht. Es gibt ein Museum von denen natürlich. Man kann sich das ansehen. Gibt es Infrastruktur am Fluss? Jawohl, man ist erstaunt. Tankstelle mit Benzin und Diesel, Steganlagen, Beschilderung, immer dem weißen Feld nachfahren. Das Zeichen hier heißt zum Beispiel, auf der Seite bleiben und auf der Seite weiterfahren. Nicht? Und im Fluss wird sehr viel Kies natürlich gewonnen, wird hier abgebaut. Hier ist der Kanuverein von Revere, hier liegen wir mit unserem Boot. Revere, ich habe es letztes Jahr schon erzählt, es war Abend geworden, wir waren im Fluss hochgefahren und meine Frau hat gesagt, sie möchte jetzt wissen, wo sie die Nacht bleibt. Und mitten auf dem Fluss war ein Ponton verankert und ich wusste nicht, war nicht beschildert, links vorbei oder rechts vorbei, aber links war diese Anlage da von dem Kanuverein, diese Steganlage, und ich dachte, da gehst du ran. Ist es denn tief genug? Dann fing ich an, den Leuten dort zu zeigen, ob die Tiefe ausreicht. Ach, hat einer gesagt, ist einer aufgesprungen, ist ins Wasser gegangen, stand dann über dem Bauch ins Wasser und hat mir dadurch gezeigt, es ist tief genug, ich komme da ran. Fand ich sehr gut. Nachher gab es dann natürlich... Trinken die auch gerne, ja, ist gar nicht das Problem. Die Brücken sind hier die Landmarken. An den Brücken steht auch geschrieben, wo man sich befindet. Die Navigation ist nicht so einfach, weil auch durch die Dämme man nicht ins Hinterland zieht, ja, oder nur wenig. Sie sehen Kirchtürme vorbeiziehen, okay, Sie sehen die Brücken, da steht das. Das ist die typische Flusslandschaft, so sieht es aus. Wallerfischer gibt es, also große Welse werden im Po gefangen. Ja, die werden nur als Trophäe verwendet, werden wieder ins Wasser geworfen. Italiener lachen sich tot drüber. Zuerst fangen sie mit aller Mühe einen Riesenfisch, dann werden sie wieder rein. Aber essen tut ihn keiner. Motorbootverein in Cremona, da gibt es viel Infrastruktur. Sie sehen es hier, der Hafen wird angezeigt. Das hier ist der Hafen von Cremona. Der eigentliche, muss man durch eine Schleuse durch. Das hier ist noch am Fluss. Aber wenn man durch eine Schleuse durchfährt, ist man im Binnenhafen von Cremona. Und da ist wirklich, das ist ein großer Binnenhafen. Der Dom, die Stadt ist sehr schön. Die Schleuse Isola Serafini war für uns am Ende, wir waren dann 300 Kilometer gefahren. Und so sieht eben der Binnenhafen aus. Sehen Sie, hier ist der Kanal, der nach Mailand führt. Und von Mailand aus gibt es einen Kanal zum Lago di Como. Nicht mehr befahrbar. Die Schleusen werden nicht geöffnet, die hier drin sind. Niemand bedient sie. Das wäre natürlich toll. Toll für die Schweizer, die kämen direkt an die Adria. Nicht? Also es gibt einen Verein, der sich darum kümmert, dass das Ganze wieder schiffbar gemacht wird. Und das hier ist die einzige Schleuse des Flusses Po. Der Fluss Po leidet darunter, dass er keine Schleusen hat, die einen Wasserstand garantieren. Drum gibt es daneben diesen Canale Bianco, der nach Mantua führt. Der hat einen garantierten Wasserstand. Fluss Po, etwas mehr als einen Meter, dann habe ich schon Glück. Uns hat es gereicht. Ja? Wir kamen durch. Aber wir sind gewarnt worden. Ja? Alle, die da hingefahren sind, hatten am Schluss keine Schraube mehr, hieß es immer. Ja, okay. Wir hatten eine Schraube, kamen hin, wir kamen zurück, ging gut. Hier ist auch mein Vortrag jetzt zu Ende. Ich habe gewaltig überzogen, wie bei einer Fernsehshow. Ich will mich aber nicht auf die gleiche Ebene stellen. Für uns ist der Fluss Po nach 300 Kilometer an der Schleuse von der Isola Serafini am Ende. Vielen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Es ist immer mehr, als man denkt. Bitte. Also Sie haben, also ich muss Sie wirklich sehr bewundern, Sie hatten, haben also unheimlich ein Durchhaltevermögen gehabt, auch hier ein Dach Durchhaltevermögen, auch für uns jetzt hier, aber natürlich insbesondere für Sie, das ist also irgendwie ganz erstaunlich. Und es ist ja auch sehr viel Information und nur als Rückmeldung, wir hatten also von außen waren bis zu knapp 20 Leute noch mit dabei. Und es sind auch zum Ende hin immer noch 10 gewesen. Also die haben also ordentlich durchgehalten. Ja, vielen Dank auch für die Aufmerksamkeit und vielen, vielen Dank für Sie. Und das war wirklich ganz, ganz toll. Ich bedanke mich auch bei Ihnen. Auch Sie haben durchgehalten. Ja, war nicht für jeden interessant, das ganze Gebiet. Es bietet halt unterschiedliche Möglichkeiten, sich der ganzen Sache zu nähern. Es ist ein gewaltiges Gebiet, man glaubt das gar nicht. Ja? Also ich würde gerne, wenn es noch da
Ja, aber gerne, natürlich. Also. Oh, jetzt war die Maske. Dass da ein Hausboot oder ein Boot mieten, weil meine Yacht liegt woanders. Gibt's da.